Ja, was wollen wir für die Zuhörer hören? Dass uns ein Feedback geben. Ein Feedback? Ja, ja. Da wir das vielleicht erfahren, was schreiben oder was lesen, schreiben die dann zurück auch was. Hin und wieder? Hin und wieder. Leid, halt zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen Scheibenschieberer und dann kracht alles zusammen. Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Grüß euch. Ende 2021 hat die Fleischerei Bauer am Gersthofer Markt im 18. Bezirk für immer geschlossen. Auf Facebook steht dauerhaft geschlossen. Es ist die Fleischerei, die seit 21 Jahren in der Hand der Bauers war. Und seit 32 Jahren waren sie quasi an dem Standort tätig. Es ist auch die Fleischerei, mit der unsere geschätzte und charmante Kollegin Blasel mehr oder weniger von ihrer Oma mit Schinkenstangerl, Wurstringerl und anderen Köstlichkeiten großgezogen wurde. Daher auch für unsere Kollegin ein bisschen eine sentimentale Angelegenheit. Ja, ein Fleischer, eine Fleischhauerei weniger in Wien. Und wir dürfen mit dem Josef und mit der Eva über ihren Weg dorthin, über die Zeit dort, über den Abschied, über sie selbst ein wenig sprechen. Ja, und es passt so gut, ganz zum Schluss vom Podcast haben sie die Kleinigkeit in eigener Sache mehr oder weniger schon vorweggenommen. Sie wünschen sich nämlich Feedback von euch. Josef hat gesagt, ob sie kein Blödsinn geredet haben. Und dieses Feedback wünschen uns wir auch von euch. Es gibt unter jeder Folge auf unserer Webseite die Möglichkeit zu kommentieren, Fragen zu stellen, Feedback zu geben. Und ja, so wie es der Josef sagt, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Gebt uns Feedback, diskutiert mit, stellt eure Fragen. Ja, und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Gut. Ich bin so froh, dass unsere Hörerinnen und Hörer das nicht gehört haben, was sagst, immer gerade anhören müssen. Ja, Aber danke. Mein Name ist Willi. Ich bin heute schlank, habe ich gerade erfahren. Also zumindest schlanker als ein Büdel in der Zeitung. Vielen Dank. Schaut's mal schlank, Willi. Das Kompliment kam von der lieben Frau Eva Bauer, die neben ihrem Mann, dem Josef Bauer, sitzt. Die beiden waren viele Jahre quasi der Haus- und Hoffleischer in Gersthof, das ist im 17. Wiener Gemeindebezirk. 18. war das da unten. 18? Ja. Entschuldigung, kleiner ersten Fehler, falsch vorbereitet. 18. steht eh am Titel, hab's völlig recht. Und ich muss jetzt gleich vorwegnehmen, die Kollegin Blasel wird heute im Gespräch so mittel beeinflusst sein, weil Kollegin Blasel ist im 18. Bezirk groß geworden und an der Fleischertheke von den Bauers. Ist quasi da mit dem Fleisch der Bauers großgezogen worden. Also viel deiner heutigen DNA ist quasi Bauer-DNA. Man hat mich hier schon als kleines Kind mit einer Scheibe Extrawurst bestochen und damit war es um mich geschehen. Genau, also seht es uns nach, dass Frau Blasel da heute ein bisschen nostalgisch ab und an werden könnte, sage ich wird mal. Ein bisschen, okay. Genau, der Grund, warum wir uns heute auch sehr freuen, dass wir bei euch sein dürfen, ist jener, dass ihr ja nicht nur, wie lange, 35 Jahre hast du vorher gesagt? 32 Jahre war ich auf dem Platz. Wahnsinn. Ja. Weil ich habe nämlich in einer Zeitung gelesen, 21 Jahre, mir gedacht, das ist lang, aber 32 Jahre war das Geschäft. Das Geschäft. Ja. Unter unseren Händen. Also, ja. Und 32 Jahre habt ihr insgesamt. Und ich habe dort 32 Jahre vom Vorgänger habe ich.
Wahnsinn. Mitgeholfen. Das ist schon eine ziemliche Zeit. Ja, darum bin ich eine echte Gersthoferin. Anerkannt. Wie wohl beide aus dem tiefsten, wie Sie selbst sagen, Waldviertel stammen. Also das war, warum das heute auch sehr, sehr spannend ist und auf das wollen wir natürlich auch eingehen. Ihr habt letztes Jahr, Ende letzten Jahres, nach vielen Jahren den Betrieb für immer geschlossen, habt keinen Nachfolger gefunden oder gesucht, darüber werden wir dann noch reden. Und bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich uns noch mal kurz vorstellen, die mit Fleisch aufgezogene, heute etwas sentimentale, aber meistens dann durchaus charmante, wenn gleich hin und wieder gefährlicher, wie ihr inzwischen wisst, Bianca Blasel, a.k.a. Melange in Gummistiefeln. Und der schlanke, heute schlanke Willi, schlank fürs Radio. Nochmal. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß euch. Na gut, wie auch immer, ich darf es zwar nie sagen, aber ich sage es trotzdem, wir fangen wieder in der Vergangenheit an, so machen wir es in jeder Folge, das wissen natürlich unsere Zuhörerinnen. Und weil wir wollen natürlich ein bisschen wissen, wie seid ihr eigentlich zu dem gekommen, was ihr euer Leben lang gemacht habt? Wie seid ihr zu dem, wie seid ihr zu den Menschen geworden, die ihr heute seid? Und es beginnt meistens in der Kindheit, hat man mal wieder gesagt, glaube ich. Wie seid ihr aufgewachsen? Josef, fangen wir vielleicht einmal bei dir an. War bei dir schon klar bei der Geburt, dass du einmal Fleischer wirst? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Das nicht. So weit habe ich dort zumindest noch nicht gedacht. Aber ich sage einmal so, aufgewachsen im Waldviertel bei meinen Eltern auf einem Bauernhof in Seifritz, das ist im nördlichsten Waldviertel bei Heidenreichstein. Mhm. Ja, die Schule dort gemacht, Volksschule, Hauptschule gemacht hat. Dann ist in die Lehre gegangen und ich wollte immer Elektriker werden. Elektriker? Immer, ich war also immer nicht so weit Elektrik. Weg vom Fleischer, ne? Ja, eigentlich nicht, nur ein paar Steckdosen weit. Ich darf dazu sagen, wie wir gekommen sind, hast du gerade im Keller am Rosenmäher geschraubt, ne? Richtig, ja. Elektrischen Rosenmäher. Ja, sehr schön. Siehst. Und nach dem sein Waldviertel eher sehr, ich sage einmal, in meiner Zeit waren dort große Firmen und Großbetriebe mit tausenden Mitarbeitern, das ist ja alles abgewandert worden. Okay. Was war das für eine Zeit, wann war das? Ja, das war so 74, 75. Mhm. Ja, 75 habe ich zu lernen begonnen und wo Elektriker hat es keinen Post gegeben, also keine Lehrstelle im Waldviertel. Und somit, unser Fleischer, also von meinen Eltern Fleischer, wo die Tiere immer verkauft worden sind, ist dann gekommen und gesagt, ob ich nicht Fleischerlehrling werden will oder was. Ne? Mhm. Und kurz entschlossen habe ich dann die Lehre dazu begonnen. Und dann das heißt, der Switch vom Elektriker, Traumelektriker zum Fleischer. War nicht schwer? War eigentlich nicht schwer. Ich habe ja immer herumgeschraubt an irgendwelche elektrischen Sachen. Also ich bin ja, ich sage mal so, ein bisschen motorsportlich auch beanschlagt. Aha, ich bin Motor groß gefahren, ein bisschen Auto groß gefahren und habe wirklich Motoren und sowas selber repariert. Auch nicht immer. Im Ernst? Im Ernst, so nebenbei immer. Spannend, ich war ja bei den Neuburgers, nicht? Mhm. Die dann auch Motor groß fahren. Ja, das liegt jetzt nicht so. Man kann jetzt sagen, ist für die wüden Fleischer, aber ich war halt der Ausgleich dazu so irgendwie. Halt, interessant, ne? Und dort habe ich dann im 75er Jahr zu lernen begonnen. Dann 3 Jahre Berufsschule Hollerbrunn absolviert und dann war ich noch, glaube ich, 1 Jahr im Lehrbetrieb und dann habe ich 4, 5 Betriebe durchgemacht und dann bis zur Selbstständigkeit gemacht. Wie war die Lehre? Eher hart, muss ich sagen. Also von der Schule weg und dort hat wirklich arbeiten müssen, 70, 80 Stunden dort damals. Es war eine brutale Zeit, muss man sagen. Auch in der Nacht haben wir dort gearbeitet. Nicht? Weil man dort wie Lehrlinge war, hat man vielleicht gar nicht dürfen, in der Nacht schon Tiere verladen für Wien St. Max zum Liefern. Hat es den alten Schlachthof noch gegeben, da ist geschlachtet worden und dann wird die Tiere in der Nacht von den Bauern abgeholt und nach Wien transportiert. Da war ich 16 Jahre, 17 Jahre. Und der Lehrbetrieb war in? In Amaliendorf. Im Amaliendorf. Ah. Fichtenbauer. Okay. Und das, was sagt er? Nein, sagt mir jetzt aber nichts, aber ihr habt hier damals, wie du die Lehre gemacht hast, selber noch geschlagen? Ja. Also geschlachtet. Ja. Rinder, Schweine, Kälber, alles. Hast du das auch noch gelernt? Ja, ich habe das richtig gelernt. Bis zur Meisterprüfung. Bei der Meisterprüfung habe ich auch noch geschlachtet. Und die Meisterprüfung habe ich dann aber schon in Wien gemacht. Da bin ich schon übersiedelt einmal inzwischen. Mhm. Und da war St. Max noch gegeben und dort habe ich das letzte Tier geschlachtet dann. Mhm. Warst du in St. Max direkt? Nein. Nein. Ich war zuerst einmal im 15. Bezirk in Sechshauser Straße und dann im 1. Bezirk 18 Jahre oder 19 Jahre tätig. So als selbstständig auch. Was hat dich denn nach Wien verschlagen? Die Liebe.
Die liebe Eva. Ja. Die liebe Eva. Ja, sozusagen. Okay. Genau, ja. Was haben denn deine Eltern gemacht und was haben denn die dazu gesagt, dass du dann Fleischer geworden bist? Naja, die waren eigentlich eher fast froh. Ja. Uns wären fünf Burschen. Fünf Burschen waren uns. Und die da draußen müssen irgendwas arbeiten. Nicht? Ja. Die ein Latour futtern, ohne das was verdienen, ist wahrscheinlich. Genau, oder? Weil so groß war der Bauernhof dann auch wieder nicht. Ah, Bauernhof. Ja. Knapp 40 Hektar gehabt, aber. Ich war der Bauernhof der Bauerkasten. Genau. Bauernhofbauer. Ja, genau, so ist es. Grandios. Ja. Und ja, sie waren dann schon, ja, es hat passt einfach. Ja. Weil, sagen wir mal, den Hausfleischer, den haben sie ja ewig schon gekannt, weil er war der einzige Fleischer, der die ganzen Tiere gekauft hat und geschlachtet hat. Im ganzen Ort, also die, auch die Ortschaften rundherum, was war nicht. Das ist alles zusammengesammelt worden. Wird der Kassen? Fichtenbauer. Ja. Und wie war euer Hof damals aufgestellt? Was habt ihr gehabt? Wir haben eigentlich alles gehabt. Rinder, Schweine, Kälber, alles was gegeben hat, alles an Tiere. Hühner, alles was gegeben hat auf einem richtigen Bauernhof. Halt, nicht? Ja, gemischter Besatz. Ein gemischter Besatz, genau. Ja. Okay. Aber es ist halt so, sagen wir mal, jetzt ist einfach zu wenig. So ein Bauernhof, so ein kleiner mit 40 Hektar, um zu leben. Ja. Das ist alles verpachtet worden jetzt. Nicht? Also mein Bruder ist zwar am Bauernhof, macht ja, noch Waldwirtschaft weiter, aber alles, was Arbeit ist, Äcker und Wiesen und sowas, ist alles verpachtet. Also ein Bruder hat es übernommen? Der jüngste Bruder hat es übernommen. Damit wir mal mit den Konventionen brechen, der Jüngste war es, nicht der Älteste. Nicht der Älteste. Aha. Der Älteste ist Tischler geworden. Auch ein Handwerker. Ja, alles ein Handwerker waren. Ja. Ja. Aber darf ich nochmal fragen, zurück zum Bauernhof. Wie haben deine Eltern dann mit dem Hof damals Geld verdient? Weil jetzt sind ja viele Höfe spezialisiert auf einzelne Themen. Wie habt ihr damals... Ich sage einmal, das ist so Mischwirtschaft gewesen. Die, von überall was, die haben sich alle zwei, drei Monate Schweindel verkauft, 10, 12 Schweindel. Da haben sie da ein paar Kühe, Kälber und sowas verkauft dazwischen und so haben überlegt, und dazwischen mit Getreide und so, ne? Ja. Was sie da angebaut haben. Getreide und Kartoffeln, viele Kartoffeln, Waldviertel gibt es ja viele Kartoffeln. Ja, haben wir Kartoffeln verkauft und sowas immer so zum Überleben. Nicht? Aber war sicher immer ein Kampf, muss ich sagen, die Eltern, dass sie das weitergebracht haben. Also, wenn man schon so weit, das Haus, wo, das mein Vater dort zum Beispiel übernommen hat, das war 57, 58, glaube ich. Ja. Früher hat er das Haus übernommen, das war eigentlich eine Ruine. Ne? Weil der hat das bekommen, also er ist eigentlich bei seiner bekannten Großmutter aufgewachsen. Mhm. Also er hatte keine Eltern mehr gehabt. Mhm. Die war da auf dem Hof, oder? Nein, die war eigentlich in der Ortschaft in irgendeinem anderen Haus. Und die haben ihn angenommen und aufgewachsen und er war dort als Knecht beschäftigt. Ein Knecht? Und wer der Knecht dann hat das Haus dann gekriegt, eigentlich nicht? Okay. Weil der hat Hetzendorfer geheißen und denn sein Sohn ist im Brunnen ertrunken damals. Ja. Und deswegen hat mein Vater als Knecht dort das Haus dann bekommen, weil keiner mehr da war. Sonst. Aus dem dann quasi der Hof entstanden ist. Genau. Wo wir dann aufgewachsen sind. Wo ihr dann aufgewachsen seid. Ja, genau so ist es. Aha. Also eine harte Zeit, muss man schon sagen. Also 50 Jahre zurück war hart noch. Ja. Gegen heute, ne? Ja. Eva. Hallo. Hallo, grüß dich. Wie war das bei dir? Bei mir war es auch so ähnlich. Also ich bin in Waldviertel, also in der Nähe von Weidhofmann der Theier, das kleine Ortschaft Rohrbach, bin ich das als achtes Kind auf die Welt gekommen. Als achtes? Als achtes Kind und meine Mutter ist nach mir gleich gestorben. Oh weh. Und mein Vater war leider sehr überfordert. Jetzt ist er gleich wieder auf die Suche gegangen. Ja. Um einen, wie soll ich sagen, wem zu finden, der ihm unterstützt. Also ganz praktische Suche. Ist eigentlich in einem halben Jahr sofort wieder eine Frau gefunden. Damals war es noch leichter, auf einem Bauernhof eine Frau zu finden. Also es war ein Bauernhof? Ja. Es war auch ein Bauernhof. Wir haben 60 Hektar. Und wie schreibt ihr euch? Wir waren die Familie Redl. Die Redl? Redl. Mhm. Und Gott sei Dank hat er eine gefunden, die wirklich dann noch an das alles sozusagen auf sich genommen hat mit den Kindern. Und ich habe dann noch an die Volksschule, Hauptschule und dann sofort bin ich gegangen nach Wien. Das war jetzt gerade noch Flucht an? Ja, schon ein bisschen. Ja, ja, es war deswegen, weil irgendwie, es war auch nur Arbeit zu Hause und ich habe gewusst, wenn ich wollte immer Friseurin werden. Mhm.
Und wenn ich dort oben bleibe, da ist Ende nicht. Der Wunsch war Friseurin? Ja. Warum der? Nein, das hat mir Spaß mit den Haaren und auch die, wie doch auch mit den Kunden zu tun. Also das war das Zwischenmenschliche. Mein Traumberuf. Mhm. Und lernen, das war halt alles so nur so nebenbei. Also das habe ich dann leider nicht so praktiziert. Mhm. Das heißt, und jetzt bin ich dann nachher nach Wien gegangen und da war eine Freundin und da habe ich sie gebeten, ob sie mich sozusagen, ob ich bei ihr schlafen kann. Ja. Also und wirklich geflüchtet. Also ich komme jetzt nach so Wien. So schlimm auch nicht. Ja. Ich habe schon nach Hause kommen können. Ja. Aber es war halt nicht die Harmonie. Ja, man war froh, dass man mal draußen war. Die Liebe und die Harmonie hat uns gefehlt. Ja. Das war's. Ja. Und ich war ja verwurzelt in dem Haus. Also ich bin wieder gern zurückgekommen, aber ich habe mich dann nicht so wohl gefühlt, wie ich es wollte. Jetzt bin ich halt, Und die Freundin, die wollte frei haben, die hat in der Fleischerei in 16 Bezirk gearbeitet und hat mich gebeten, ob ich hier aushelfe. Und ob ich diese Stunden übernehme. Und so bin ich in die Fleischerei gerutscht. Also es war auch purer Zufall. Purer Zufall, ja. Also das war für mich halt erstens einmal geldmäßig. Ich habe dort wohnen können. Das war halt hauptsächlich der Grund, dass ich dann das weitergemacht habe. Obwohl ich immer irgendwo im Hintergrund Friseurin werden wollte. Das habe ich mich dann nicht. Ja, zum Beispiel jetzt noch, das wird mir sicher noch Spaß machen. Ja. Der Wunsch ist geblieben, ja? Der Wunsch ist geblieben, obwohl die Fleischerei, es war wirklich sehr viel Erfahrung, sehr viel Spaß, auch sehr viel Arbeit, aber. Wie alt warst du da, bis du da angefangen hast? Aushelfen? 15,5, also circa 16. Fast 16. 15, ja, fast 16. 16 Jahre, 16. Mit 16 Jahren, 16 Bezirk, ja? Fleischerei und dort, ja. Und hast du eine Lehre gemacht oder? Leider nein. Ja? Ich habe nur immer nur mitgearbeitet, ja. Ich war dort angestellt und somit habe ich. Ja, im Endeffekt, der Lehrer ist halt auch Mitarbeit, ne? Also so gesehen hast du halt eine Lehre ohne Abschluss sozusagen. Der Fehler war halt, weil es war nie das Gespräch, dass ich irgendwas lerne, also ich bin da so reingeschlittert, eigentlich auf meine, mich selber irgendwie weiter gewurstelt, auf Deutsch gesagt, um halt einen Weg zu finden, dass ich wo wohnen kann und. Aber wie geht es einem, wenn man als achtes Kind im Waldviertel aufgewachsen, und ich habe es beide gesagt, dir auf das Waldviertel, so jung in die Großstadt kommt und dann in einer Flascherei drinsteht? So viel auf einmal, ja. Ja, die Stadt selber war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich bin, kannst du sagen, dreimal um die Ecken gegangen und habe schon immer heimgefunden. So schlimm war das am Anfang. Ich heute auch noch so. Heute in der Ortschaft, da hast du 26 Häuseln gehabt, ja. Und da habe ich, und ich war so ein Luftikus, ja. Bin da gegangen und auf einmal, wo muss ich jetzt wieder hin? Also ich war verloren. Du bist manchmal einfach drauf losgegangen, ja, oder? Ja, so gedankenlos, weißt du? Und die Stadt, und darum habe ich auch wieder die sozusagen das Waldviertel gebraucht, wieder zu flüchten und wieder dorthin. Also ich war eher ein unruhiger Geist und nicht, wo soll ich hin und so. Also somit bin ich halt in der Fleischerei. Ja. Das war halt das mein Leben. Flucht mal zwei, kann man sagen. Zuerst flüchtet man aus dem Waldviertel, weil daheim gibt es nur Arbeit und nur Arbeit. Ja. Dann kommt man nach Wien und will raus, weil man in der Stadt auch nicht aushalten. Ja, genau. Ist man wieder raus. Also ich habe mich eingesperrt gefühlt. Also ich habe das gebraucht. Ich bin oft erst am Samstag am Abend aufgekommen, am Abend fortgegangen und nächsten Tag schon wieder runtergefahren nach Wien. Und da bin ich halber davoren, weil die Autos waren nicht dicht und kalt war es. Und die Zeit ist so vergangen, weil zwei Stunden runtergefahren, zwei Stunden rauf. Im Endeffekt habe ich gar nichts gehabt. Nur hin und her. Hin und her, ja. Ja, die Kollegin hat ja so ein Auto, wo man drin friert, wenn man fährt. Ist ja klimaneutral. Oder es ist so heiß, dass man umkommt. Aber und somit bin ich in diese Branche gelandet. Ja, und wie kommt man als Luftikus dann, wie geht es einem dann, wenn man als Luftikus und Gedanken verloren als junge Dame aus dem Waldviertel auf einmal in Wien in einer Fleischerei steht? Ich würde sagen, es hat mich schon erfüllt, weil die Kunden, ich habe so liebe Kunden gehabt und da habe ich immer kommunizieren können und das hat mir Spaß gemacht. Somit ist mir nichts abgegangen, dass ich jetzt was anderes machen möchte, ja. Und bin halt dabei und ich habe auch dort sehr gut verdient. Ja. Das war auch ein Grund wahrscheinlich, dass ich hängen geblieben bin. Was hat man damals verdient? In Schilling? In Schilling. Ich habe mehr verdient wie mein Mann, der was
Ja, was ich gelernt hat, ja. Na, das hat man es wieder um. Das hat ihm stutzig gemacht. Ich habe 10.000 Schilling damals verdient. Und das, war viel. Das war in die 70er. Ja, in die 78. 78, ja. Warte mal. Oh, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Na ja, 78, wir sind ja 78 herum. Ja. Die 10.000 Schilling verdient und ja, und das hat passt. Und ich habe das Kost, Quartier, alles nur zusätzlich gehabt. Wahnsinn. Bei der Freundin. Natürlich. Nein, von der Firma aus. Ich habe ja dort bei der Freundin gewohnt. Ja. Die Firma also hat diese Wohnung zur Verfügung gestellt. Ah, das war, also sie hat ja auch bei der Firma gearbeitet. Sie hat in der Firma gearbeitet. Ja, genau, so war das. Und deswegen habe ich bin ich halt eigentlich hin. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, weil die Kunden, das war so eine gute Kommunikation, dass ich dann nachher, ja, dass ich mich wohlgefühlt habe und auch meine Freundin gehabt hat. Das war ja auch eine schöne Zeit, wenn wir gemeinsam weggehen haben. Ja, genau. Sind wir gemeinsam, aber komischerweise nur in Wien sind wir gemeinsam fortgegangen und in Waldviertel haben wir uns getrennt. Obwohl sie auch von der gleichen Ortschaft ist. Also? Ja, ja. Man redet heute noch warum, oder? Ja. Man weiß es nicht so genau. Sagt, wie hatten die Fleischerei Kassen? Fleischerei Scheidel. Scheidel. Gibt es auch nicht mehr. Der ist auch in die Pension gegangen. Ja. In der Haberlgasse war das? Nein. Ich glaube, weiß gar nicht, was jetzt drinnen ist. Ich bin ja schon lange nicht mehr drüber. Ein Opfer-Tag kann geben, aber ja. Ich glaube, ich bin ja so ein Schmuckgeschäft. Und somit, ja, bin ich dann. Ja. Und dann noch 12 Jahre war ich circa dort. 10 oder sagen wir 10. 10 Jahre, ja. Und inzwischen habe ich aber die 3 Kinder gekriegt. Warte kurz. Wie habt ihr. Wie seid ihr jetzt zueinander gekommen? Ja, genau, da war ja irgendwas noch. Ja, da war noch irgendwas, ja. Ja. Nein, es war so, wir haben ein Fest, also war ein Feuerwehrfest. Ja. Unsere Ortschaft hat ein Feuerwehrfest veranstaltet. Die Feuerwehrfeste, was die da Feuerwehr. Schon alles ausgekommen ist. Ja, die Bauernfeste. Und dadurch, wie wir in der Ortschaft keine große Location gehabt haben, haben wir es in der Nachbarortschaft gemacht. Und natürlich, jeder hilft mit und ich habe dort gekellnert. Und wie halt so in der Gegend so ist, sind ja die Feuerwehrmänner, also die Ortschaften alle zu den anderen gegangen, mitzufeiern, sich jeden gegenseitig zu unterstützen. Ja. Und unter anderem waren die Seifritzer auch da. Die Seifritzer. Ja, und ich habe gesagt, na, was er gern möchte. Und hat er gemeint, ein Knäuel mit Saft. Fleisch habe ich ja keins gebraucht. Das wird ja noch hinkriegen, ja. Und in der Küche war meine Tante Rosa. Sage ich, ich habe da einen Sitzen, der will ein Knödel mit Saft, kannst du mir das machen? Ja. Und so hat er dann abgebissen. Weil das hat ihm so gefallen, weil ich ihm die Knödel mit Saft gemacht habe. Abgebissen und angebissen. Das war ein Teireknödel. Hat er das so schön gesagt oder wie hat er denn mit Knödel mit Saft bitte überzeugt? Nein, er hat gesagt, das kriege ich wahrscheinlich nicht. Also, weil ein Knödel mit Saft hat er das so schön gesagt? Ja nicht. Es gibt über Schweinsbrot und solche Sachen. Ja. Es war schon ein bisschen später in der Nacht, sage ich mal. Du wolltest kein Fleisch jetzt oder was? Will ich kein Fleisch mehr haben. Echt, so gut, dass wir heute bei Fleisch. Geht schon gut los. Nein, das war ja. Die Zeiten sind vorbei. Wir waren ja immer, wenn wir weg von sind, größere Jugendgruppen. Also unser Ort, Seifritz, was ich schon gesagt habe, da waren vielleicht 3 oder 4 Mädchen und 25 Burschen. Wir sind immer mit einem großen Bus, 20 Burschen in einem Bus, weggefahren am Abend. Aha. Wir sind die Discos gefahren, Discos ausrahmen und so. Ja. Und somit auch die Feste. Nicht? Also uns hat nie was passieren können. Nicht? Wer eines gefahren, der war immer nüchtern und alle anderen haben trinken dürfen. Ja. Und wenn wir zu einer das Fest kommen, sind wir auch zu 20 einmarschiert. Ja, 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 ja. Und lauter lustige Burschen waren es. Ja. Nur einen besonders lustig. Und dann eben nicht gerecht, halt dass lustig, da noch einer so abbeißt. Und auch Knödel mit Saft. Und tatsächlich dort bei dem Feuerwehrfest war es da haben wir uns wieder, dann hat er, er ist ja kein Tänzer. Und dadurch er ja doch schon ein bisschen sozusagen lustig drauf war, hat er mit mir tanzt. Und somit haben wir uns wieder verabredet. Ja. Und so hat es begonnen. Weil er so gut tanzt hat, oder? Weil der Knödel so gut war. Ja. Wie alt warst du da, Josef?
20 war man. Ich sage ja, ich als Frau war schon überreif. Also mit 20 war schon. Was heißt denkt überreif? Das heißt, mit 20, wenn du da keinen Mann gehabt hast, bist du schon vielleicht schon ein bisschen überstandig gewesen. Wirklich? In der damaligen Zeit, das ja. Wild. Das kann man sich ja, gar nicht, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nein. Die Zeiten haben sich komplett geändert. Also, mit 20 Jahren war das? Ja, war damals schon bedenklich, die Frau. Wie hat man das gespürt? Ist das so gesagt worden oder hat man das einfach so erlebt? Nein, ist eigentlich nur gesagt worden. Ja? Ja, ja. Jetzt wird es Zeit, dass du mal einen aufhängst. Und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich schon langsam entscheiden. Aber ihr sitzt immer noch da. Ja. Also du hast dich total unter Druck entschieden, jetzt muss einer her, dann bist du hoffentlich du. Genau. Aber du hast Glück gehabt, dass du den Richtigen erwischt. Ja, wirklich. Ich war so froh, dass du Glück gehabt hast. Ja, und wie ist dann weitergegangen? Ja, nein, ich bin dann noch in Wien gewesen. Und du warst schon in Wien, gell? Ich war in Wien, Josef, ja. Du warst noch. Und er war noch im Waldviertel. Ja? Naja, ich war dort immer so gerade auf so einen Schneidepunkt. Ja. Ich wollte ja weg. Ich wollte immer was Größeres. Doch der Lehrer, du warst da. Ja, mir war einfach der Ort zu klein, muss ich sagen. Ne? Mhm. Obwohl ich 180 Häuser hat. Ja. Aber es war mir einfach arbeitsmäßig irgendwie so eingeengt. Das habe ich nicht wollen. Ich habe immer rauszuholen von dort. Ja. Und habe dann schon Angebot gehabt, aus Deutschland in Freising, auf einen großen Schlachthof zu kommen. Ne? Da Freising, bekannt. Das hat schon 2000 Häuser gehabt, oder? Ja, das ist ja eine Großstadt dann, ne? Freising. Und meine Eltern waren ja furchtbar dagegen. Ja. Du musst im Ort bleiben, dort, da hast du Arbeit, 3 Kilometer weg und ich das nie wollen. Mein Onkel hat immer gesagt, lasst es ihm gehen, er soll vorgehen, er soll was lernen. Ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, wenn nicht Deutschland, dann Wien. Dann habe ich gar nicht mehr gefragt, bin einfach ausgezogen, dann bin ich nach Wien gezogen. Und das war das. Und dann hat, zack. Ja, also mein Chef dort, der hat mich gar nicht drängt, der hat fast gekämpft mit mir, dass er mich gehen lassen hat. Ne? Mhm. Der wollte nicht, dass die ich gehe. Die Eltern waren auch traurig. Ja, die Eltern, keiner wollte, dass ich weggehe. Ja, ja. Weißt so nett warst. Naja, ich weiß nicht, ob das nett war, aber wir wollen einfach alles klar. Also es ist auch ein schwerer Schritt dann gehen, wenn alle eigentlich wollen, dass man bleibt. Genau, ja, das ist eh nicht einfach. Du hast richtig losgerissen dann quasi. Man denkt, nein, ich muss auch irgendwo. Aber da war schon die Eva das schlagende Argument, oder? Ja. Ein gutes Argument, hoffentlich. Ja, da habe ich eigentlich, ja, die Entscheidung, also diese Hin und Her war eigentlich schon vor ihr, aber sie war dann der Ausschlag, dass mich verzahrt hat nach Wien eigentlich. Du hast ich war dann nachher irgendwo ein bisschen die Böse, sie aber das hat sich bald gelegt. Ja. Also die Eltern waren trotzdem glücklich mit uns, gell? Ja. Dass wir dann noch diesen Schritt gemacht haben. Wie sie es gesehen haben, was passiert ist oder was geht, ist, war eh super dann. Waren sie dann zufrieden. Und mit welcher beruflichen Perspektive bist du dann nach Wien gegangen oder zur Eva? Also ich wollte immer einen Großbetrieb führen oder irgendwas. Also ich wollte immer noch größer und größer. Wirklich? Ja. Mhm. Aber irgendwann war ich dann mal an die Grenzen auch, glaube ich. Gell? Ja, da hat es dann eine Situation gegeben, da hätte er nachher ein Jobangebot, ich weiß nicht, wie die Firma geheißen hat, Familie oder so. Das war dann in die Schweiz gegangen. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Und da wäre er viel unterwegs gewesen und auch, wenn wer ausfällt, dass er einspringen muss. Mhm. Und er hat aber so Morgen weg gehabt. Und sage, Josef, wenn du das magst, das bringt dich um. Das, weil ich weiß, er ist so verantwortungsbewusst und er arbeitet bis halt wirklich, was sein muss und alles. Und das war noch an der Grund, wann war wo das ich dann. Ja. Ja, ja, da haben wir nicht einmal noch vom Bauen. Ist ja nicht einmal noch gewesen. Da habe ich dann im 15. Bezirk angefangen, dort war ein Betrieb, glaube ich, 15, 20 Leute, wenn dort gewesen sei. Ja. Und nach ein paar Wochen war er schon unter meiner Hand dann nicht. Also. Warum? Was hast du gemacht? Das war immer so ehrgeizig, ist oder so Standbeter und alles ganz genau. Zack, zack, zack. Und das und ist, ne? Bis zum Umfeld. Ich war halt dort keiner fähig in der Firma und ich habe das gleich unter Vorteil bei dem ganzen. Was war das auch? Fleischereibetrieb, oder? War Fleischereibetrieb, Bissinger. Mhm. Vorteil dabei immer, war ja, das haben zwei Frauen geführt und die haben keinen Ahnung gehabt. Mhm. Ja. Und das war nicht einfach. Ich meine, wenn ich nichts mache, da kommt nichts Gescheites außer. Okay. Und dann habe ich das alles an mich gerissen. Ich habe aber dann leider auch das Nachspiel gehabt, weil ich dann viel Arbeit gehabt habe dazu wieder. Ne? Ja. Wenn du dich, entlasten tust, wenn du was da annimmst, was besser werden kann, und dann den Nachlass, dann gehört das alles dir. Ne? Und dort habe ich dann gearbeitet, glaube ich, von 4 in der Früh, jeden Tag bis 8, 10 in bis 8, und da ist er heimgekommen. Jeden der Tag 16, 17 Stunden. Daher das Morgen. Wir geschöpft gerochen und ins Bett gefallen. Weil die gesagt hat, wegen Morgen. Immer gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht, dass er diesen Weg geht, weil das ist ihm zu viel, weil ich weiß, er
Er steigert sich so eine und. War das bei diesem Job gewesen? Bei dieser Bissinger, wie du gesagt hast? Ja, das war. Das war dieser Schritt dann gewesen. Ja. Der nächste Schritt, sagen wir so. Aber in dem Unternehmen? In dem Unternehmen. Gibt es ja, das genau. Unternehmen halt noch? Nein. Gibt es auch nicht mehr. Okay. Also, ich glaube schon, also die Tochter von dem Betrieb hat er geheiratet, den Dreher Karl, und der ist irgendwo bei. Wie heißt das auch? Nach Wiener Neustadt und irgendwo. Mhm. Aber ob es den Betrieb noch gibt, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Die sind auch schon 70 oder noch mehr, glaube ich. Aber Eva, da bist du dann eingeschritten, oder? Hast gesagt? Ja. Hier nicht. Hier nicht, weil ich gewusst, das ist Ende nie. Ja. Und er wird nie zu Hause sein und so. Und deswegen war ich dagegen. Und auch der Magen war Gott sei Dank irgendwie mein Vorteil, dass ich mich durchgesetzt habe. Also hätte kein Morgenschwierig. Ja, dann hätte vielleicht. Ich habe dann zurückgeschaut und bin in den ersten Bezirk gegangen. Ja, genau. Und dort war ich, glaube ich, 18 Jahre. 18 Jahre? Mhm. Ja. So war es selbstständig, dort habe ich auch alles um mich gehabt. Also wo war das? Gehen, so habe ich eben nur die Zeit verkürzt von der Arbeit. In der Hohenstaufengasse. Hinter dem Juridikum. Ja. Was passen wir? War mir Robitzer. Fleischer, Robitzer. Robitzer. Gibt es den noch? Nein. Nein. Gibt es auch nicht mehr. Okay. Alles aus, ja. Wir haben da schon gewisse. Das ist ein Muster. Ja, ja. Ja, okay. Ja. Das gibt's war mehr. Im ersten hinter dem Juridikum. Mhm. Hohenstaufengasse, ja. Hohenstaufengasse. Ein Fleischer, hat der dort noch geschlagen damals? Nein. Nein. Schlachten gibt es ja in Wien zur Zeit. 78 nicht mehr, glaube ich. Warum? Den 71. Ist nicht nur einer im 23. der das noch tut? Ja, das da. Ja, aber den Schlachthof grenzt den Niederösterreich an. Achso, okay, das ist quasi an der, direkt an der Grenze. Den haben wir erst besucht jetzt. Gell? Mhm. Darf man das in Wien nicht mehr? Oder? In Wien ist Schlachten verboten. Ja. Also über Wien wird nicht geschlachtet. Ja. Mhm. Mhm. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja. Das heißt, man darf es gar nicht mehr. Man darf es nicht, nein. Gibt es da keine Genehmigung mehr dafür Grund? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Abfälle und alles, was weggefallen ist, nicht? Mhm. Was aus dem Kanal kommt, Blut, alles was ich erinnere. Ja, ja, gut, ich muss, ja, gibt es wahrscheinlich viele. Kläranlagen und was ich weiß alles nicht. Bevölkerungsdichte, ja, etc. Ja, könnte man, aber keine Ahnung, müsste dir sagen. Es gibt ja in anderen Großstädten auch Schlachthöfe. Also. Ja. Naja, die sind aber meistens außer Wien, außer das der stimmt, Stadt. Stimmt, ja. In der Peripherie. So wie es ja EU-Zeit, ich glaube 95, 98, das war da jeder Gerichtsbezirk einen eigenen Schlachthof bekommen. Ne? Mhm. EU-geförderte Schlachthöfe dann. Mhm. Und die sind alle dann irgendwann am Boden gegangen, weil einfach die Auslastung nicht da war. Okay. Ja. In Waldviertel, wenn es drei Schlachter für uns ist, die sind die schon alle leer, nicht? Gibt's gar gibt es gar keine. Also, wo jetzt die uns zugeteilt war, unser Gerichtsbezirk, war Fittes dann. Mhm. Und da ist jetzt der Käsemacher drinnen. Ah, spannend. Der Käsemacher gekauft, weil der Schlachter ist auch zugrunde. Mit sämtlichen Bauern zugrunde gegangen dann, nicht? Weil das sind alle haben wir dort Anteile gekauft, um den Schlachthof aufzubauen. Nicht? Also wie eine Genossenschaft denke ich. Genau, ja. Und das ist dann alles in den Bocher gegangen, weil einfach keine Auslastung da war. Zu wenig Schlachtungen. Ja, zu wenig. Ja. Warum waren zu wenig Schlachtungen? Es kann keine Bauern mehr geben. Oder? Die Bauern sind alle ausgenommen langsam, es waren keine Tiere mehr da. Und wenn es jetzt hast, in jedem Bezirk, oder wenn es jetzt was gemünt, Weidhofen, oder Zettel über den Schlachthof, ist das Einzugsgebiet zu klein. Aber wir haben ja seit 50 Jahren, ich weiß nicht, ich übertreibe jetzt sicher, aber der Viehbestand ist ja nicht geringer worden. Die Bauern sind weniger geworden. Ja, aber die Viecher eigentlich mehr. Die Viecher eigentlich ja nicht. Warum war dann dort? Weil einfach zu viele Schlachthöfe da waren. Es waren zu viele. Nicht, weil sie überall einen hinbaut, haben einen Schlachthof gefördert, ne? Spannend. Und es gibt jetzt noch mal ein paar Schlachthöfe. Zwettl gibt es noch, dann. Na, Weidhofen hat auch keinen mehr, gell? Mm, ja, ich kann das. Ich glaube, Göpfritz gibt es noch. Mhm. Und das ist die oberste Wald. Wie ihr angefangen habt zu arbeiten und zu lernen, wie hat da der typische Fleischer ausgeschaut? Hat da jeder noch selber geschlachtet? Oder ja, wie ist das, glaub? Jeder. Am Land, ja. 70er, ja. 70er, jeder Fleischer selbst geschlachtet. Jeder einen Schlachtraum hinten gehabt? Ja. Wie kann ich mir sowas vorstellen? Wie hat damals ein Fleischer ausgeschaut? Ein typischer. Schlachthof oder der Mensch Fleischer? Nein, der Betrieb meine ich. Sowohl als Betrieb, auch. Oder Weißer Box, sowohl als auch wahrscheinlich. Stimmt, danke. Ja, mein Schlachthof, man kann sich einfach vorstellen, sag ich mal, einen großen Raum, ja.
10x10 oder so irgendwie, ja, mit sämtlichen Schlachtgeräten an den Wänden montiert und einen riesen Aufzug in der Mitte, wo du das Tier dann aufziehen kannst, ne, zum Bearbeiten. Und es war hinten und vorne ist die Pudel gewesen, oder? Vorne aber zu verkaufen, oder? Ist schon weiter weg. Inzwischen ist dann, also ganz hinter Schlachthof, also der Schlachtbetrieb, in der Mitte war eigentlich, sag mal, ein Wurstzimmer, wo die Wurstprodukte Verarbeitung hergestellt werden und danach ein Kühlhaus und dann das Geschäft. Also es waren eher in die Lenkzung, oder? Genau, Durchzung, ja. Aha, okay. Und wie war das damals in der Fleischerei, wo du angefangen hast, Eva? Da hat es keinen Betrieb gegeben hinten. Also wir haben hinten in einem kleinen Raum, haben sie Sulz und solche Dinge gemacht, was einfach waren, auch gewurstet. Aber das war wirklich ein kleiner Raum, und aber Schlachten selber nicht. Das wurde dann jede Woche am Montag von Max geholt. Ah ja. Ist der Chef einkaufen gefahren und hat das Fleisch geholt und dann wurde es dann noch verarbeitet. Nein, in St. Marx. In St. Marx. St. Marx. Ja. So in Marx. Ja. Entschuldige. Ja. St. Marx. Ja. Hat aber nicht mit Maxer Hof zu tun. Ja. Und ja, und das ist dann verarbeitet worden und alles Blunzen und solche Sachen sind dann auch wirklich dort selber zubereitet. Ja, es hat ja bis vor 10 Jahren oder 15 Jahren Kleinbetriebe in Wien gegeben. Viele Kleinbetriebe, die selbst Wurst gemacht haben. Naja, es gibt es halt alles nicht mehr. Wir haben die Statistik jetzt in unserem Buch drinnen. In Wien waren es, glaube ich, 1960 1400 Fleischereibetriebe, die es noch gegeben hat. Arbeitende Fleischereibetriebe, ohne Filialnetze, weil insgesamt waren Geschäfte 1800. Tja. Genau, und 2020 waren es 130 sowas. Aufscheinend. Mit den stillgelegten Gewerben, die es nicht gibt. In Wirklichkeit sind es 80. Ah, okay. Schau. Einblick in die Daten. Ja. Beim nächsten Buch werden wir genau diese Info. Wir werden auf dich zurückkommen. Werden das dann mit aufnehmen. Ne? Ja. Okay. Also enormer Rückgang. Ja. Was war denn damals in diesen in der Zeit, die du beschrieben hast, wie viele Tiere sind denn da verarbeitet worden pro Woche? Dass man sie so vom Volumen her, von der Größe, so ein. Also, wo ich gelernt habe, im Waldviertel, im Fichtenbauer, haben wir gehabt so 20, 25 Schweine und 5, 6, oft 7 Stück Rinder. 1 bis 2 Kälber pro Woche. Pro Woche. Und die sind voll verarbeitet worden, inklusive Wurst. Voll verarbeitet, ja. Was hat man damals nicht verarbeitet oder was hat man damals schon nicht weitergebracht? Weil inzwischen wird ja, soweit wir das mitgekriegt haben oder ich, viel exportiert, was wir im Inland nicht brauchen, oder ist das damals noch. Ja, das ist ja, da muss man dann, du bist ja ein Koch, man muss ja eigentlich die Koch auf die Küche auch losgehen dann. Ja, bitte. Nein, es ist ja so, früher hast du wirklich alles verarbeiten können. Ja. Du hast sogar. Es klingt jetzt so blöd, muss man sagen, vom Kalb den Magen verarbeiten können. Du hast, ich sage mal das so, wenn wir nicht so ins Detail gingen, du hast ein Messer gehabt, das ausgesehen wie ein Halbmond und vorne war eine Kugel drauf. Und mit dieser Kugel bist du durch den Darm gefallen, hast den Darm dabei aufgeschnitten und gewaschen und der hat gekocht worden und verarbeitet worden. Was hat man daraus gemacht? Blunzen, alles, da hat es alles gegeben. Also den Darm? Ja. Das ist das rundherum. Aus den Kälbermägen hast du gebraucht für die Käseerzeugung. Also Lab. Den Lab hast du alles gebraucht. Das Box hatte alles nicht mehr. Es hatte alles Sondermüll. Das war damals ein Produkt. Das war Produkte, das verkaufen können dazu. Das kannst du heute alles nicht mehr. Vom Fleisch, wenn du jetzt heute sagst, weil ich gesagt habe, ich gehe auf die Küche eh nicht gern los. Nein, geh, du bitte. Aber man muss schon sagen, die meisten Köche, kennen ja die Fleischteile vom ganzen Tier ja nicht mehr. Ja. Großspitz fängt schon mal. Großspitz oder Tafelspitz kennt ja jeder. Tafelspitz kennt ja. Schulterscherzl kennt ja jeder. Ja. Schale, schwarze Scherzl. Zapfen vielleicht nur. Beide, Trostbaden, Lungenbraten. Ja. Dann ist für den Koch vorbei. Aber das Tier hat ja 200 andere Teile noch. Dass kein Mädchen mehr in der Schule, so wie es früher gehabt, da haben sie Hauswirtschaftsschulen gehabt, wo die Mädchen, die Burschen haben Handarbeit gehabt und die Mädchen haben halt Küche gehabt. Die haben das alles kochen und zerteilen gelernt, die Mädchen. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und deswegen, wenn du heute ein Geschäft hast, kauft nur jeder das, was im Kochbuch steht. Tafelspitz, Schulterscherzel zum Kochen, fertig. Und den Rest kannst du schmeißen. Und diese Teile haben alle andere Eigenschaften gehabt damals? Kocheigenschaften braucht. Ja, ganz Eigenschaft, ja. Dass er wirklich eigentlich eine Rechtfertigung hat, dass so viele gäbe. Genau, ja. Schon. Weil wenn man kocht, dass ich
Ein Krustelspitz, das ist einer von der besten Fleischsachen zum Kochen. Mhm. Das ist so hoch und so, und das geht dann auf, wie Schwamm geht auf. Es ist ganz saftig und weich zum Essen. Will kein Mensch mehr haben. Hast du das oder habt ihr das? Wir haben das im Geschäft so vollziert. Wir haben das am Anfang im Geschäft gehabt. Gell? Mhm. Wir haben die ganzen Tiere bekommen und haben auch das so verkauft. Wenn man das hört und sagt, na, das kann ich nicht, das will ich nicht, sagt jeder. Okay. Und das ist das nicht. Dafür haben wir ja hunderte Tonnen in der Frigoskania liegen, die kein Mensch haben will, das Rindfleisch. Ne? Weil du gesagt hast, jetzt die Größe, war das damals so ungefähr ein typischer Fleischerbetrieb in der Größe, wie es denn du beschrieben hast? Ja, oder? Also wir, wo ich gelernt habe, wir waren, ja, ich sage mal so einer der Größten. Das war schon ein Grätzner. Ja, ja, wir waren schon, ich glaube, mit Filialen. Wir haben schon 18 Leute gehabt. Wir haben gehabt, Filiale war da. Alfang am Mallendorf. Genau. Zwei, drei Filialen dabei. Mhm. Und die, aber die waren nur bestimmte Tage offen, immer Donnerstag, Freitag, Samstag oder so irgendwas. Nicht immer. Mhm. Und dort haben wir die Filialen verkauft. Und dann war nur, ich glaube, unser Juniorchef ist eben jeden Freitag gefahren, mit wirklich einem VW-Bus angefüllt mit Wurst und Fleisch und in die Ortschaft rundherum also, gefahren. So ins Kai gefahren, ausgeführt. Nicht? Mhm. Das gibt es halt nicht. Das bei der Bäcker oft war oder ja. Ganze Bäcker machen es heute noch. Nicht? Der hat bestellt nichts, wo aber das und wir haben das hergekriegt und der ist gefahren damit. Nicht? Und da ist er sehr viel verkauft. Mhm. Wie war denn damals das Ansehen von dem Beruf Fleischer? Wie ist, ja. Nicht so gut, glaube ich. Das Image war nicht so gut. Damals. Ja? Also wenn ich zum Beispiel fortgegangen bin, ich habe mir niemand sagen traut, dass ich in der Fleischerei arbeite. Mhm. Ich habe mich irgendwie ein bisschen geniert sogar. Okay, warum? Und heute, warum? Naja, weil ich mich ein bisschen, wie soll ich sagen, so gefühlt habe, nicht so. Ja, danke. Ja, ja. Ich wollte immer was Besseres im Endeffekt sein. Mhm. Und ich bin eine Verkäuferin gewesen, sagen wir so. Ja. Mhm. Aber nicht in der Fleischerei, das habe ich verheimlicht. Aber du hast gesagt, du bist Verkäufer. Ja, Verkäuferin okay. Bin ich, aber ja. Das andere habe ich irgendwie im Raum stehen lassen. Und was verkaufe ich? Ja. Ein Brot. Was damit na, verkauft ist es waren vielleicht eine kurze Zeit, ja, wo ich mich irgendwie versucht habe, diesen Beruf zu, wie soll ich sagen, es war halt nicht für mich das Ideale. Ich wollte das damals nicht so machen, aber dann mit der Zeit habe ich mich aber richtig. Wie ist es dann eben genau dazu gekommen, vor allem, dass ihr dann auch gesagt habt, okay, wir machen jetzt gemeinsam genau. Eine Fleischerei auf. Genau, wie habt ihr euch. Wie ist das passiert? Warum? Weil wir ein gutes, wir haben gemerkt, dass wir ein gutes Team sind und dass uns Spaß macht. Also ich bin richtig reingewachsen in den Beruf, sagen wir so. Und ich wollte selber nicht selbstständig werden, weil ich gewusst habe, ich habe die Kinder, es ist mir zu viel. Ich gesagt, ich kann nicht immer da sein, das geht nicht. Das ist uns zu viel. Weil es war ja schon im Gespräch im 16. Bezirk, wo ich vorher gearbeitet habe. Der wollte mit uns schon Kompagnon machen, dass wir gemeinsam diese Fleischerei weiterführen. Mhm. Und da habe ich damals noch Nein gesagt, oder eigentlich du auch, Josef, du wolltest da nicht. Ja, mir war die Firma zu klein. Das war eben zu klein und so. Das war nichts für mich. Ja. Das ist zu klein und. Ja. Und ja, jetzt hat es gerade geleitet, gell? Ja, 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 bitte. Oh Gott, ja. Jetzt kommt wieder die Musik. Ja. Ja, und ja, wie war das dann eigentlich? Ah ja, Josef, du kommst eigentlich weiter. Ich war im ersten Bezirk und wir haben gehabt im ersten Bezirk drei Filialen. Also wir haben gehabt in St. Marx einen Stand, der war der Juniorchef. Mhm. Ich war im ersten Bezirk und mein Kollege war im 10. Bezirk. Ja. Und der im 10. Bezirk hat dann gesagt, der hört auf, er kauft sich einen Würstelstand. In Gersthof, wo jetzt der Gersthofer Würstelstand ist, war der Fuchs. Der hat das gekauft. Das war ein Freund von dir. Ja. Und dann war der Horst drauf, wie es der alle beide nicht mehr kennt haben. Doch, glaube sicher. Ich. Ja, na schau. Mit dem habe ich zusammengearbeitet in der Firma Robitzer. Ah. Und der ist dann dahergekommen und dann hat er aber gesagt, hast die Eva soll bei ihm arbeiten. Nicht? Hat es bei ihm zu arbeiten angefangen. Ich war immer nur im Ersten drinnen. Und habe aber auch bei ihm schon mitgearbeitet. Wir haben das Geschäft dann von null eigentlich aufgebaut auf. Und ja, und leider muss man sagen, hat er das Geschäft, glaube ich, gehabt 7 Jahre. Und hat einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt. Aue. Genau, er ist verstorben. Das war die Geschichte meiner Kindheit. Genau, da war ich 6 Jahre alt. Ja.
Und dann haben sie mich übernommen. Ich habe dann im Erstbezirk zum Arbeiten aufgehört und haben dann das übernommen. Dann haben dann 2 Jahre gearbeitet, dann haben wir umgebaut. Dann haben wir alles weggerissen und neu aufgebaut. Und das war von 1998 bis 2021 jetzt. Ich glaube, 1,5 Jahre, auf knappe 2 Jahre haben wir noch als Witwe im Betrieb weitergearbeitet. Was heißt das? Das hat der Frau Fuchs gehört noch und wir haben da drin schon gearbeitet. Ne? Weil sie alleine dann weiter können. Ich habe dann am ersten ja, so ein paar Tage immer gearbeitet, ein bisschen mit mitgearbeitet und den meiste Zeit dann schon heraus, dem 7, 18 dann. Nicht? Wie habt ihr euch da zusammengeredet, ihr zwei? Ja, wir haben eigentlich gar nicht viel zusammen gebracht, weil sie hat ja ein paar Jahre dort gearbeitet. Ja. Und wir sind einfach so, einfach übernommen. Wir haben gar nicht viel nachgedacht. Ich würde sagen, gesagt, ja, Josef, wir haben schon ein gutes Jahr haben wir noch mitgeholfen. Das okay. Fast mehr sogar. Fast mehr. Und das war aber für mich, weil ich war dann noch an, er hat nur in der anderen Firma gearbeitet. Ja. Und wir haben dann noch von der Wirtschaftskammer aus, haben wir noch eine Hilfe gekriegt. Mhm. Einen Koch. Ah, okay. Ja, ja, der hat uns unterstützt. Nur es war halt schwierig, das umzusetzen, weil viele Dinge nicht gedacht worden sind. Also ich war manchmal überfordert. Ja. Warum braucht man einen Koch in der? Naja, weil es keinen Fleischer haben wir keinen gekriegt. Ein Koch, der uns alles zerschneidet, auslöst und solche Sachen. Mhm. Nur dann habe ich selber gemerkt, irgendwie liegt es doch jetzt an mir. Mhm. Sind wir schneller und somit habe ich halt aber ein Koch kann versucht, nicht bauen. Das alles ja. Auslösen, ja, ja, ja. Das geht ja nicht. Und dann habe ich halt gesagt, so können wir nicht weiterarbeiten, weil wenn das Geschäft, das war, ist ja sehr gut gegangen. Und also ihr habt einen florierenden Betrieb eigentlich übernommen? Eigentlich übernommen, ja. Und somit haben wir halt dann gesagt, wir müssen eine Lösung finden, weil ich brauche einen gestandenen Mann, der abhocken kann, der das Fleisch zlingen kann, solche Sachen, weil das schaffe ich nicht allein. Und sag mal, er hat uns immer am Wochenende hat uns immer geholfen und immer, wenn er Zeit gehabt hat. Aber das war ein Wahnsinn, das war zu viel an des Guten. Ja. Und jetzt haben wir halt dann noch entschieden, dass wir halt das übernehmen werden. Weil für uns war es halt auch, wie soll ich sagen, eine Überwindung, immer da zu sein. Das haben wir dann gewusst. Mhm. Und dadurch, wir aber in den eh schon so drin waren, weil ich habe jedes Wochenende gearbeitet, immer. Somit hat sich für mich dann nicht mehr so viel geändert. Jetzt habe ich gesagt, dann jetzt haben wir das schon so, läuft das schon so sehr, also dann übernehmen wir das. Wie war das damals für dich zu wechseln vom 16. zum Fuchs, weil du warst ja lange in dem Betrieb davor? Ja, da war ich dazwischen, habe ich ein bisschen, also ich bin ja nur so aushilfsmäßig am Anfang hingegangen, wegen den Kindern, der den Kindergarten braucht und dann bin ich eigentlich zu Fuß immer vom 16. Bezirk Ötterleinplatz runtergegangen, weil in die Havelgassen sind die Kinder in den Kindergarten gegangen und dann zu Fuß. Und um 8 Uhr habe ich in der Firma sein müssen und um 12 Uhr bin ich wieder gerannt und habe die Kinder geholt. Und somit bin ich, ja, das war dort okay, weil die Fleischerei, das war mir zu weit weg beim Scheidel. Und der, ich weiß nicht, hat es den Betrieb dann noch gegeben? Der hat dann nachher nicht mehr so lange gearbeitet. Nein, weil da war dann nochmal eine Pause dazwischen. Und der Herr Fuchs hat gesagt, ich muss kommen, damals. Du hast schon einen anderen Job gehabt. Ich habe schon einen anderen Job gehabt. Ach, ich wäre irgendwo in eine Sekretärin einmal gegangen, aber in einer Kohlenhandlung. Und da war ich schon fixiert und dann hat er gesagt, ich muss kommen. Er braucht eine Hilfe. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, nein, schauen wir das einmal an. Und somit, ja, wie immer bin ich wieder in dieses Ganze hineingeschlittert, sagen wir so. Und ja, der Alltag war dann noch ein jeden Tag ins Geschäft gehen und arbeiten oder verkaufen. Ja, es war schon ausschlaggebend da, weil wir gesagt haben, wir arbeiten beide so viel. Mhm, ja, da genau. Können wir gleich für uns selber arbeiten. Das war eigentlich der Hauptgrund. Wenn beide so dranhängen, ist dann schon egal. Nicht? Ja. Weil wir waren halt immer da. Wenn wir gebraucht worden sind, wir waren immer da, sagen wir so. Wenn irgendwas war, hat er nur angerufen und wir sind schon da gewesen. Mhm. Und somit haben wir sich für diesen Weg dann entschieden, dass wir es doch übernehmen. Und auch für die Kunden, das war so ein Übergang. Ja, ich kann mich noch erinnern als Kind, wie das war. Meine Großeltern haben mir erklärt, was da jetzt passiert ist und dass der Herr Fuchs nicht mehr lebt. Ich habe den nämlich sehr geliebt als Kind, ich weiß nicht warum. Aber ja, ich mochte so ihn einfach sehr gerne. Ja, der war so ein ganz Daddy gemütlicher, Bär lieber, so ein richtiger Fleischer. Ja, also wenn man ein Klischeebild von einem Fleischer hat, dann war es der Fuchs. Ich darf jetzt übernehmen, nämlich vorher hast du gesagt, wie das Geschäft oder der Mensch.
Hat es einen typischen Fleischer gegeben das eigentlich? Das war der typische Fleischer. Ja, das war der Fahrer. Das war der typische Fleischer. Ich sage einmal so, wie sagt man, Balu der Bär. Ja, genau. So war der unser Vorgänger. Einen Rucksack vorne getragen. Ja. So richtig auch gesagt, Fleisch auch noch. Nicht? Rucksack vorne tragen. Ja. Das war das. Ja. Aber er war sehr gemütlich, sehr liebevoll. Also es war wirklich... Man hat ich habe mich das, ja, das auch oben sehr wohl gefühlt. Der Fleischhauer ist ein brutaler Mensch, nicht? Ja. Was ja eigentlich ja gar nicht stimmt. Stimmt nicht? Nein, glaube ich nicht. Also ich kenne keinen brutalen Fleischhauer, außer einen habe ich mal begegnet. Aber der war ja in Ständern. Den haben sie eingesperrt. Aber mit denen habe ich mal zusammengearbeitet. Wo war das? Beim Bundesheer, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob das mit brutalen, mit Schlachten zu tun hat. Ja, oder? Das war woher das. Vielleicht Wort, dieses, ne? Jahr. Dieses Wort. Brutale Schlachten. Dass das, weil ich, als, wenn ich zurückdenke, als Kind habe ich immer gesagt, ich will keinen Polizisten, keinen Fleischer und keinen Taxifahrer. Ja, gut, ist gegangen. Sind aber alles gekriegt. Und beim Fleischer bin ich picken geblieben. Und somit, ja, sind wir. Aber gibt es irgendwas, wie man, wir tun ja so gerne Dinge über den Kamm scheren oder sowas, oder vereinfachen. Gibt es irgendwie eine Eigenschaft, die ihr in eurer langen, langen Karriere gemerkt habt, das ist vielen, wenn nicht allen Fleischern gemein? Gibt es da irgend so eine Eigenschaft, die alle irgendwie verbindet oder die man oft wiederfindet? Ja, also ich glaube, jetzt verbinden sich die Fleischer, wenn man das so sieht, mehr wie früher. Weil früher hat jeder sich geschaut und ja, der andere darf nicht mehr haben wie du. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt, die paar, was noch über sind, die denken jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen anders und arbeiten eher mehr zusammen. Mhm. Also wir haben das begonnen, vor 15 Jahren schon mit anderen, oder eigentlich schon länger, ja, du hast das mit ja anderen zusammenzuarbeiten. Wir haben den, was wir am besten kennen, und dann haben wir wieder was ausgelagert, was er am besten macht. Und dann habt ihr zusammen getauscht, die Produkte. Ja, mit Metzger haben wir 15 Jahre schon zusammengearbeitet. Also immer schon. Fleischerei, ja, Metzger. Ja, genau. Metzger haben wir immer schon zusammengearbeitet. In 20, wenn es in den Rang geht, den kennen wir seit den 83er Jahren, glaube ich. Ja. Fleischerei Bauer arbeitet mit der Fleischerei Metzger zusammen. Das kannst du nicht erfinden. Ja, also es gibt schon jetzt, Gott sei Dank, wieder die Jungen, die so denken, dass man zusammenarbeitet. Ja. Aber früher war es eher schon härter, brutaler und vielleicht auch der Neid. Dass der andere irgendwie gar alles verheimlicht. Oder was irgendwas war das geneidet? Oder auf was war man da neidig? Naja, aufs Geschäft, dass der Berggeschäft wie du selber. Ne? Ja. Gut, aber das ist nicht, wahrscheinlich dann nicht der Fleischereigenschaft gewesen, sondern ich glaube, für die Bäcker haben wir das haben wir das haben wir auf Bandel. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich generell. Das ist generell so. Ich glaube, das war damals. Jetzt aber ob das jetzt bei den Bauern waren damals. Also in meiner Jugendzeit, da habe ich auch oft Geschichten gehört, dass der eine den anderen das neidig ist. Also das, ja. Nein, das ich bin ja auch den anderen Podcaster, die Reichweite neidig, also ich verstehe das total. aber jetzt sieht man schon, dass die Zusammenarbeit oder wie du sagst, dass man wirklich bestimmte Ware, was er besser kann oder so, dass wir da uns auch abwechseln, das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Also das wir haben das schon so gemacht. Also wir haben unsere eigenen Wurstsorten selbst produziert. Aber wir haben alles gewürzt, wir haben so eine Charge hergerichtet, gewürzt, alles fertig gemacht und zu ihm gebracht und er hat es vollendet. Er hat es dann eingefüllt, geräuchert und gekocht. Ah, weil das was wir nicht kennen. Wir haben den Betrieb nicht dazu gehabt. Ja. Wir waren eigentlich nur ein Zerlegebetrieb. Ist das eigentlich notwendigerweise so geworden, weil der Kostendruck gestiegen ist, dass man sagt, ich kann jetzt nicht jetzt Gerät extra kaufen, weil das wird mir jetzt teuer? Oder ist das mehr so aus dem Idealismus rausgekommen? Oder eher notgedrungen die Kooperation? Platzmangel. Ich glaube, wenn wir den Platz gehabt hätten, hätten wir selber gemacht. Hätten wir alles hinten stehen gehabt. Josef im hinteren Raum. Ja, schon? Ja, sicher. Josef war schon dran, eine Räucheranlage zu kaufen. Ja. Du kriegst auf dem Platz keine gehen, wenn man es irgendwo ausraucht, glaube ich. Josef, wird ihr euch entschieden habt, zu übernehmen, war da der Fuchs groß genug oder hast du auch? Na, groß genug weiß man nicht, muss ich sagen. Ne? Ja. Aber ich war mit dem zufrieden, muss ich sagen. Ja, muss ich sagen, ja. Wir haben dann schon ein bisschen vergrößert, gell? Ja, also wir haben schon vergrößert. Mhm. Also wir haben das Geschäft gehabt und haben dann vier weitere Geschäfte dazu gekauft. Das waren ja diese Reihe, diese Zeile, die waren ja fünf Marktstände. Ich weiß nicht, ob es das Kleine noch kennt. Das haben wir ja dann alles weggeräumt und dazu gekauft. Das war eh wieder das Kleine.
Okay. Das war schnuddelig und klein. Und da habe ich eine Situation, wie wir umgebaut haben, ist eine Dame voller Energie hineingestartet und hat gesagt, seit wann ist hier ein Geschäft? Wir sind vorher gar nicht aufgefallen, weil das war alles mit plakatiert. Der Herr Fuchs hat immer alle Plakate. Also diese Front, ja, wo jetzt der Eingang ist, war immer zu plakatiert. Also und somit der Wert der Auslage noch nicht erkannt. Ja, genau. Ja. Und somit sind wir ein bisschen unscheinbarer gewesen. Geheimtipp. Und wie das offen war, dann war sie ganz erstaunt, dass da hier ein Geschäft ist. Okay. Ach so. Low-Hanging Fruit, glaube ich, ist schon sowas. Ja. Mit wenig Aufwand für erreichen. Aber sagst, jetzt habt ihr gesagt, ihr wart ein Zerlegebetrieb. Ja. Was heißt denn das? Ja, keine Herstellung, also keine Wurst. Erzeugung. Mhm. Weil du brauchst einen Betrieb zum Erzeugen. Ja. So wie es jetzt ist, ja überhaupt kompliziert, muss ja klimatisiert und sein alles. Das hat es ja früher nicht gegeben, aber wir haben einfach zu wenig Platz gehabt, um einen Erzeugerbetrieb daraus zu machen. Erzeuger heißt? Wurst machen. Ja, also Verarbeitung. Und Zerlegebetrieb heißt, dass die Ware kommt, das Fleisch im Ganzen, und dann wird es zerteilt und in Stücke geschnitten und das ausgelöst. Das ist Zerlegung. Dann kommt die Verarbeitung. Dann kommt die Verarbeitung. Und Schlachtung wäre dann davor noch gewesen. Aber das war Teil. Entschuldige, Verarbeitung war halt nicht möglich, weil wir die Maschine nicht dazu gehabt haben. So hat halt diese Charge vorbereitet, gewürzt und alles. Und wenn die Teile zerteilt worden sind und was man weggeschnitten hat und so, das ist ja dann noch an sozusagen verarbeitet worden wieder. Und das ist dann noch an zum Metzger zum Beispiel gekommen. Zum Metzger. Ja. Jetzt sind wir quasi in den Basics einmal drinnen, oder? Ja. Wenn wir mal die Basics machen. Bitte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. Es gibt Fleischer, es gibt Metzger, es gibt Fleischhauer. Ja. Kennt ihr uns einmal das kleine Einmaleins dieser Begriffe erklären? Gibt es da Unterschiede oder ist das nur regional? Fleischhauer ist sogar mal von, also vielleicht eher wenig, sogar Niederösterreich, Burgenland, Wien, eventuell nur Steiermark. Ja. Ost, Südost. Ja. Östlich oder westlich ist dann schon der Metzger. Ja. Also alles, was Tirol rausgeht oder Salzburg ist schon Metzger alles, nicht? Ja. Und Fleischer, das ist einfach. Und Fleischer wird nicht für anders zeigen. Das ist nur so. Und dasselbe, es ist der gleiche, gleiche Inhalt, unterschiedliche Begriffe. Genau. Das ist, warum wir immer schreiten, weil er sagt Metzger, weil er aus Salzburg, ihr sagt Fleischer. Ja. Ich freue mich meiner drüber. Salzburg, Oberösterreich auch schon. Ja. Ist auch schon Metzger. Ja. Aber ich sage mal so, die Grenze dadurch, aber in der Mitte. Ja, also da habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe nur mein Problem mit Viertel 2 und diese Geschichten aus Westösterreich. Viertel über 2 kann ich gar nicht sagen. Ja, das ist ja der einzig wahre Sinn, Ort und Weise, wie man sagt. Aber man könnte jetzt sagen, die Westlichen sollen endlich mal die Uhr lernen. Ne? Ja, das Fasseln machen wir jetzt nicht auf. Aber weißt du, welches Fasseln wir aufmachen bitte, könnten? Bitte, Bianca. Ja. Was denkt ihr oder was würdet ihr sagen, was macht denn einen guten Fleischer oder Metzger aus? Sie ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Aber einen guten Metzger oder einen guten Fleischer macht aus, einmal die hundertprozentige Identifizierung mit dem, was er macht. Ja. Du musst mit dem Fleisch, klingt blöd, mitleben. Du kennst ja bei dem Fleisch, wenn du so viel Arbeit oder zerlegst, du kennst ja jede Phase. Wenn du ein Stückchen zusammenschneidest, weißt du genau, von wo das ist. Egal, wann da 10 andere daneben liegen, weiß genau. Wo es alles gleich ausschaut. Ja, also für Leute wie genau. Mich. Ja. Und wirklich, wenn du so identifizierst damit und das mit Liebe magst. Und ich habe mir immer den Vorsatz so gehabt, wir machen es für alle Kunden genauso, wie wir es für uns selber machen würden. Und das ist dann gut. Und dann kannst du damit investieren. Dann bist du echt ein guter Fleischer, sage ich mal. Und das weißt. Und rund um Wissen natürlich hast du ein Fachwissen aneignen. Ja. Viel besuchen, wir sind ja alle Messen gefahren, was oft gehen wir bis Salzburg über, ne? Dass wir alles gesehen haben, was es gibt. Nicht? Ja. Wie hat denn eigentlich ein typischer Arbeitstag ausgeschaut jetzt beim Fuchs oder in dem Fall jetzt beim Bauer? Ja. No, kann man sagen, ich würde sagen, von bei meiner Seite her, also von 6 Uhr in der Früh bis 7 Uhr am Abend. In der Filiale? Im Geschäft. Unser Geschäft. Ja. Früher habe ich schon ein bisschen Mittagspause gehabt, da bin ich oft zu Hause gegangen mit den Kindern. Mhm. Aber sonst hat sich das so eingependelt, dass man nachher immer anwesend war. 6 bis 7 hast du das gesagt. Ja. Mhm. Aufstehen hast du es jeden Tag um? Naja, so 5:45. Viertel über 5. Ich reiß zusammen. Ja.
5.15 Uhr für alle meine Freunde aus Westösterreich. Ich habe Gott sei Dank nicht weit in, da, in die Firma Zeit gehabt, ich ein paar Frühstück Minuten. Gegessen gehabt. Beim Beam am 4 habe ich aufgestanden. Immer. Hat es immer wieder oder ist es irgendwann einmal gegangen? 6 Tage in der Woche und am Sonntag habe ich dann Nachmittag gearbeitet. Mhm. Aber immer, also immer gearbeitet. Ja. Immer von der Früh bis auf die Nacht. Sonntag haben wir immer die Firma sozusagen wieder zusammengestellt. Für Montag hergerichtet wieder alles. Haben wir Montag die Kühlung, die ganzen Maschinen, die wir geputzt haben, alles wieder zusammengebaut, dass man Montag wieder die Ware rein hat, dass schon alles kalt ist und so. Also das Sonntag war, waren wir jede Woche. Also ihr wart immer jeden da. Tag? Ja, jeden Tag im Geschäft. Ja. Auch Sonntag, ja. Das war Power pur. Power pur. Power to the people. Ne? Ja. Quasi habt ihr dann. Genau. Ja. Okay, den habe ich fast bringen müssen jetzt. Aber, und, ja, und das Einzige, was wir gehabt haben, im Sommer haben wir einfach 5 Wochen zugesperrt. Habt ihr zugesperrt? Mhm. Okay, also ihr habt da aber wirklich eine schöne, Ruhe. Da haben wir uns wirklich wieder Energie geholt. Ja. Aber sagt, wie ist sich das ausgegangen? Weil ich stelle mir jetzt euer Geschäft noch vor, als wäre es da. Man ist dann, ich kann mich halt erinnern, wie es dann schon umgebaut war eher. Ja, ja. Und wo man vorne reingegangen ist, am Westhofer Platzl. Und links und rechts waren Regale mit lauter guten Dingen, die man noch so brauchen konnte zusätzlich. Ja. Und dann war die große, lange Fleischtheke und ganz links hat es die warmen Sachen gegeben. Ja, sehr gut. Meine Schinkenstangeln, die es Gott sei Dank immer noch gibt. Und dann ist es so weitergegangen mit Wurstwaren und Fleisch, glaube ich. Also links und rechts war dann das Frischfleisch. Perfekt, ja. Aber und es hat jeden Tag Mittagsmenüs gegeben. Ja. Wie bringt man das alles zusammen, das zu produzieren, das herzurichten, das zu verkaufen? Der Tag hat nur 24 Stunden. Wie geht sich das aus? Ja, das war. Das ist gut, der 24 Stunden, weil wir in der Nacht gekocht. Ja. Also, wir haben so einen. Wir haben einen Kombidämpfer gehabt. Da haben wir die Programme schon in der Nacht gekocht. Wenn wir in der Früh abgekommen sind, um 4 Uhr, war das schon fertig. Wir haben es dann nochmal vollendet. Ne? Das war vorgekocht alles und dann nochmal fertig. Gedämpft eigentlich, ganz gedämpft, sanft. Ja. Also die Gulasch und solche Sachen. Alles, was wir vorbereiten haben können, Ragus und alles die Dinge. Nacht. Das war immer sehr praktisch. Da haben wir nochmal Serviettennädel irgendwas dazu machen brauchen. Mhm. Und somit war das Menü fertig. Und anders habe ich halt dann meistens, wenn ich runtergegangen bin, habe ich schon angefangen. In der Früh, dass wir wenigstens bis um 9:30 die Menüs fertig haben. Und es war halt immer so, was sich gerade ergeben hat. Zum Beispiel sind Grühhändler am Vortag überblieben, habe ich gleich eine riesige Bise nächsten Tag gemacht. Die sind schon ausgelöst worden und schon wieder verarbeitet. Und das ist auch immer sehr gut gegangen. Also es ist immer irgendwie schon versucht, dass man immer alles wieder verarbeiten kann. Und ja, die Menüs sind sehr gut angekommen. War schon eine tolle Sache, ja. Die haben auch erst geboren, die Menüs. Die sind nicht von heute auf morgen, also wirklich da. Das, wie viel hast du verkauft? No, es ist verschieden gewesen. Ich würde sagen 50 bis 80 Portionen. Am Tag? Am Tag, ja. Also es war halt immer Menü, was halt gerade Rindsaladen und solche Dinge. Ja. Da habe ich Hunderte gemacht. Die waren 100 Anzeigen, 100 Portionen Anzeigen. Die sind um 11 schon ausgewiesen. Um 11? Ja, das war immer Highlight. Aber und Mittagsmenü um 11 aus. Ja, genau. Also die habe ich am Vortag, wenn ich mal frei gehabt habe. Am Donnerstag Nachmittag war, wenn es gegangen ist, mein freier Nachmittag. Und da habe ich halt noch vorher versucht, die Rindsaladen vorzubereiten. Mhm. Und am nächsten Tag um 6 in der Früh habe ich es schon abgeraten. Okay. Und um 9:30 waren es fertig. Wie viele Leute haben denn da gearbeitet bei euch im Geschäft? Was ist ihr zwei und? 4 Damen waren voll, gell? Ja. 4 also, und 3 Herren, na 5 Damen, 8, 9 mit der Putzer. Ja? Ja. 9 Personen waren uns. Aber wir waren eigentlich eh immer da. Ja, aber ziemlich da. Wir waren immer da. Das waren Vollzeitmitarbeiter, Teilzeit? Also schon 40 Stunden. Ja, 40 Stunden. Aber nur in dem Geschäft jetzt? Nur in dem Geschäft, ja. Also doch einiges an Arbeitskraft. An Arbeitskraft, ja. Haben wir schon gebraucht. Es war im Hintergrund auch durch das Zerlegen und Vorbereiten. Mhm. Wir haben auch Kaspresnädeln, Erdäpfelknädeln, Gefüde, wir sind ja Waldviertler. Ja. Erdäpfelknädel war unser Highlight da. Also das war halt sehr aufwendig. Also die haben wir auch immer alles selber gemacht im Hintergrund. Okay. Da waren oft gleich 2-3 Leute, die nur gewurzelt haben und gewerkt. Und das ist halt alles immer so nebenbei, wenn das Geschäft ein bisschen ruhiger war, haben wir halt im Hintergrund die Sachen vorbereitet.
Wie wichtig waren diese, was sind so die Kernprodukte, was ich in einer Fleischerei kriege? Also Fleisch, ich würde jetzt denken, Fleisch und Wurst, oder? Ja, ja. Habe ich da jetzt irgendwas, gibt es da noch irgendwas, was ich jetzt nicht aufgezählt habe? Fleisch, Wurst, ja, und ich glaube Imbiss. Ja. Imbiss ist jetzt sogar aktueller wie Wurst. Das ist schon wollte ich fast ein bisschen raus mit der Frage. Ja, ja, ja. Imbiss ist schon aktueller. Wurst geht, glaube ich, generell zurück. Das ist... Seit wann? Sicher schon ein paar Jahre. Also bei uns war das die letzten Jahre, ist die Wurst zugegangen, dafür viel mehr nur Schinken. Eine Frage, die da draufsteht, ist Wurst Schinken? Oder ist Schinken Wurst? Ist Schinken Wurst? Nein. Ja. Ja, gerade sagen, ist die Wurst Wurst, ja. Ja, ist die Wurst, das kein Vergleich. Also, guter Schinken erkennst du an den Fleischfasern. Alles, was so zermalmt und zermürbt ist mit Bindemittel. Weil das glatt ist, oder? Ja, weil das glatt ist. Und in Formen gepresst, das ist kein Originalschinken. Fangt beim Pressschinken an. Ja. Wenn man da keine Faser mehr sieht, dann. Kein Fleisch mehr, den siehst, dann weißt du das. Ist es schon verarbeitet worden. Also ist Schinken eigentlich immer ein ganzes Teil? Schinken ist normal ein ganzes Teil. Also ist normal ein ganzer Teil. Ein ganzes Fleischteil, nicht verarbeitet, sondern nur bearbeitet. Genau. Geformt. Sagen wir so, nur geformt. Okay. Und Wurst ist ja hingegen eine gemischte Masse. Wurst ist immer gemischte Masse. Ja. Immer. Ist das der Unterschied zwischen Schinken und Wurst? Oder? Nein, es gibt auch eine Schinkenwurst. Es gibt eine Krakau und es gibt eine Schinkenwurst. Eine Schinkenwurst. Hybrid. Nein. Der Unterschied ist, bei der Wurst ist immer Speck dabei, würde ich sagen. Ja. Gell? Da gehört der Speck rein, sonst der. Speck heißt jetzt in dem Fall aber Fett, oder? Fett. Oder? Ja, genau. Aha, okay. Ja. Weil sonst Bindemittel, oder? Ja, Bindemittel und ja. Da ist ja mit. Bindemittel hast du aber. In jedem, sogar im Leberkäse drin, weil es gar nicht anders da geht. Ne? Mhm. Aber das heißt, wenn wir jetzt beim Imbiss wieder abwogen sind ein bisschen, die Snacks oder die Zusatzverkäufe, weil ihr ja gesagt habt, Kartoffelknädel oder so weiter. Ja. Gangert heute eine klassische Fleischerei oder war es ja ausgegangen ohne diese Zusatzverkäufe oder waren das eigentlich dann schon fast die Haupt Umsatzbringer? Also wir waren in der glücklichen Lage, wir haben sehr viel Fleisch verkauft. Aber wenn ich jetzt schaue, ein Kollegen, die, sag ich mal, teilweise den alten Stil noch drin haben, nur Fleisch, und das haben wir nie gehabt und das brauchen wir, das machen wir nicht, die sterben alle aus. Wenn du keine ordentlichen Zusatzartikel hast oder führst, und bleibt irgendwann auf der Strecke. Wie hat sich das denn bei euch entwickelt? Wie habt ihr gestartet? Mit welcher Produktpalette circa damals? Und wie hat sich das entwickelt? Wir haben mit Imbiss angefangen. Imbiss, Käse haben wir auch schon gehabt. Weil Anfang das war, an, oder? Ja, von Anfang an. Aber ja, sehr wenig, hört Bescheid. Käse. Also Käse haben wir gehabt. Der ist auch sehr gut gegangen. Da haben wir auch, wie soll ich sagen, das hat sich schon so eingebürgert. Der Kunde hat das schon gewusst. Jetzt der Käse. Dann die Wurst und Schinken, Beinschinken, Handbeinschinken und sowas. Dadurch wir ja, das hat sich dann noch, wir sind da so, haben das gleich mitnehmen können damals. Mhm. Und dann haben wir erst angefangen mit den Menüs. Ja. Das ist erst ein bisschen später gekommen. Ja. Da bin ich mal unterwegs gewesen und da ist Tagesteller geschrieben. Sag ich, bin ich heimgekommen, so, Josef, hörst du, Tagesteller klingt gut. Weil wir haben schon ausgekocht. Das heißt, wir haben Krautfleisch, Bräuschel und solche Sachen gemacht. Aber nur so geschrieben, dass wir es haben. Aber nicht Tagesteller. Und somit sind wir nachher, haben wir was fixiert. Und das ist besonders, es hat sich dann wirklich sehr bewährt. Du hast gleich das Wachstum wieder gesehen, Josef, mit dem Tagesteller. Oder wie war deine erste Reaktion? Ich hab hinter jeder Arbeit Wachstum gesehen. Also, wie wir das heute Geschäft gehabt haben, da war ja nur vorne so wie drin mit 1,5 Meter und auf der Seite. Dazwischen war also ein leerer Platz, da habe ich Glasdorf hineingemacht, habe dort den Käse eingestellt. Ne? Ja, ja. Dass jeder Zentimeter muss genutzt werden, habe ich gesagt. Ne? Jeder Quadratzentimeter bringt Umsatz. Ne? Und wie wir das neue Geschäft gehabt haben, wenn wir dann umgebaut haben, war die Vitrine zweimal so groß. Und da haben wir nicht gewusst, wie wir die anfühlen. Da waren wir überfordert. Jetzt machen wir da alles rein. Dann haben wir den Böhl, den Irene von der Irene Böhl. Der Schwager ist der Christian, kann man gar. Ja. Der Schwager ist dann der Kummer von Loschmack. Und dann haben wir auf einmal importiert Käse aus Frankreich, Schweiz, Italien. Überall haben wir Käse hergeholt. Da waren wir gefordert. 60 Sorten Käse haben wir gehabt im Geschäft. Ja. Ja, 60 Sorten Käse. Bis zum Schnabel. Okay, passt, haben wir gesagt. Ja, dann haben wir mal so große Ecken gemacht. Da haben wir die Wurst gefüllt, hinter mal Fleisch gefüllt. Und dann haben wir mit sämtlichen Sachen Zusatzartikeln, sagen wir mal so Handelsware angefangen. Nicht?
Aha. Was hinten an der Wand geschaut ist, Wein und alles, was dazugehört. Ja, 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 genau. Und so haben wir das Geschäft dann auch. Und jetzt zum Schluss war wieder alles klar. Weiß wir. Dann haben wir schon gestritten um die Fleischdecke und ich mit meiner Wurst, weil ich meine Würstchen nicht mehr unterbracht, weil er immer weiter rübergerutscht ist. Und jetzt hast du gesagt, deine Wurst war es irgendwie aufteilt? Ja. Schau, wie wie denn? Gut aufgepasst. Sehr schön. Naja, ich hab mich mehr um die Wurst gekümmert, das Schneiden. Und er hat immer das Fleisch gemacht. Und dann natürlich sind wir noch gewachsen. Vorher war der vordere Bereich meiner und der hintere seiner, also der die Fleischabteilung. Und dann, wie wir gewachsen sind, war für ihn schon die Fleisch alleine zu viel und für mich die Wurst. Und so bin ich dann noch ein bisschen rübergewandert. Dann haben wir Mitarbeiter aufgenommen. Die Mitarbeiter haben mehr mit der Wurst dann zu tun gehabt. Mhm. Dann bin ich mehr zum Fleisch auch gegangen. Obwohl mir das ja auch Spaß gemacht hat. Mhm. Und ja, und so hat sich das ergeben. Und wurdest du dann aus dem Fleisch verdrängt ein bisschen? Oder? Nein, ich habe das anders gemacht. Ja. Ich habe so ziemlich unauffällig das Ganze geregelt. Ja. Ich habe immer ein paar Sorten Wurst ausgelassen, dass mehr Platz waren ist für mein Fleisch. Nein, so ist es wieder auch nicht, weil ich gesagt habe, Herr, können wir ein bisschen was reduzieren oder gemeint, was willst du denn da wegnehmen? Aber wir haben dann schon ein paar Sachen weggelassen. Ja, haben wir schon immer. Welche kann auffallen. Was ist denn verschwunden? Welche Wurstsorten gibt es denn? Also diese Kaiserkrakauer, sozusagen die Schinkenkrakauer, haben wir weggegeben. Die Wiener Wurst haben wir weggelassen. Die Wiener Wurst, da haben wir unsere eigene dann noch an die Schönbrunner sozusagen gemacht mit den Pfefferkörnern, die ist sehr gut angekommen. Die hat wie ein Bergsteiger, aber so große. Und ja, und so haben wir halt. Paris haben wir auch Haus gemacht, haben wir auch nicht mehr zwei gehabt. Ja, genau. Da haben wir Haus gemacht. Jetzt werde ich gerade mit der Und wie du sagst, die Schinkenstangen, das finde ich süß. Die haben da so geschmeckt. Ja. Gerade bei dem, was Wurst und warm ist. Ja, okay. Bei jedem Produkt sentimental, weil das ist schwierig. Aber die Schinkenstangen hat meine Großmutter, die an mir so geliebt. Ah, jo, genau. Und sie hat ja eigentlich, wie sie noch fit war, sehr viel und sehr gut gekocht. Mhm. Und wenn aber keine Zeit war, dann gab es Schinkenstangerln und sie hat halt irgendeinen Salat dazu gemacht. Sehr gut, ja. Und die begleiten mich. Ja, schön. Ich habe jetzt wirklich auch Kunden gehabt, denen habe ich das Rezept jetzt gegeben. Die sind an uns angetreten. Es gibt das Rezept noch. Es gibt das Rezept noch. Bianca, glaube ich, ist aber nirgends aufgeschrieben. Bianca, das Hemd. Das darf jetzt dann nicht am Podcast. Nein, dann ist es auch nicht mehr besonders. Ja. Wie viele Sorten Wurst habt ihr dann gehabt im Wir werden wir gehabt haben, vielleicht 20 Sorten. Ja, 20. Ja. Woran erkennt man denn eine? Also an dich die Frage, weil du ja quasi mit die Wurstexpertin bist und was. Ja, ja. Woran erkennt man denn eine gute Wurst? Eine gute Wurst? Ja. Kann man da so, wenn ich drauf schaue, an irgendwas erkennen, was eine gute Wurst ist? Oder auf was muss ich denn da schauen? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das ist ganz schwer. Ja, eine gute Wurst erkennst du einfach. Wo sehr viel Fleischanteil drinnen ist. Wenn du viel oder beim Wurstbild den Anschnitt siehst und du siehst kein Fleisch drin oder irgendwas, sondern nur eine glatte Masse, dann ist sehr viel Bret drinnen. Das heißt Rinderbret. Bret ist eigentlich so wie extra Wurst. Ja. Das Bret, das ist ganz ist fein. Wie püriert, ganz fein. Und wenn du schaust, der Wiener hat zum Beispiel lauter Punkterl oder eine Krakau, wenn du anschaust, wo viel oder voll mit Fleischbreckel ist, dann ist der Fleischanteil sehr hoch. Ne? Okay. Ah, ist auch da ein Brett drinnen, aber das, Brett ist dann halt das, was es zusammenhält. Ja, oder? Genau. Krakau hast du da mal mit 3-4%. Aber wie erkenne ich dann eine gute Extrawurst, weil die ist immer. Das ist dann eine Geschmackssache. Geschmackssache, das ist ja alle gleich aus. Es gibt einen Kodex. Das muss ja jeder nach Kodex machen. Was heißt das? Die Frage ist nur, du hast vorgeschrieben, was du reingeben darfst. Mhm. Aha. Das gibt ja einen Lebensmittelkodex und da wird dann vorgeschrieben, was in der Wurst drin sein darf. Du hast schon Abänderungen dabei, aber das Wichtige ist ja dann der Geschmack, was du reinbringst. Ne? Ja. Aber es darf nichts anderes drinnen sein, wie in diesem Kodex gesetzt. Genau. Ja. Du musst aus Richtlinien drinnen und in dieser Richtlinie musst du dich aufhalten. Ja. Okay. Was du erzeugst. Und dann, das wird ja streng kontrolliert, das heißt, kann man ja davon ausgehen, dass es wirklich passt. Das wird nach dem Kodex kontrolliert, ja. Okay. Das heißt, für jeden, der jetzt sagt, okay, ich weiß nicht, was in der Wurst drinnen ist,
auch importierte Wurst oder gilt das jetzt nur für Österreich, in Österreich produzierte Wurst? Österreich. Österreich, ja. Österreichisch produziert. Das heißt, ja. Importierte Wurst gilt der österreichische Kodex, ist das der österreichische Kodex, oder? Der österreichische Kodex, gilt der ja. Nicht, oder was? Gilt der nicht. Wie bei allen Produkten. Ah, ja, gut. Die haben zwar einen eigenen Kodex, auch, ja. 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 Ja, aber da musst du dann dort schauen, in dem jeweiligen Land, aber wo der gilt, ne? Genau, so ist es. Aha, okay. Ich glaube, das habe ich, ich habe es nicht gewusst und ich glaube, das haben jetzt auch viel Leute. Ja. Aha. Ja, aha. Und gleiche Frage wie beim Wurst, bei der Wurst, ist, wie erkennt man gutes Fleisch und was macht, und da glaube ich, kommen wir jetzt ein bisschen auch ins Kernthema einer Fleischerei auch hinein, was macht gutes Fleisch aus und woran erkenne ich ein gutes Fleisch beim Einkauf? Wenn es beim Schwein beginnt, ist einfach die Fetteinlagerung, die Fettmarmorierung sehr wichtig. Hm. Wie sieht man das? Oder gerade beim Schweinefleisch? Ja, zum Beispiel, also ein Bauchfleisch, was flach ist und ganz mager, ist nicht die Qualität. Mhm. Der Bauchfleisch muss einfach eine gewisse Höhe haben und sehr viel Fetteinlagerung. Und das ist trotzdem gut aus und macht einen guten Geschmack. Auch beim Karree, wenn das Karree ist, wo so ein Speck drauf ist, nur so ein Zentimeter Randall. Ja. Darunter hast du eine Wasserschicht, weil es schnell gefüttert und aufgepäppelt worden ist. Ja. Dann packst du das Karree nicht mehr kaufen und das hinlegst, rinnt das Wasser aus. Das Wasser, das heißt, wenn du siehst, wie das Fleisch, das Tier gelebt hat. Genau. Es gibt ja auch die Klassifizierung des Fleisches. Nicht? Mhm. Das Fleisch wird ja klassifiziert nach Fettgehalt und was immer so ist. Wer macht das? Das machen die Schlachthöfe. In den Schlachthöfen? In den Schlachthöfen wird das klassifiziert, nach dem richtet sich auch der Preis. Wo erkenne ich das am Produkt oder am Etikett, diese Fleischklassifizierung? Ja, das siehst du in der Vitrine, siehst du das nicht. Das ist nur der Stempel. Das ist der, dort, wo du einkaufst, wenn ich dort hingehe, einkaufe, dann weiß ich, was ich kaufe. Mhm. Ne? Ja. Ob ich jetzt ein 1er, 2er oder 3er Schwendel kaufe, das ist. Mhm. Oder Doppel-E, einfach fette Sonne. Mhm. Wir haben immer nur das Fette vorbezogen, wir haben einen Lieferanten draußen aus Kloster Leipzig gehabt und der Bio-Schwendel, das war gelernter Jurist, gell? Aha. Und der ist ausgestiegen aus dem Beruf und hat ein Bio am Bauernhof übernommen. Mhm. Und der hat Bio-Schwendel gefüttert für uns. Okay. Und die haben wir auch sehr gern gehabt. Mhm. Und dann haben wir vom Schuster aus, wo ist der daheim gewesen jetzt wieder? Oben bei Mistelbach. Jetzt fällt es mir nicht Schloss, nein. Stift hatte ich. Stift. Mhm. Und vielleicht der Schuster und der wird immer Schwendel braucht. Also wirklich. Aber sag, ist es nicht grundsätzlich so? Also wir haben gelernt, dass die Schweine heutzutage, je fetter sie sind, desto weniger kriegt man eigentlich dafür vom Preis her. Ja, aber die Qualität ist viel besser. Die Qualität ist viel besser. Ja. Mhm. Reifer. Das ist schon richtig. Ja, ja. Das ist ja der Nachteil daran, weil du sehr viel Fett wegschneiden musst. Mhm. Und weniger Fleischanteil überbleibt. Ne? Yeah, yeah. Aber nachdem wir das verarbeitet haben alles und eher ein Speckrandel drauflassen am Fleisch, war es für uns gut. Weil den Speck haben wir wieder braucht für die Wurst. Dann, ne? Ah, spannend. Aber einer, der was zerlegt oder ein reiner Zerlegebetrieb ist, der schaut, dass er viel Fleischmasse rausbringt, der braucht keinen Speck. Ja. Ah, das heißt, durch die Spezialisierung der Betriebe, dass die halt weniger Vielfalt quasi jetzt im Betrieb selber haben, genau. Können die diese Fleischarten gar nicht mehr so gut verwerten. Ja, müsste dann wieder in die Kooperation gehen, wahrscheinlich unter den Betrieben. So ist wann, es. Wann es so wird. Und ich kriege aus Fleisch natürlich aus einem Kilo Tier weniger verkaufbares Fleisch für meinen Betrieb heraus, oder? Richtig, ja. Ah, okay. Apropos, ihr habt es angefangen zu erzählen von euren Lehr- oder Anfangsbetrieben. von euren leeren Anfangsbetrieben und dass ihr wirklich am Anfang das ganze Viech von bis verarbeitet habt und jedes Teil und heute kennt man halt nur noch XYZ. Wie habt ihr das an eurem Geschäft gemerkt? Ihr habt doch Jahrzehnte eigentlich mitgekriegt, was die Menschen so kaufen und was gab es am Anfang noch, was es dann am Schluss nicht mehr gab an Fleischteilen jetzt? Mhm. Ich dachte, so ein Kavalierspitz war dann Der ist schon glorweiß verschwunden. Ja, gell? Ja. Man muss aber sagen, ja. Es war ja, sagen wir mal, so ein bisschen der Generationenwechsel. Die älteren Kunden sind ja alle weggekommen, muss man sagen. Mhm. Und die Jungen haben das nicht mehr gelernt. Also, warum ist das abgerissen? Ist Kummer und sagt, die kennt das von früher. Ja. Sagt, sie kriegt einen Tafelspitz oder einen Kavalierspitz oder einen Hüferschwanzel. Ne? Ja. Die hat das gekannt, die hat das verlangt. Ah, die haben das verlangt so. Ja.
Das fehlt ja heute. Heute geht immer, ich brauche halt irgendwas zum Kochen. Ja. Schulterschätze oder irgendwas. Mehr gibt es dann nicht mehr. Und früher war deswegen sind ja diese Einzelteile sehr teuer geworden jetzt da. Das heißt, es war so ein Geben und Nehmen auch. Das heißt, wenn die Kunden dann immer nachfragen, macht es ja keinen Sinn mehr, dass ich es anbiete, oder? Ja, ja, schon. Die haben schon manches. Ja. Angebot, ja. Ja. Das war noch gut. Na, probiere es halt einmal. Nicht? Mhm. Aber es war nicht mehr so, wir haben gesagt, erst kommen und hat den Teil verlangt. Ja. Das gibt es halt heute nicht mehr. Nicht? Also die Essgewohnheiten haben sich halt sehr geändert. Früher haben sie einen Kolbsen im Boden gegessen. Und solche Dinge, das kocht ja heute halt fast keiner mehr. Bäuschel und solche, also auch die Innereien. Bruchfleisch zum Beispiel habe ich noch viel gemacht. Bruchfleisch. Was ist das? Das sind lauter Innereien. Mhm. Das heißt, da ist ein Milz drinnen, ein Herzzapfen. Ja. Grandfleisch, Bries und Nierteln. Lichteln, ja, Lichteln. Also die vom Herz, diese oder die Aorta. Die Aorta. Das ist so wie die Kalamari fast. Ja, die schmeckt fast wie die Kalamari. Und das, es ist früher alles noch, wie Sie sagen, gekocht worden, der Kunde hat es noch verlangt. Oder die Nierndeln, es sind Dinge, Leber und so, obwohl das Kalbsleber noch, aber die andere Schweinsleber und sowas kocht ja fast keiner mehr. Ja. Es hat sich wirklich das Essverhalten sehr geändert. Und das macht es auch aus. Also ich würde sagen, vor 15 Jahren war es noch ganz anders. Da haben wir noch viel mehr vom Fleisch, solche Braten, Nierenbraten und solche Sachen. Ja. Zu Weihnachten und so waren sehr viele Bestellungen. Das hat sich dann auch, das Verhalten hat sich verändert. Es sind mehr auf Geflügel umgestiegen. Mhm. Also kennt ihr das irgendwie nachvollziehen? Was waren da die Auslöser, warum sich das so verändert hat? Warum keine Innereien mehr gegessen werden? Warum? Oder kommt das jetzt auch wieder? Oder warum ist das so? Weil die Innereien, glaube ich, das kommt nicht mehr. Das ist einfach irgendwie verböhnt schon Innereien zum Essen, glaube ich. Mhm. Oder die, was ein bisschen krank sind oder was haben. Der Ort ist erst, was keine Innereien. Ne? Ich würde sagen, auch vom Leisten her, weil es die Leute früher überhaupt nicht leisten haben können. Es sind sie auch mehr auf das Fleischprodukte haben sie zurückgegriffen und heutzutage bist du mehr auf Feinspitz irgendwie unterwegs. Mhm. So könnte man es auch halt formulieren. Ja, ja, genau. Ja, es sind aber nicht mehr die Familien so groß. Und die Familien sind nicht mehr so groß. Also, und, ja. Für zwei Personen, was kaufst du zum zwei Kotelett zum Beispiel? Ne? Mhm. Und früher haben sie ja die ganze Familie braten und gekocht. Ne? Und das gibt es halt nicht mehr. Und heute sind ja bald mehr Single-Haushalte wie gemeinsame Haushalte. Nicht? Ja. Das heißt, ihr verkauft viel mehr kleine Portionen oder habt ihr verkauft? Genau. Nein, ja, genau. Ja. Und das hat man dann schon sehr gemerkt, quasi. Ja. Spannend. Aha, okay. Ja. Du wolltest noch was zur Fleischqualität fragen. Ja, wir sind ja eigentlich bei der Fleischqualität. Das ist immer so unser Ding, dass wir biegen hin und wieder ein bisschen Skar auf. Ja, ja. Aber wir waren noch beim Schweinefleisch, dass du gesagt hast, was mir halt noch im Kopf noch nicht zusammengeht. Wie erkenne ich denn diese Wassereinlagerung? Und warum verschwindet? Wir haben das Fleisch, das Schweindel wird geschlachtet. Du kriegst die Klassifizierung drauf, dass du weißt, welche Fleischqualität. Also das ist wirklich Fleischqualität. Das ist Fleischqualität. Das verschwindet dann, bis es beim Konsumenten ist. Diese Information verschwindet dann wieder komplett. Obwohl wir es schon gehabt hätten, oder? Ja. Und warum? Warum gebe ich die Info nicht weiter? Weil da kann ich ja sagen, naja, gut, mittel, gut, weniger gut. Ne? Die Info hast du, oder wenn ich einkaufen gehe, auf der Rechnung, was du gekauft hast. Ja, du hast ich schon noch drauf. Du nicht mehr, ich schon. Also du, ja. Ja. Aber das wird ja alles aufgestempelt an das Tier. Ja, ja. Die klassifizieren Doppel, eins wieder am Stempel. Und die Schwarte kommt weg. Und deswegen verschwindet das ihm. Ja, schon, aber die Information, woher das Tier kommt, kommt ja auch nicht weg. Naja, sowieso. Die kommt ja auch noch mit und die war nie eingestempelt am Vieh. Nein, ne? So die Information hast du immer im Geschäft. Das heißt, wir schmeißen da im Prinzip eine wichtige Information. Du hast da am jeden Schwendel in drauf. Mist. Ja. In Mist. Im Endeffekt, die was eigentlich schon da gewesen war. Ja. Die Information, den Zettel hast du bei jedem Schwendel dabei. Nur es legt keiner aus zu irgendwas. Man kann es in die Auslage legen. Der Zettel liegt auf jeden Schwendel. Das wäre möglich, weil das biegt um, dann, wo die Herkunft alles. Ja. An dieser Stelle. Der biegt alles drauf. Dann, ne? Das bleibt schon nach wie vor noch. Ne? Interessant. Ja, dann eine Frage an die Zuhörerinnen und die Leute, die uns hören. Wisst ihr da mehr und warum ist das nicht da? Da war eine interessante Frage, die wir schon mal diskutieren können. Vermutung. Oh, Bianca kennt, ja. Weil, Vermutung. Ja, weil du halt in deinem Kaufalltag keine Kapazitäten mehr hast für so viele Informationen. Ja, weil es wird immer wieder gefragt über die Qualität des Fleisches. Das ist ja so eine permanente Frage. Und wir hätten es eigentlich schon in Form von, was du gesagt hast, Doppel-E, 1, 2, 3, beim Schwein zumindest. Und ja,
Frage, warum? Aber wir haben ja vielleicht noch klären bei einem anderen Gespräch oder vielleicht schreibt es uns ja wer. Wie kann ich diese Fleisch-Wassereinlagerung, von der du geredet hast, beim Schweinefleisch, wie erkennt man das? Wie kann man ich glaube, dass es so glasig ist. Naja, erstmal glasig und ja. Du vorne immer, wie soll ich sagen, wie ein Wasserschild drauf. Und wenn man genau schaut, wenn es wie drinnen liegt, dann hast du vorne, sag mal, wenn es die Qualität nicht so hochwertig ist, hast du immer vorne ein Wasser stehen. Also es rinnt permanent Wasser aus dem Fleisch. Das heißt, es verliert Wasser. Es verliert Wasser. Wenn es länger drinnen liegt, sieht man das schon auf der Tasse, dass da. Heißt es, wenn es Wasser verliert, dass es einfach auch schon mehr Wasser gehabt hat wie. Na, schnelle Fütterung ist es eigentlich. Ja. Schnelle Fütterung. Weil alles, was langsam gefüttert wird, bildet ja besseres Bindegewebe, um das Ganze halten zu können. Mhm. Und wo schnell aufblut wirst, lässt das Bindegewebe nach und du verlierst Wasser, das Fleisch. Die Geschwindigkeit ist. Wenn es Wasser verliert, dann wird das Fleisch trocken, weil es einfach keine Fetteinlagerung geschafft hat, das Fleisch. Ne? Das heißt, Qualität bedeutet eigentlich wirklich vom geboren werden des Ferkels bis hin zum Schlachten, wie das alles stattgefunden hat, wie schnell und in welcher Form und mit welchem Futter es gefüttert wurde. Also ich sage einmal, heute wird ja ein Schwendel in 4 Monaten muss ja fertig sein. Maximal ein halbes Jahr. Wenn's. Also die Bio-Freilaufenden sage ich ein halbes Jahr, aber die Mastschweine sind in 4 Monaten fertig, glaube ich. Und wie lange darfst du sagen, soll es haben, damit es von der Fleischqualität her gesehen ideal ist? Naja, wie ich gelernt habe, oder wie meine Kinder waren, hat man ein Schwendel ein Jahr gefördert. Okay. Ein ganzes Jahr, was wir die Hausschlachtung gehabt haben, haben wir ein ganzes Jahr gefördert. Und bei meinen Eltern sind die sicher so dreiviertel Jahr alt gewesen, alle Schwendel bis zum Verkauf, weil es einfach langsam gewachsen mit Erdäpfel gefördert worden ist. Nicht? Mhm. Und heute gibt es ein Kraftfutter, jetzt schmeißen sie das eine. Ein Schwendel muss ja, ich sage mal, pro Tag 1 Kilo oder 3/4 Kilo bis 1 Kilo zunehmen, ne? Dass er rentabel wird. Nicht? Mhm. Jetzt sind wir wieder bei einem guten Schweinepreis, aber den hat es ja schon vor 40 Jahren gegeben, den Preis, wo wir jetzt erst sind. Ja. Also mal müsste es ja noch teurer werden. Ne? Okay. Dass ich das überhaupt einmal rechnet, was da draufsteckt. Nicht? Die was wirklich gut füttern dann. Ne? Wenn wir jetzt von Fleischqualität sprechen, worauf habt ihr denn da geachtet beim Einkaufen? Weil ihr müsst ja quasi auch das Tier, zwar geschlachtet schon, aber auch einkaufen. Und worauf habt ihr da geschaut, wenn es jetzt um die Qualität geht? Wir haben beim Schuster immer bestellt. Doppel-E und E-Sau ist ein U-Sau. Gibt ja U-E-Sau. Immer die fettesten, was er gehabt hat, hat uns immer geschickt. E-E ist das fetteste. Ja, Doppel-E ist ganz was Mageres. Und dann gibt's mager. U-1, ja. Aha. Was ist das Fetteste? So fett. Also, E-Fett, aber fett. Du unter jeder geht hin. Aber das sind das nicht sonst eigentlich die Schweine, die aussortiert werden, wo der Bauer eigentlich überhaupt keinen Preis mehr dafür kriegt, weil sie zu fett sind? Ja, da gibt es eine schöne Preisminderung, das ist richtig, ja. Mhm. Im Prinzip ist es verkehrt, wenn man es macht. Ne? Aber gerade die habt ihr euch ausgesucht? Die haben sie mir ausgesucht, ja. Also der Schuster hat genau gewusst, was er uns bringt. Aha. Zum Beispiel Beinschinken, was wir gemacht haben, da haben wir gewusst, das war ein Mammutschinken, ja. Aber der war saftig, weich. Ja. Na, Willi, schau, du hast mir gerade wegen einem Windspiel. Was ach so, ja, so nein, seit Anbeginn blinkelt. Ja. Nicht erst jetzt. Ja, Entschuldigung. Mammutschinken? Mammutschinken, der war so groß. Deswegen gibt es keine Mammuts mehr. Wahrscheinlich, ne? Also der war wirklich nicht in diesen Spannereien, in den Schinkenspannereien bekommen, weil er wirklich so groß war. Aber die Qualität war grandios. Das Fett war ganz mild, ganz weich. Also es war wirklich die besten Schweine. Wenn du dann zu trockenes genommen hast, war der Schinken. Aber Josef, vom Aroma her nicht mehr so gut. Jetzt muss ich dir, weil Eva, du gesagt hast, die großen Stücke. Du möchtest immer oder wolltest immer wachsen. Größer. Ne? Mhm. Jetzt ist es aber so, wenn man wächst oder wenn man mehr produziert, ne, dann kommt man ja dann mal ein bisschen rein in so Standards. Ne? Mhm. Ich sage, jetzt kaufe ich mir halt Formen für einen Schinken, wo ich das verarbeite. Da geht ja dann genau der Mammut, der Mammutschinken und die Abweichung und das fette Fleisch, damit. Konterkarierst du ja dir deine Strategie der Qualität sozusagen mit dem Wachstum? Wie hast du das, wie geht das dann zusammen? Die Strategie ist ganz einfach. Wir haben keine Schinkenformen gehabt. Wir haben alle Natur pur gemacht. Ja. Wir haben nichts in Schinkenformen gepresst. Wir haben maximal ein Schinkennetz darüber gegeben, dass er nicht da. Also wir haben eine ganze Keule ausgelöst,
hohl ausgelöst, hat den Knochen rausgeschnitten, dass das Fleisch nicht, der Schlüssel nicht aufgeklappt wurde. Ja. Und den haben wir gewürzt und eingebeizt und dann in ein Netz gegeben, das Netz hinten vorne zugebunden und so wurde geräuchert und gekocht. Ja, aber bei, wenn du jetzt sagst, du möchtest wachsen, angenommen hättest du aber ganz, ganz viel mehr gemacht, dann hättest du irgendwann einmal logischerweise gesagt, boah, jetzt wird mir jetzt ein bisschen zu viel für das, dass ich das mit dem Netz und alles mit der Hand mache, weil sonst rechnet sich das nicht, kann man mit auf Scale. Dann war sie dann wieder, dann wird das ja dann dem wieder ein bisschen widersprechen, oder? Ja, schon, ja. Ja. Aber in die Lage bin ich Gott sei Dank nie gekommen, muss ich sagen. es wäre ja dann wahrscheinlich auch schwer geworden, dieses Fleisch so zu bekommen. Ja, was hättest du dann? Das ist rein hypothetische Frage, aber wie würdest du dann damit umgehen? Würdest du dann sagen, Qualität über alles oder würde man dann immer eher Abstriche machen? Nein, ich war dann schon viel Qualität. Qualität über alles. Weil wir immer oft Sachen gehabt, die wir dann nicht gehabt haben, weil wir die Qualität nicht gekriegt haben. Okay. Da haben wir einfach das ausgesetzt und dann haben wir es einfach mal eine Woche nicht gemacht. Das heißt, du Qualität hättest du nicht für mehr Wachstum oder größere Einheiten oder sowas? Hätte ich nicht gemacht. Weil wenn du sagst, wir haben ja die Möglichkeiten gehabt zum Expandieren, eigentlich Wirten und sowas, wir haben das nie gemacht. Und gesagt, nein, Qualität nur für uns und nicht für andere. Mhm. Das wirklich, weil ich glaube, wir sind sogar heute noch schon mit der Herbergstube, gell? Ja. Auf der Speisekarten drauf. Nein, wie er begonnen hat. Wir haben dort nichts hingeliefert. Warum? Oh, ihr Kalbskopf und Leber am Anfang. Am Anfang, ja. Aber die Wirten dann immer Preis drücken, wollen zwar Qualität haben, nichts bezahlen. Und deswegen haben wir mit den Wirten total aufgehört. Also wir haben nie welche Wirte beliefert. Sind es wirklich die Wirten? Weil wir haben ja wir reden ja mit der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette. Der Wirt sagt dann wieder, ja, die Leute wollen jetzt aber nichts mehr zahlen für ihr Lebensmittel. Ja, nicht? Das ist jetzt die Frage, wo beißt ihr denn die Katze jetzt wirklich in den Schwanz? Deswegen kauft ja der Wirt billig ein, dass er den Preis halten kann. Nicht? Wenn der Wirt teuer einkauft, das Ganze ist ja, ich sage mal, wie soll ich sagen, es beißt irgendwann die Katze selber mit dem Schwarf. Weil es dreht sich ja alles rundherum. Wenn der Wirt was Billiges kauft, kann er billiges Schnitzel verkaufen. Dann heißt er hat ein Menü um 7,90, wo ich normal 9 jetzt verlangen müsste, bei einer gescheiten Qualität. Was habt ihr für euer Menü verlangt? Wir haben immer gehabt so zwischen 5 und 9 Euro, glaube ich. Gell? Ja. Mhm. Ja. 5, 9,90 die Rindsalaten. Warum habt ihr es hier so günstig machen können? Naja, weil wir keinen Zwischenhandel gehabt haben. Wir waren Selbstproduzent. Ne? Mhm. Wenn wir vorher nichts anderes mehr kaufen müssen. Ja. Aber ihr habt es fast im Hort kalkuliert, oder? Ja. Also, wie kalkuliert man denn in einer Fleischerei? Wenn man so Teile schneidet und Einkauf wenn man. Und. Ja, Josef nickt. Ja, so. Ja. Es ist nicht einfach so zum Kalkulieren. Also. Ich habe das oft durchgerechnet. Eine halbe Schwein, was kostet, was fällt weg, was bleibt über, wo kommt die Wertschöpfung aus, wo kann ich was verdienen dabei? Weil du hast ja Teile dabei, wo du nichts mehr verdienst dabei. Du hast bei einem Schwendel einen Kopf, du hast ein Gödel drauf, das ist nur zur Verarbeitung, das kannst du vergessen. Das kannst du mit null rechnen. Ja. Ja. Salz. Und der Rest muss ich dann rechnen, dass du auf den Preis kommst vom Verkauf. Ne? Also die Edelteile, was man so. Die paar Edelteile, so viele Edelteile bringst du da, so ein Bauchfleisch, machst du einen Kümmelbraten. Aber ein Kümmelbraten verliert 40% beim Braten. Ne? Und dann kannst du ihn erst verkaufen. Was heißt, ne? Das hast du alles einkalkuliert. Ja, naja, dann ich, fällt lieber den Ja, Bratverlust, also ich sage jetzt wieder das wissen wahrscheinlich die meisten Menschen wieder nicht. Genau, beim Kalkulieren in der Küche, genau. Ja. Bratverlust, Verarbeitung etc. Dann die Schwartel, du kannst die Schwartel nicht alle verarbeiten, was weggefallen ist, vom Karree-Bauch. Das fällt die Schwartel weg, ne? Und dann machst du wieder irgendwas anderes draus. Sulz zum Beispiel, was du gesagt hast, mit Schwartel Sulz, aber du kannst nicht nur Schwartel mit Sulz machen. Ne? Aber wer kauft halt noch Sulz? Wird nur Sulz kauft, der halt auch gefühlt keiner mehr, wir oder? Haben schon noch. Wir haben sehr viel Sulz verkauft. Ja, wir haben sehr viel Sulz gekauft. Wir haben halt, Gersthof ist doch ein reifes Publikum, würde ich sagen. Schön formuliert. Und da haben wir, schon. Ein reifes Publikum, sehr schön. Unter anderem auch. Und dann ist das Sulz, also da sind wirklich viele, viele gekommen, extra wegen der Sulz. Extra wegen der Sulz. Weil wir es wirklich selber gemacht haben und auch vom Geschmack her. Also das ist immer sehr gut angekommen. Gödel zum Beispiel, wenn wir jetzt reden vom Ding, das haben wir meistens geräuchert. Das ist auch sehr gut angekommen. Das ist recht mürb gewesen zum Und halt, weil das Gödel ist zu fett für die Sulz. Weil das ist wieder zu fett. Zu fett, ja. Zu fett, ja.
Aber kaufen junge Leute, haben die dann auch wieder Sulz gekauft? Ist das wieder ein bisschen modern geworden oder ist die Sulz eher, dem reifen Publikum? Die reifen Publikum. Die Jungen, also wenn man es jetzt zum Beispiel unsere Burschen angeboten hat, das essen es nicht. Auch eure? Ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, was wir immer sagen, ist diese Geschichte, weil wir ja die Menschen wieder zusammenbringen wollen, weil wir in einer entfremdeten Gesellschaft leben. Und wir sagen immer, früher sind wir vielleicht noch beim Fleischer gestanden und haben über das Schnitzel geredet, das in der Vitrine gelegen ist und vielleicht über den Bauern, bei dem es gelebt hat oder vielleicht über den Schlachthof und vielleicht noch, wie man es zubereitet. Und diese Geschichte, muss ich ehrlich sagen, da kommt ihr mir halt in den Kopf, weil so bin ich sozialisiert. Selbst für mich war das damals noch so und jetzt gibt es das halt nicht mehr. Und wie war denn das bei euch? Wie war da der Kontakt auf beiden Seiten? Also einmal so in Richtung Lieferanten und dann der Austausch mit den Kunden. Wie war das bei euch und was hat das auch für einen Stellenwert gehabt? Nein, sehr großer, muss ich sagen. Also es ist egal gewesen, ob jetzt die Lieferanten, die haben wir gut kennt, ja, persönlich. Ja, unsere Lieferanten haben eigentlich die ganze Zeit die gleichen. Wir haben immer die gleichen gehabt, das war die sehr persönlich. 20 waren immer gleiche Lieferanten. Und natürlich die Kunden, gehabt. Das war sowieso. Weil ja. Ich würde sagen, wir haben 20 die gleichen gehabt. Ja, eindeutig. Das beste Beispiel. 80% waren gut. Stammkunden. Ja. Und wir haben viele nach dem Namen gekannt. 80% würde ich sagen, nach Stammkunden, ja. Und das war wirklich, und viele mit Namen gekannt und doch sehr persönlich. Also wir sind gewachsen mit den Kunden, kann ich sagen. Habt ihr die Kinder hinter der Pudel mit Extra-Wurstringerl und so weiter angefickt? Alles. Satz hier solche. Es war zwar verboten, aber... Die Extra-Wurstringerl hat auch immer sein müssen. Nein, und es ist so, auch von den Kunden her, das hat sich so gut ergeben. Also es war... Ein schönes Erlebnis, weil wir dazugelernt haben, die haben oft uns gefordert, das möchten sie, das und also ein Perlhuhn oder es hat immer irgendwas gegeben, was wir so ins Sortiment wieder mit reingenommen haben. Die Produktpalette war ganz unverschämt groß, muss man sagen. Ja, die Palette ist immer mehr gewachsen. Wirklich? Ja, ja. Gewachsen? Gewachsen. Ja. Interessant. Ja. Ja, wir haben ja angefangen, was ich von obersächsischen Wachteln bis Bärlhund und was immer. Ja. Das, ne? Ja, ja. Das haben wir wirklich alles gehabt, was es gegeben hat. Das stimmt, man hat nichts. Es gab nichts, was es nicht gab. Ja, genau. Ja. Wir waren immer sehr flexibel. Ja. Das hat der Kunde sehr gemacht. Zum Beispiel, wir haben auch ein Ehepaar gehabt, ein Sänger-Ehepaar. Sie haben gesagt, sie haben jetzt einen Hürdenlauf. Sie wollten eine Pastete machen und haben versucht, auf eine Leber, faschierte Leber mit Speck zu bekommen. Mhm. Aber das beides faschiert. Fast nicht möglich. Leber alleine ja, aber dieses Fett dazu, das brauchen sie, dass die Pasteten halt perfekt ist. Und das war nicht möglich. Das war ein Hürdenlauf, hat er gesagt, bis er endlich wen gefunden hat, der ihm das macht. Und diese Flexibilität war halt bei uns auch. Weil wenn irgendwer reinkommen ist und hat gesagt, der braucht Bernerwürsteln, haben wir schnell Bernerwürsteln gemacht. Oder es war halt... Einfach, Aber war es dann nicht unendlich teuer? Weil das war ja alles bezogene Handarbeit, oder? Da denke ich doch immer gleich, der Preis, da muss doch der Preis auch mitgehen, nein, oder? Nein, das war nicht so. Ich würde sagen, wir waren eher da sehr, auch beim Menüs, da habe ich gesagt, Josef, das passt schon so. Also wir waren da nicht so, dass man sagt, dass man da jetzt also ein Extrem draufschlagen. Das haben wir nicht gemacht. Nicht unbedingt im höheren Preissegment. Ja, also ja wir genau. Waren eher beim Kalkulieren auf das, was rausgekommen ist. Mit wie geht sich das aus? Wie geht sich das aus? Ich meine, ihr wohnt jetzt nicht so schlecht, glaube ich. Es geht euch halbwegs gut. Wie habt ihr das? Ihr seid nicht groß gewesen, also verhört nicht, Entschuldigung, Josef. Mittelgroß, ja. Ihr habt viel Handarbeit gehabt, ihr habt Angestellte noch viel gehabt und trotzdem sagt ihr, wart mittelpreisig. Wie geht sich das aus? Wie geht es dir denn? Einfach mit den Ressourcen, was du hast. Oder habt ihr eigentlich selber nicht gerechnet? Ja, nein, wir haben sie selber uns schon gerechnet. Ja. Einfach die Ressourcen haben wir, was geht. Wir haben ja alles verarbeitet, was wir gehabt haben. Nicht? Wir haben ja nicht irgendwas gehabt, was wir nicht verarbeiten können. Und von dem haben wir eigentlich am besten gelebt davon. Weil alles, was du zukaufen musst und da bezahlst, hast einen hohen Aufschlag und verdienst ja weniger. Aber alles, was du hast, was normal ist, wenn du Sulz magst zum Beispiel, hast du eigentlich Produkte, die ja keiner mehr kauft.
Du hast Schwartel, du hast Schweinskopf, Stützen. Und das verarbeitet so ein Produkt. Das ist sogar gut. Und das ist nur gut und das verkaufst du. Ne? Genau. Oder, und das haben wir viel vom Hausgemachten gelebt. Ja, genau. Ne? Und nicht, Handel haben wir eher weniger gehabt. Handelsware in der Wurst. Haben wir eher weniger. Mit dem Knacker haben wir alles selbst gemacht. Alles, was Produkt war, wo beim Zuschneiden vom Schwein oder vom Rind übrig bleibt. Und das haben wir dann zum Produkt verarbeitet. Ich habe eine Frage da drauf, die passt jetzt perfekt dazu. Und zwar, wenn man in so einer Fleischerei, wenn man noch einmal in eine geht, aber auch in die Wurststecken beim Supermarkt oder so, Fleischstecken, da ist immer ein Haufen Fleisch da. Beim Fisch denken ist mal, aber Fisch ist ein gleicher Thema. Am Abend ist da ein Haufen Fleisch da. Was tut man mit dem? Also das wird ja irgendwann einmal schlecht. Das kann ich nicht ewig verkaufen. Wie gehe ich denn mit diesem Sortiment, das da jeden Tag am Abend noch in der Pudel liegt, wie gehe ich denn mit dem um? Was passiert denn da damit? Im Prinzip halt das 3-4 Tage. Ja? Die fühlen das am Montag bis Mittwoch an und Mittwoch tun sie es noch für Wochenende und dann immer wieder nachschlichten. Und das, was überbleibt, wird, weil, weiß ich nicht, kann ich nicht behaupten, müssen auch keine Hunde in die Schuhe schieben, so wie es Spar oder was oder Rebe, die haben eigene Verarbeitungsbetriebe jetzt schon. Die kennen das auch weiter. Der Spar hat ja in St. Pölten, ich glaube, der baut jetzt in jedem Bundesland eine Wurstfabrik, um das alles selbst zu verarbeiten können, sodass es nicht weitergehen muss. Da die Übermengen etc. Ja. Also im Prinzip das, was ihr vorher beschrieben habt, mit es macht eh nichts weg, fangen die jetzt machen die jetzt nur halt auf einem riesengroßen, auf einem größeren Maßstab, nicht? Ja, genau. Mit eigenen Produktionsstätten. Machen die jedes das doch, genau so ist. Ah, okay. Ja, ist ja dann auch so gesehen auch wieder nicht blöd, weil bevor man es wegschmeißt. Nein, ja, deswegen war ja Wahnsinn. Das ist das Kleingeld, was überbleibt. Das ist das Schinkenstangerl. Genau, das ist dann das, was überbleibt. Schinkenstangerl. Ja, zum Beispiel, wenn der Schinken, der Marmutschinken und sonstiges, ja, genau, Wurstfleckerl. Da waren immer so Schinkenstücke, auch geräuchert ein bisschen, vielleicht sogar ein paar Wurstreste und das ist dann vermischt worden. Deswegen haben die immer anders geschmeckt. Ja. Immer ein bisschen andere Wurst überblieben. Ja. Ja. Genau. Du kennst die Schinkenstangen nicht, red nicht mit. Ich rede von den Wurstfleckern. Ja. Heute war aber zu viel Wiener drin in der Wurstfleckerl. Personalessen war in meiner Lehrzeit, das war ja halt immer meistens. Und dadurch man gewusst hat, was man mit den Sachen macht, somit war das... Einfach, du hast dann noch großzügig auch wegschneiden können, weil du weißt, du brauchst das sowieso für was anderes. Ja. Wie haben sie denn die weil wir gerade beim Wegschmeißen auch bei Abfällen etc. sind, ich glaube, das Thema Hygiene hat sich ja seitdem ihr angefangen habt, bis heute, glaube ich, auch verändert. Die Vorschriften, hören wir immer wieder, haben ein bisschen zugenommen. Auch bei den Schlachthöfen ist ja, glaube ich, auch generell, so ein bisschen. Überall ist egal. Oder? Wie hat sich das verändert und wie hat sich das auf euch, auf die Arbeit ausgewirkt? Naja gut, Hygienevorschriften haben wir schon immer gehabt. Wir haben dann gehabt, haben wir zwischendurch Hygieneschulungen für alle. Ja, das haben wir halt weitergegeben. Das war halt einfach eine Schulung, aber ich denke mal, was wir dort geschult worden sind, ist ein normaler Hausverstand, weil dort haben sie auch darf ich eigentlich noch dem WC Hände waschen, was ich was weiß. Ne? Und eingremen, was für uns unmöglich ist. Eingremen, jeder. Die Hand eingremen, sage ich, das können wir nicht machen, weil die Wurst schmeckt dann danach. Ja. Und dann das kann es machen, wenn es ins Haus geht. Für sowas Hygieneschulung. Der war ganz besessen, dass er sich eingremt hat. Und halt mit den Handschuhen, ja, dann haben wir halt die Handschuhe angezogen. Na, Handschuhe sind schon verbönt, gibt es nicht mehr. Ja. Wegen der Allergien dann wieder, nicht? Ja. Wirklich? Ja, Handschuhe gibt es nicht mehr. Ne? Aha. Und dann die Creme, der hat sich überhaupt versteift, dass jeder Mitarbeiter muss eine eigene Creme haben. So, die Hände schmieren, wenn er die Wurst angreift. Da war einer da sogar wegen dem Namen. Da waren wir ganz erstaunt, aber ich gesagt, ich werde meine Damen oder ich möchte so eine Wurst nicht. Gar nicht haben oder eine Semmel angreifen, weil das ist zu schnell, zieht das nicht ein. Ja, das würde ich auch nicht unbedingt wollen. Aber die Vorschriften, die an den Nährwertangaben haben wir wieder in den Gesprächen gehört, dass das einfach nach und nach mehr worden ist. Und gerade kleinere Betriebe haben sie ja immer wieder, sage ich mal, beschwert, sage ich jetzt nicht, sondern es kritisch angemerkt, dass einer das oft in der Arbeit doch zu viel wird, neben der normalen Arbeit. Könnt ihr das bestätigen? Wahrgenommen? Ja, können wir bestätigen. Das stimmt hundertprozentig. Das ist sicher immer mehr geworden und das wird jetzt sogar noch mehr. Und du hast ja immer mehr Kontrollen jetzt, muss ich sagen. Es kommt jeder. Also ihr nimmer? Ja. Wir nimmer mehr. aber weil nicht schon bei den Kollegen, der was jetzt... Und ich meine, ich im 20. dann aufgemacht und jetzt sind sie gekommen, weil der Dunstabzug um 2 cm tief hängt. Okay. Jetzt frage ich mal,
was sind 2 Zentimeter, weil er tief herunter ist. Ist nicht laut Vorschrift weg, haben sie gesagt. Ne? Habt ihr dann tauschen müssen, oder? Ja, tauschen, ja. Aufhängen wieder. Da hat er so Blödheiten. Und sie haben ihm aber vorher vorgegeben, was er zum Bauen hat, und er hat sich gelernt, das gehalten. Da ist jetzt eine andere Kommission gekommen und hat das bekrittelt, das geht so nicht. Und wie kriegt er jemals eine Betriebsgenehmigung für sowas? So Burgenländer, ich sage gar nicht meinen Namen, aber es ist, ist echt eine Frotzerei, sowas, nicht? Von den Amteln, muss man schon sagen, nicht? Aber ja, ist halt einmal so. Positive Erfahrungen auch gemacht? Also mit unserem Geschäft habe ich gut können, muss ich sagen. Ja. Unsere Beamten, also wir haben sie immer zusammengekriegt. Der hat gekommen, gesagt, die Listen, die sind, das will ich haben. 3 Monate Zeit und wir haben das auch gemacht, so dann. Ne? Es war eh meistens noch keine Kleinigkeit, also, ja. Weil wir haben alle 3-4 Jahre einen neuen Fußball gekriegt und was ich, was ich das nicht sehen kann. Nicht? Kennt ihr das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass so viel reguliert wird? Habt ihr da ein Verständnis dafür, warum das so ist? Oder haltet ihr das eigentlich nur noch eigentlich für einen regulatorischen Wahnsinn? Oder kann man es auch verstehen, dass das in die Richtung geht? Nein, ich verstehe das schon irgendwo, weil es gibt ja auch genug schwarze Schafe. Was meinst du denn? Also nicht mit den schwarzen Schafen, aber wie wirken sie die auf die Regulierungen aus? Naja, die gar nichts machen. Sagen wir mal, die ganze Regulierung oder Vorschriften. Egal, was für Geschäfte, aber wenn du in manche Geschäfte reinkommst oder in manche Betriebe, fürchtest du dich schon, muss man schon sagen, dass die dort noch arbeiten dürfen. Nicht? Und die haben aber auch Vorschriften, da macht dort keiner was, weil wenn nicht, dann später zu und nächstes Tag spielt ein anderer auf, zum Beispiel. Nicht? Und das ist dann mehr oder weniger, meinst du, die... Und die anderen, die sich eh bemühen, werden aber trotzdem weiter gestraft, nicht? Weil wirklich alles benannt ist. Nicht? Ja. Wenn man jetzt schaut an Christian Metzger, der hat, in den letzten 3 Jahren den Betrieb total neu gebaut. Alle Jahre wirklich was gebaut, das am letzten Stand ist. Ja. Und dann kommen wir es trotzdem kontrollieren. Ja. Ne? Jetzt baut er ein Kühlhaus, weil ein Tiefkühlhaus baut er jetzt, weil im alten schon Sprünge drin waren. In dem Panel war ein Sprung drin. Beanstandet. Ja. Ist so. Ja, okay. Aber ja, das sind nicht dann kleine, aber er muss nur 20 Jahre arbeiten, er braucht sie, habe ich gesagt, er soll es bauen. Wie wirkt denn Tiefkühlen auf Fleischqualität aus? Kann man Fleisch tiefkühlen oder ist das eigentlich total schlecht für Fleisch? Nein, tiefkühlen ist nicht unbedingt schlecht. Schlecht ist nur dann, wenn die Kühlung lahm ist, wenn es langsam tiefkühlt. Also wenn es zu langsam kühlt. Wenn es zu lange braucht. Tiefkühlen ist interessant, wenn man schocktiefkühlen kann, aber das hat ja kein Haushalt. Schocktiefkühlen ist bei minus 70 Grad. Ja. Und dann verlierst du überhaupt nichts. Und alles, was einmal so 2 Tage im Tiefkühler liegt, das überhaupt gefroren ist, das ist dann schon zart, weil in der Zwischenzeit nämlich sehr viel Fleischsaft verloren geht. Ne? Ah, und das Wasser fährt dann und das zerreißt. Es ist kühlt. Ist immer so, es ist kühl oder es gefriert so langsam, dass sich im Fleisch Eiskristalle bilden. Und wenn man es auftaut, rinnen die dann raus. Und das ist das Schlechte daran. Okay. Ne? Und langsam auftauen ist halt auch wichtig, dass man es wirklich zum Tag im Kühlschrank ganz gemütlich. Das ist auch die Qualität, zum Beispiel, wenn du eine Ente hast, 3 Tage vorher schon im Kühlschrank liegen und wirklich langsam auftauen, dann verliert es fast nicht an Qualität. Ja, genau. Okay. Wie oft habt ihr selber eigentlich Fleisch gegessen? Wart ihr da? Jeden Tag. Katastrophe. Das ist fast. Es war das, wir haben sie nicht Zeit genommen. Weil wenn der Kunde da war, warst du für den Kunden da? Also der hat nebenbei eine gehabt. Wir haben immer nebenbei. Wir haben uns schon mal hintere gesetzt, aber du hast irgendwas genommen. Zeit haben wir nicht genommen zum Kochen, dass er mal Gemüse schnell rein hat oder so. Das war auch irgendwie die Bequemlichkeit, würde ich sagen. Jetzt ist man immer an die heiße Decke gegangen, ja, und hat sich irgendwas ausgesucht. Und dann ist meistens ein Händelhaxen oder ein Schnitzel, ein Lauerl oder Fleisch war jeden Tag. Eine Katastrophe. Also jetzt versucht man weniger Fleisch, aber wenn Fleisch, dann schon was Feines. Also essen wir schon sehr gern. Ja. Nach wie vor essen wir noch gerne Fleisch. Ja. Worauf achtet ihr jetzt? Wo kauft ihr denn jetzt euer Fleisch an? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ja, wir fahren jetzt. Wir sind eigentlich sehr viel beim Christian oder Metzger. Beim Metzger oder auch beim Rongitz. Rongitz und. Der ist im 20. Das ist ein Freund von uns und da wissen wir, wo wir kaufen und ja. Fisch gehen wir beim Diglas oder bei seinen Lieferanten, beim Bures, beim Oliver. Ja. Der hat einen eigenen Bio-Fischteich, von da können wir unsere Fische her. Und das sind wirklich Worte. Der züchtet ja Eismeersaibling. Eismeersaibling. Im tiefsten. Na, Waldviertel ist es gar nicht. Oh, ja, Waldviertel Eismeersaibling. Ja, ich kenne nur die Vorarlberger Wüstenheuschrecke. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Die gibt es echt? Die gibt es wirklich. Ja. Und die kann man essen. Ja? Die muss ich gerade nicht kosten. Ja.
Na, ja. So, so Art Lachssaiblinge sind sehr fleischig. Ja. Aber kauft ihr auch Fleisch im Supermarkt oder ist man aus Fleischer immer so, ich gehe zu einem Handwerker? Ja, wir gehen zum Handwerker. Ich war noch nicht einmal beim Biller am Gersthofer. Wir haben jetzt wirklich noch nie Fleisch gekauft. Und das wissen wir. Also einmal haben wir es versucht in Urlaub beim Hofer, der Beirat hat grandios. Ja. Qualität, du siehst die Beirat und sagst, die schaut so gut aus. Da kann man oft gar nicht nach dem Ausschauen gehen. Und die war nein, die war schon abgelaufen. Im Glück, wenn man es nur 14 Tage liegen lässt, dann ist es sicher wahr. Dann ist es sicher wahr. Aber dann war es stark nach 14 Tagen. Aber sie hat uns so gut gefallen. Wir haben gesagt, die kann man gut sein. Die marmorieren nicht, aber das Fettradl war gut. Ja. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, seit was wir in der Bense sind, haben wir noch nie Fleisch beim Supermarkt gekauft. Das kann ich sagen. Das ist so quasi der Fleischer ja. Jetzt habt ihr habt zwischendurch einen Satz gesagt, dass ihr die Qualität liefern wollt für eure Kunden so wie für euch. Das heißt, das ist irgendwie sichtlich ein Maß, dass ihr euch selber, aber euch euren Kunden schickt. Jetzt während ihr noch in der Fleischerei unten wart, wer waren denn eure Kunden? Also ich kann mich nur erinnern an Schlangen zu Weihnachten, wo wir die Bestellungen abgeholt haben. Aber was waren das für Leute? Von bis. Und habt ihr irgendeine Anekdote, die ihr besonders gerne erzählt? Das war alles bunt gemischt. Ja. Weil wenn wir Kunden gehabt, ganz Wien eigentlich, weil die sind vom OF, vom Königsberg und aus Klosterneuburg, die sind von überall gekommen. Das Lustige war, vom dritten Bezirk, überall sind die gekommen. Wir haben Stammkunden gehabt, die sind dreimal im Jahr gekommen. Mhm. Nur wenn sie Feste und Weihnachten und Ostern. Die Feiertagsgäste. Die Feiertagsgäste, genau. Die sind von Klosterneuburg überall gekommen. Also, und das war auch irgendwie doch ein Stammkunde. Also wir haben uns gekannt, der war zweimal da. Und dann 20 ist er Jahre war der auch der erste Mal da. Ja. Die Woche hat er gern groß ankommen. Was ihr mal gesagt, ne, wenn sie was Besonderes brauchen, sie wissen, bei uns kriegen sie es, dann kommen sie extra her. Mhm. Also solche Kunden haben wir auch gehabt. Mhm. Aber ist das jetzt vom Publikum, ich mache mal die ganzen klassischen Klischees, ist das ein zahlungskräftiges Publikum, 18. Bezirk, eher zahlungskräftiger Bezirk, oder sind das auch die klassischen Arbeiter, sage ich jetzt einmal, was ist so das Kern, also eher männlich, eher weiblich, das ist ja auch interessant. Alt, jung. Ja, alt, jung. Ich würde sagen, männlich, weiblich war schon 50-50, glaube ich. Ja. 50-50 und weil du sagst, zahlungskräftig, eher weniger der Arbeiter, sondern schon, ich würde sagen, Büro, aber doch mit Abschluss. Fürs Menü auch? Da war es gemischt. Ja. Würde ich sagen, gemischt. Mhm. Ja. Weil der Preis war nicht so hoch, also da war es schon eher gemischt. Da waren auch, sind auch die Arbeiter gekommen. Schau, die haben nie ein Menü gegessen. Bin Sport in die Gegend. Ja, aber weil wir gerade da waren, jetzt Entschuldigung, weil ich jetzt einfach reingrätsche, sonst vergiss ich es zum Schluss noch. Ihr habt ja dann, ich weiß nicht, ab wann habt ihr, ich habe einen Automaten gehabt vom Geschäft. Mhm. Wie seid ihr auf das gekommen und wie ist denn das gegangen? Aha. Eva zeigt auf den Josef. Josef. Na, wegen den Automaten. Wachstum. Da, ja. Wegen den Automaten bin ich eigentlich extra nach Innsbruck gefahren, gell? Ja, haben wir geschaut. Zum Ausschauen. Dort hat ein Bauer. Obhof, was wird das Kasten Altrans, nicht irgendwo da oben war das? Ja. Oder Dach, sagen wir da oben. Der hat einen Automaten dort gehabt und hat gesagt, das funktioniert bei ihm so gut. Und nachdem wir ja in Kitzbühel waren bei Freunden, haben wir gesagt, jetzt fahren wir nach Innsbruck und schauen wir sie den an. Ja. Hupferl, ne? Hupferl. Und dann haben wir gesagt, mir gefallen, mein, das brauchen wir auch. Mhm. Und da habe ich die Auslage weggerissen, habe ich einen Automaten reingestellt. Ja. Also aber da funktioniert auch. Die Auslage, die du 20 Jahre vorher noch freigelegt hast, hat er dann wieder weggerissen, also einen Automaten dafür. Genau. Die Eva schüttelt den Kopf. Okay. Aber es ist viel Arbeit gewesen. Ja, es war sehr viel Arbeit. Ich bin da ganz schön gesetzt gewesen. Also der Automat hat mir. Ja, ich glaube, wir sind da reingegangen. 50 Produkte. Aber aufgefallen ist er mir. Ja. Also mir persönlich, ja. Ist das gegangen? Es ist gegangen. Ich würde sagen, wie soll ich sagen, phasenweise. Wenn wir in Urlaub waren, extrem. Mhm. Wochenende extrem. Mhm. Mhm. Unter der Woche, wenn wir da gewesen sind, war es nicht so. Ja klar, am Abend und an Randzeiten, oder? Ja. Da kann ich jetzt noch was zum und Essen er war so aufwendig. Genau. Wieso denn? Naja, arbeitsreich. Mhm. Weil das noch füllen. Alles da sind wir wieder bei Etiketten, Kennzeichen. Muss ja was Kennzeichen da drin. Ne? Ach, das war... Wir haben da eigene Etiketten gedruckt und alles. Ja, genau, ja. Und dann sind also, wir und das war nur einer. Das heißt, es ist viel Arbeit für so gesehen wieder wenig. Ja. Also ich hätte es wieder weggeben wollen. Also. Aber
Na, chancenlos. Chancenlos. Aber es hat ja nicht gesagt. Der Automaten. Naja, wir haben nicht gerechnet, dass ich nachher so hineinschlitter in das Ganze. Ja. Aber es war, es hätte funktioniert, wenn es mehr gewesen waren, die Automaten, oder? Also der Absatz ja. war gut, es war halt verhältnismäßig viel Arbeit für ja, nur einen ja, Automaten. Ja, okay. ja, ja. Genau. Aber sag mal so, wenn du 5, 6 Automaten hast und du bist jeden Tag dort, hast du halt ein paar Stunden Arbeit, aber du hast sonst... Was dann vielleicht fehlt, der menschliche Kontakt fehlt, aber du fühlst es angeht. Die können halt nicht schon reden. Ja. Die Automaten, nicht der Reden. Ja. 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 Genau. Also, ich glaube gar nicht, dass es so weit hergeholt ist, dass irgendwann mal Geschäft sein wird, wo nur Automaten sind. Ist am besten gegangen in diese in so Automaten? Ja, diese Grühwürsteln, würde ich sagen, Eier sind auch sehr gut gegangen, die Getränke. Und also das Problem war am Wochenende. Ja. Samstag nach dem Arbeiten nur schnell einführen, am Sonntag einführen. Ja. Also jeder überhaupt Sommer. Dann. Sommer ist er nur besser gegangen. Mit dem Sperre, Winter, wann grün, alles, was hat es drin gehabt. Aber so. Das habt ihr alles extra etikettieren müssen. Dann ja, ja, alles. Das war dann Handel. Das war, was war das? Das war Handelsware. Da war es ein eigenes Gewerbeschein wahrscheinlich? Nein. Es gibt eine Fleischerei mit Nebenrechte. Okay. Mhm. Wenn man Nebenrechte gehabt. Nebenrechte sind zum Beispiel 8 Sitzplätze ohne Gastroprüfung. Ne? Die kleinen, genau. Ja, das genau. Okay. Stimmt, das Menü hat man ja auch bei euch direkt essen können. Ja, hat man auch essen. Sehr, sehr spannend. Genau. Sehr, sehr spannend. Ja. Jetzt ist ja in den letzten Jahren, also wie jung war das auch noch kein Thema, das, wir kommen zum Thema Tierwohl. Ja. Mhm. Ist das Thema Tierwohl ja immer stärker in den Medien gewesen, immer mehr im Gespräch. Wie habt ihr diese Entwicklung zum Tierwohl hin wahrgenommen? Wie wichtig war das für euch oder wie wichtig ist das auch für euch? Kurze Frage, war es überhaupt ein Thema? Ja, wann ist es für euch zum Thema geworden? Und erzählt mal ein bisschen, ihr habt sicher drüber nachgedacht. Also man muss schon gleich mal vorweg sagen, das, was im Fernsehen da, das ist wirklich kriminell sowas. Was meinst du? Gestern wie die Schweine gehalten werden, ist kriminell. In einem Report, glaube ich, war das. Eigentlich alles zugesperrt, wenn man Tiere so holt. Sowas gehört halt gleich. Wir haben schon immer drauf geschaut, wir haben unsere Putten gehabt, aus Hollerbrunn draußen vom Bauern. Direkt vom Bauern. Wir sind wirklich zu den Bauern gefahren. Die laufen frei herum. Eigentlich haben wir einen Laden, der hat einen angehabt, der hat dann aufgehört vor 2 Jahren oder was. Und da haben wir draußen, der hat am Ocker einen Zaun gehabt und haben die Putten frei herumgehauen. Da ist, nicht? Ja. Und das haben wir immer geschaut. Und Entengänse vom Thomas Novak. Ich glaube, da hätte sogar Büdel da, die reiten alle frei auf der Wiese herum. Also alles. Wir waren wirklich dort, haben uns alles angeschaut. Wir haben sie wirklich, also der, was im Sommer, im Urlaub, haben sie wir vorher sind wir hingefahren. Wir dort gar nicht. Also, ihr wart wirklich dort bei jedem Kinderort. Immer wieder mal oder? Ja, wir sind im Urlaub, wenn wir vorbeigefahren sind, sind wir zu den Zug gefahren. Ja. Wo wir in Urlaub waren und wir sind zum Peter Fischer gefahren nach Kitzbühel, sind wir Oberösterreich vorbeigefahren bei den Bauern, weil der kommt aus. Wie heißt das? Das ist ja der Steireck heißt das, Steireck, Oberösterreich. Und sind wir dort einfach kurz vorbeigefahren und geschaut, wie es unsere Gänse für Weihnachten geht. Weil der hat ja im Mai eingestellt und im Juli sind wir vorbeigekommen. Schon. So haben wir das immer gemacht. Oder bei den Schwendeln schon. Oder? So ein Audit quasi, das hast du schon gemacht. Ja. Wir haben Jäger in Mais oben, das ist ein pensionierter Volksschullehrer, den haben wir unsere Vakuummaschine gegeben. Wenn er das will. Jetzt noch ein Zusperren? Na, vorher schon. Na, vorher schon. Jahre vorher schon. Mein Pneu gekauft und der hat er meinem gegeben. Und so ödes Motto. Und wenn der jagen geht, war er noch gut, ne? Der hat der Kühlzelle, der hängt 3 Tage drin, der tut das ausziehen, verpackt es und so wird es uns geliefert. Mhm. Also der muss es wirklich genau machen, was wir wollen haben. Okay. Und das hat er immer passt, muss ich sagen. Oder die Strobelluise, Lämmer. Wir sind am Sonntag aufgefahren, weil sie geschlachtet, hausgeschlachtet, haben uns die Leber selber geholt. Selber alles geholt, ja. Also Milchlämmer zu Ostern sind wir extra aufgefahren. Das ist dir wohl auch gut. Das Hühner, steirische Biohühner vom Lukic zum Beispiel. Aber was heißt für euch Tierwohl? Also ist das jetzt ein Auslauf oder ist es... Nein, Auslauf, einfach, dass das Tier so artgerecht wie möglich gehalten wird, sage ich mal. Hundertprozentig kannst du es eh nicht erfüllen. Das müsste eigentlich jeder wissen. Aber zumindest so, dass es passt. Dass es frei herumlaufen kann. Frei herumlaufen kann. Ich habe das damals, wie mir den Bauernhof gehabt dass die Tiere angehängt waren, das habe ich damals als Kind nicht verstanden. Das habe ich so schlimm empfunden, dass was hat das verbrochen, dass das da angehängt ist. Also dass die Rinder vor allem oder drin angehängt. Ja, die Rinder, ja.
Mhm. Also das habe ich ganz schlimm gefunden und nach wie vor. Und ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, angeblich eh nicht gesetzlich. Nein, gibt es seit drei Jahren, gibt es das nicht mehr. Ja, aber ich finde es ganz schlimm. Gibt es noch Betriebe, die in einem Auslauf, in einer Übergangsphase sind? Also für mich wäre ein Bauernhof, wo die Tiere frei rumlaufen, das schönste Geschenk, was es gibt, wirklich. Mhm. Mhm. Kann man Tier wohl schmecken? Ich glaube schon, ja. Oh ja, der Geschmack. Auf jeden Fall. Also Feinspitz muss man gar nicht sehen. Ja, es ist einfach kompakter. Ja. Das Tier ist kompakter. Älter. Ja. Das Tier ist muskulöser. Älter, weil er durch den Freilauf viel mehr Muskelmasse bildet, als wenn es für uns am Stand steht. Ne? Wisst ihr, was ich gelernt habe? Das sage ich jetzt an ihr, dass der Muskel ist ja das Fleisch, was wir essen. Ja. Das ist so eine Erkenntnis gewesen, nicht mehr als Koch. Ich habe nicht dran gedacht, ich habe mir gedacht, das ist Fleisch. Wie gefragt, was ist eigentlich Fleisch? Fleisch ist Fleisch, blöde Frage. Ja. Aber das ist Fasern sind Muskeln. Ja. Muskeln. Ja, Wahnsinn, ja. Muskeln. Das heißt, wenn sich das nicht riert und so, wird eher der Fett dann und so hast du mehr. Genau. Ja. Es wird auch schneller weich wahrscheinlich. Mhm. Weil es gibt auch so die Maishühner, die, wie sie sagen, dort gemästet werden, die sind sicher zarter, weicher. Mhm. Aber ein Freilandhändel schmeckt halt kompakter. Festes Fleisch und auch geschmacklich danach anders. Aha, also festeres Fleisch? Ja, genau. Ist es okay, wie geschmacklich oder wie kommt man, ihr seid ja die Spezialisten, wie schmeckt man das? Ja. Geschmacklich, es ist meistens ein bisschen dünkler, also bei Händel zumindest, Freilaufhändel, aber sind ein bisschen dünkler sogar, kompakter und geben auch viel weniger Soft her beim Braten. So wie beim Rindfleisch. Das Soft-Thema ist überall, nicht? Ja, genau. Weil beim Rindfleisch, der Lungenboden, das Filet ist ja auch nur ein Muskel. Das Filet ist eigentlich im Prinzip ein Muskel. Es hat nur eine Kette hinten, die das ganze Filet im Rücken hält. Stabilisiert. Das stabilisiert, so. Ja. Und sonst ist es gar nichts, ein Filet. Gar nichts anderes wie das andere Fleisch. Ne? Es ist halt einfach so, weil man so schön quer zur Faser schneiden kann, dass man es super kurz braten kann. Ne? Okay. Aber sagst, hat sich dann in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren, wie ihr das Geschäft noch gehabt habt, was bei den Kunden verändert? Haben die mehr nachgefragt? Wie hat das gelebt oder weniger? Oder wie was ist da? Die Zeit, glaube ich, war am ärgsten, wie er diese E's, also die ganzen. Die E-Nummern und so? Die Nummern und da war am extremsten. Also da extremsten. Ja, da haben wirklich viele, viele Leute nachgefragt, woher und solche Dinge. Also das war dann noch ein schon Thema. Die E-Nummern haben zu einer Interesse. Oder die E-Nummern die oder Herkunft diese, okay. Ja. Wie sagt man da, deklarieren. Ja, ja da aber das haben wir ja gekriegt für die Lieferanten. Wir haben zum Beispiel den Bierhändel vom Bauern die Adresse mit Telefonnummer dabei gehabt. Wir haben das immer mit Auslauf gehabt. Ja, ihr habt das gewusst, aber wann haben die Leute stärker nachgefragt? Dann war das, ist das ein Thema, weil es wird zumindest. Oder ist es weniger geworden? Sie haben schon gefragt, es sind eigentlich ein paar Jahre her, wir die Fernsehsendungen extrem über das berichtet haben. Ja. Und da sind die Leute immer mehr Fragen gekommen. Ja. Aber es hat dann alles wieder abgeflaut. Ja, die hätte, also zum Schluss hat sie gar keinen mehr gesagt. Sie haben einfach gesagt, sie vertrauen uns. Ja, da war das Vertrauen dann sagen. Da. Das muss wirklich, man so. Wirklich diese Zettel, diese, sagen wir mal, Beipackzettel, klingt so blöd, ist aber so. Du hast gehabt, wenn wir am Dienstag Hühner bekommen haben, da ist der Bauer drauf gestanden, Bio-Hühner, Bauer, Telefonnummer, ATU-Nummer, alles. Ja, für euch, ne? Nein, wir haben das in die Auslage gestellt. Ach so. Das ist immer deklariert draußen. Sollte man ja auch. Ja. Auch bei Rindfleisch sollte man schon lange deklarieren, die Zettel. Wir haben das immer ausgelegt, die Zettel. Wir haben es immer da gehabt. Wir haben es immer an die Fliesen gepickt, wo es herkommt. Okay, und wer nachfragt, dass man in einer dadurch haben sie die Nachfragen dann in eurem Fall oft erübrigt. Es hat schon eine Phase gegeben, ich kann das jetzt gar nicht mehr wiedergeben, wann das circa war, wo wirklich viel mehr nachgefragt worden ist, aber dann hat sich das wieder durch das Vertrauen wahrscheinlich und so hat sich das alles wieder gelegt. Ja. Was sind so die typischen Fragen von den Kundinnen und Kunden gewesen jetzt, die letzten was wollten die reden? Eigentlich ganz einfach, von wo es herkommt. Wo es herkommt, wenn man das erklärt, wo es herkommt, was wir bauen. Und wenn man sagen, wir haben glaube ich 80% aus dem Waldviertel gehabt, außer die Enten und die Eier aus der Steiermark. Sonst haben wir aus dem Waldviertel Burgenland. Burgenland, und Händler Steiermark. Dort waren wir nämlich auch. Und die Eier. Na, die haben wir auch. Den haben wir auch nachgeschaut, ja. Schauen wir, wo unsere Eier herkommen. Aber ich muss ja vorher nur sagen, ich habe ja, wie ich gelernt habe, im obersten Waldviertel, die ganzen Tiere in der Nacht eingesammelt für den Schlachthof St. Max. Und ich kenne das ganze Waldviertel, die Bauern alle.
Also wenn wir was gekriegt haben und erzählt haben, ich sage, da ist der Hans oder der Sepp und der ist das. Das kenne ich alle. Das kenne ich heute noch. Das ist den vor der heute noch. Den es noch gibt. Ja, da sind die Jungen schon drauf, den vor der heute noch. Ja. Und die haben es heute noch geschickt. Wenn die anrufen oder rufen und sie haben das, sage ich, ja, schick's rüber. Da weiß ich genau, wo es herkommt, das Haus. Das kenne ich alles. Ja, ja. Und das war das so einfach für uns. Ich komme bei vielen Diskussionen oder in vielen Berichten auch über das Thema Gänsestopfleber immer wieder drüber, weil das auch so ein sensibles Thema ist. Wie steht es denn zu dem Thema? Weil da gibt es wirklich zwei Lager, die sagen Qualität jetzt über alles und die anderen sagen, halt für die Tiere ist das geht's gar nicht. Wie seht ihr dieses Thema? Ja? Das ist ja eh nur mehr unter Anführungszeichen Ungarn und Frankreich, das machen dürfen. Ich würde sie nicht brauchen, muss ich sagen. Ja. Wir haben es auch gehabt im Geschäft, muss ich sagen. Verkauft, ja. Aber nur die bestellt worden ist. Und da sind wir auch öfters angesprochen worden, muss ich auch dazu sagen. Warum wir die haben. Ja, dass wir es gehabt haben, dass wir sowas verkaufen. Manche Kunden waren da. Ist man als Unternehmer Unternehmer oder als Händler, dass man es halt auch fragt, wenn der Kunde es haben will, dann besorge es mit Bauch wie halt auch, oder hat man da. War nicht richtig, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ich meine, weißt du, mit Bauch weh. Wir haben es eigentlich mit Bauch weh gemacht und haben es aber trotzdem gemacht. Ja. Obwohl es nicht schlimm ist, wenn man das vor Augen hat, was da passiert. Ich glaube, sollte man es nicht machen. Ist eher ein gutes Thema. Die Frage, was die zentral darüber schreiben wir ja im Buch oder darüber denken wir ja in zwei Kapitel des Buches noch. Fleisch bedeutet ja auch immer, dass man Tiere töten muss. Wie steht es denn ihr zu dem Thema? Weil das ist ja, zumindest in unserer Bubble wird wirklich viel diskutiert. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie seht ihr das? Dürfen wir Fleisch essen oder wie wird sich das entwickeln? Wie steht ihr zu dem Thema? Was sind da eure Gedanken dazu? Ihr werdet euch ja wahrscheinlich schon eure Gedanken machen. Ja, wir haben schon. Wenn es nicht tot wäre, würde ich nichts tun. Also könnte ich es gar nicht verkaufen. Ich könnte es nicht töten, sagen wir so. Also ich stehe nur hinter der Decke, also ich könnte es nicht. Ja. Du könntest es nicht. Nee. Ja, ich habe das gelernt. Ja. Also, ich weiß, wie man das kurz und schmerzlich macht. Ja. Aber ich glaube schon, es muss schon sein. Weil auch der menschliche Körper braucht Eiweiß und Eisen. Und das kriegt er einfach am besten vom Fleisch. Man muss halt nur, sagen wir mal, in gewissem Maße essen. Man muss nicht so viel essen, dass man die Hälfte wegschmeißt. Nicht? Man soll sich einfach ein Stückchen kaufen, was Ordentliches. Was reicht, aber wo nichts überbleibt. Ne? Ja. Mit Maß und Ziel und vielleicht einmal oder zweimal in der Woche. Man muss ja nicht jeden Tag haben. Ne? Ja, außer man arbeitet direkt in der Fleischerei. Ja, und das ist ja dann Zufall. Im wahrsten Sinne fällt dir das dann so. Ne? Aber das stimmt schon. Also das Töten ist ja, ich sag, wenn das kurz und schmerzlos ist, so wie es mir gemacht haben. Also wir haben das hineingetrieben. Ja. Wie machen wir es richtig? Ein Schuss und aus ist. Ne? Also, Wie schlachtet man richtig? Also wie ist da die beste Art und Weise zu schlachten? Ich glaube, der Schober hat da ganz eine gute Lösung. Ich wollte auch sagen, der Richard Schober, aber der hat ja Bierschlag, so wie es wir gemacht haben, einfach in den Kopf geschossen. Und dann hast du so ein Dreiviertelmeter bewegliches Eisen, also eine Feder ist das. Mit dem fährst du in das Schussloch hinein und kommst ins Rückenmark. Und du steckst hinein ins Rückenmark, dass dir ganz ruhig liegt und dann kannst du das Blut ablassen. Und das ist einfach das Schnellste und das Schmerzlose. Wodurch tritt der Tod ein? Weil irgendwann haben wir mal gelernt, Blutverlust ist durch Blutverlust. Blutverlust, ja. Nur Blutverlust. Also das ist eigentlich nur, sagen wir, das ist der Hirntod, ist nur die Betäubung. Betäubung, eigentlich Hirntod, aber der Rest läuft ja noch. Der Organismus läuft noch. Genau, ja. Und durch Blutverlust stirbt es. Genau, so ist es, ja. Okay. Sag, wie viel Kapazitäten hat man in dem Beruf, sich überhaupt mit solchen Fragen auseinanderzusetzen? Darf ich das jetzt überhaupt? Weil ich meine, das ist euer Geschäft und von dem lebt ihr. Wie viel Gedanken macht man sich darüber und wie sehr muss man das dann irgendwie auch auf Zeit schieben? Naja, ich sage, ich habe das von der Pike auf gelernt. Ich hab auch kein schlechtes Gewissen dabei, muss ich sagen. Weil einfach weiß, dass es so ist und gebraucht wird auch nicht. Aber nachdenken, ja. Wenn du nachdenkst, denke ich, muss ich es machen. Jetzt zumindest nicht. In früher, wie du nicht selbstständig bist, ist einfach dein Job. Da machst du es einfach nicht. Aber so jetzt, das denkst du auch, ja, jetzt, wie früher auch.
viele Hausschlachtungen gemacht. Ne? Ja. Bei den Bauern hingefahren und Hausschlachtungen gemacht. Wirst du heute auch noch angefragt? Oder? Nein, heute nicht mehr. Heute ich mache ja nicht mehr. Das habe ich gemacht bis vor 15 Jahren vielleicht. Schon? Ja. 20. Schon länger her. Ja, wo haben wir den? Nein, wo haben wir den letzten Schwendel? Also, bei deiner Tante? Ja. Da wird schon 15 Jahre her sein. Okay. Ja. Aber ist ja wurscht, nicht? Aber ist einfach so. Müssen die Fleischereien der Zukunft oder auch schon der Gegenwart die Trends, geht ein bisschen über auf die Trends, was heißt Trends, auf die Lebensformen, Lebensweisen, vegetarisch, vegan. Mhm. Wie stark betrifft es eine Fleischerei, einen Metzger? Und sind die Metzgereien der Zukunft auch, bieten die auch vegane Produkte an oder spießt ihr das komplett? Wie seht ihr das? Nein, also wenn ich das Geschäft jetzt noch hätte, ich würde auch ein Eck mit vegan machen. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Also das ist meine volle Überzeugung, dass es auch die Zukunft ist. Nur man darf auch nicht vergessen, dass man Fleisch auch braucht. Ja. Also nur vegan, weil die sind nur vegan, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube nur, der Christian, der Hedrich hat sich, glaube ich, Veganer ernährt. Und der muss dann irgendwelche Pulver schlucken oder was, weil er zu wenig Eisen kriegt oder irgendwas. Ne? Das ist ja auch nicht die Zukunft. Also ich würde sagen, ab und zu ein Stückel Fleisch zu vegan ist nicht schlecht. Und der Kollege Scheiterer, der macht schon veganen Leberkäse. Veganen Leberkäse? Seit 2 Monaten. Okay. Ja. Ja. Wie schmeckt echt der? War im Fernsehen damit. Wir haben sowas noch nicht gekostet. Aber ich bringe euch einmal, wenn ich Besuch bringe ich ran. Das ist mir jetzt neu, also die Geschichte, weil ich habe mir schon gedacht, bitte. Weil bei uns ist noch gar nicht aufgefallen, durch diesen Lockdown und alles, es hat sich noch vermehrt, die Leute haben mehr gekocht, wir haben noch mehr Arbeit gehabt, also ich war jetzt auf die Idee noch gar nicht gekommen, dass ich jetzt noch nur zusätzliche die Produkte noch verkaufen würde. Was hättest du für ein Produkt ausgenommen? Wir hätten uns vergrößert. Die Wurst stecken. Vergrößern hätten wir nicht. Ich bin schon tüchtig, was man noch machen kann. Jetzt war ich wirklich baff. Ja. Ja, ja. Aber habt ihr das gemerkt, auch bei den Kunden ein bisschen? Haben die gefragt, ob ihr was habt oder sind vielleicht, was ist die Kaspris-Knädel dann besser gegangen bei den vegetarischen Produkten? Zum Beispiel, Solche Sachen. Ja, das schon. Ja, weil da war also, wir haben schon ab und zu Fragen gehabt, ob man was Veganes haben. Lustig. Also, ich weiß nicht, vegan ist ein Eier drinnen. Ich glaube, das geht ja gar nicht. Gell? Ja. Bei gar nicht. Vegan ist nichts Tierisches und bei Vegetarisch ist halt alles. Gibt es keine Kaspris-Knädeln? Tut mir leid. Nein. Okay. Da haben wir fast gar nichts. Erdäpfelknödel, das war das Einzige, was wir haben können, weil die sind wirklich nur stärker mitgemacht. Wie steht man denn jetzt als Fleischer oder Fleischerin zu dem Thema? Wie siehst du das eben? Ich sehe das ganz locker. Ja. Ich finde, jeder soll sich ernähren, was ihm gut tut. Und ich habe das Gefühl gehabt, also wir hätten wahrscheinlich trotzdem noch so weitermachen können mit dem Fleisch, weil es gibt noch... Ja, ohne Fleisch hätte man nicht auslassen. Aber 1400, 1800 hast du sogar gesagt, 1960, jetzt 80 oder 130, je nachdem, wie man die Statistiken halt dann liest. Was müssen denn Fleischereien machen, um in der Zukunft noch... Fleischereien bleiben zu können? Wie schaut die Fleischerei der Zukunft aus, damit es nicht 20, 30, dass wir dann bei einer Hand voll sind? Das wird aber wahrscheinlich eh so kommen. Schon? Ja, was soll man machen? Einfach, es gibt vielleicht ein Drittel von den 80 noch, die so alt eingesessen sind. Die haben ihre Linie, das haben machen seit 50 Jahren und das bleibt das. Die leben von ihrem Namen? Oder? Namen oder auch nicht, sage ich mal. Ja. Aber die haben Produkte vor 50 Jahren und das haben wir früher nicht gehabt, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ja. Und das ist einfach schlecht. Man muss das mitentwickeln. Ja. Weißt? Mhm. Also das haben wir immer schon so gemacht. Und die tun sich nicht mitentwickeln. Die machen kein Handelswort oder irgendwas dazu. Die haben einfach einen Raum, wo ein bisschen Fleisch drin liegt, ein bisschen Wurst und fertig. Nicht? Wenn ich denke, da kriege ich beim Rudi, da ist der junge Bruder und die tun nichts dagegen. Und da hat er ein super Geschäft auf der Sandleitengassen. Aber sie tun einfach nichts, weißt du? Ja. Sind so auf klassischen Schienen noch. Genau. Da tut er lieber einen Heurigen liefern, bevor er daheim aufs Geschäft schaut. Ne? Mein Christian Metzger habe ich auch dort Hippung.
Der Christian Metzger war nur Gastronomielieferant. Und das Geschäft nebenbei. Und das Geschäft nebenbei ein bisschen. Aber hat sich bieren lassen. Ja. Der hat sich bieren gelassen. Ja. Aber hat er von dem Gastronomiegeschäft nicht gut gelebt? Oder ist es ja nicht? Oh ja, eh gut gelebt. Aber das erste Mal sind wir aufgefangen und gesagt, Josef, danke, dass du mir das gesagt hast, dass man das so machen muss, wie das erste Mal die Pandemie war. Weil die zurückkommt. Er hat 64 gut, ja. Wirten zum Liefern gehabt, das war mal kein. Und das eineinhalb Jahr lang, ne? Da kannst du zuspielen nochmal. Ne? Ja, und Gott sei Dank, jetzt hat er sich umgestellt und jetzt ist er sehr gefragt, weil wir haben auch sehr viele Kunden hingeschickt. Wobei ist die Pandemie nicht ein Ausreißer? Klar, Glück gehabt, weil er auf das gesetzt hat, aber glaubt ihr, dass das langfristig auch eine Strategie ist, die was funktioniert, oder kommt da die Gastro dann als Geschäftsmodell auch wieder stärker? Oder glaubt, die Gastro kommt sicher wieder. Der Konsument sehr verwöhnt ist. Zum Heiligen gehen. Also viele wollen weggehen. Und ich würde sagen, die Fleischereien werden sich in der Zukunft sicher verändern. Eine neue Strategie, weil es wird sich keiner mehr so diesen Beruf wieder, wie er vor 20, 30 Jahren waren, dass sich das so entwickeln wird. Das wird schon sein, dass sich das ändert, die Strategie. Wir haben beim Thomas Berger oder bei der Familie Berger gelernt, dass es unheimlich schwierig ist, Fachkräfte zu finden. Ja, genau. Dass keiner mehr in die Fleischerei gehen will. Was kann man denn aus eurer Sicht machen, um diesen Beruf auch wieder aufzuwerten? Muss der quasi der klassische Fleischer auch vegane Würstel machen können? Oder wie verändert sich so ein Beruf? Oder wo könnte der sich hin orientieren? Ja, schau, wir arbeiten ja dran, in der Innung drinnen. Ja, da bist du noch drin, oder? Ja, aber nur so sporadisch. Ich gebe nur Tipps und Weisen. Die alten Weisen. Schön einmelden von der Seite, gell? Ja, ich ja, ja. Weil ich habe mir bei Innungsmaster auch dort gebracht, wo ich gehört. Ein Fieger, ja. Der Stierschneider, gell? Der ruft ja heute noch, Josef, was brauchen wir, was können wir da machen? Ja. Und wir sind auch drauf und dran, dass ein Fleischerlehrling nicht 3 Jahre lernen, sondern 3,5 Jahre und Ort mit Matura abschneidet. Dass er mal viel viel besser ausgebildet ist und hoffen dadurch, dass man da mehr Lehrlinge kriegt. Aber in Wien gibt es momentan 3 oder 4 Lehrlinge. Drei oder vier? Ja. In Wien. Halleluja. Das haben wir jetzt wirklich bei der Hand, wo man es aussehen kann. Sag ich ja. 3 oder 4? Ja. Das ist ja. Und dann sind aber mindestens von denen nur die Hälfte oder nur mehr beim Biller. Ja. Und stehen hinter der Wurstdecke oder was und lernen auf Fleischverkäufer. Die Hälfte, ja, also 2. Ja, und lernen Fleischverkäufer. Okay. Und dann sind wir fertig. Und wir müssten denn jemals was lernen. Also schaut nicht gut aus, mit der Fachkommission gewesen, aber die Lehrlingsprüfungen, du hast die Lehrlinge dabei, der kann nicht einmal eine Rechnung schreiben, weil er mal Deutsch kann. Ja, aber woran liegt das? Woran liegt es, dass keiner mehr diesen Beruf lernt? Erste Frage. Zweite Frage, was braucht es damit? Da sind wir wieder bei Ihrem Thema. Ja. Die schämen sich, dass sagen, sie will einen Fleischer. Ja. Ja, erstens einmal das und das Image ist einfach nicht gut. Es ist auch viel Arbeit. Ich habe auch die Kinder es nicht zugemutet. Ich habe gesagt, entweder sie lernen oder sie arbeiten. Sie können es aussuchen. Und sie haben uns mitgeholfen. Sie haben gesagt, das war nichts für uns. Also bei allein im ganzen Jahr, weil zu Weihnachten und so, da haben sie alle mitgeholfen. Da waren sie top. Da sind sie immer da gewesen. Ja. Aber so einen ganzen Tag da stehen und doch aufmerksam sein, das will sich keiner mehr tun. Da muss man viel Liebe dabei haben, dass es Spaß macht. Und ich glaube, da die Möglichkeit wäre noch, dass es einer gern macht. Aber sonst aber vier Lehrlinge in Wien spricht doch eigentlich Bände. Ja, ja. Wir haben ja bitte sogar in Wien die Berufsschule zugesperrt. Ja, für 4, ja. Naja, das war ja Kosten, die will ja keiner mehr tragen. Jetzt sind sie alle in Hollerbrunn draußen, die Berufsschule. Also wir haben einen Lehrling einmal zum Christkern geschickt. Zum das ist ein lieber Paar. Der Michi, der lernt sehr gut. Hallo Michi. Macht die Reste, ja. Der Umgekehrt fragt, wie es in Michi geht. Ja. Jetzt ist er gerade in der Berufsschule, glaube ich. Ein Zukunftsbursche. Mai, Juni ist in der Berufsschule jetzt in Hollerbrunn draußen. Kenne ich auch gerade direkt den Höfinger Franz. Ne? Wir arbeiten schon zusammen, irgendwo, wo es halt geht. Ne? Jetzt übernehmen wir die Lehrlinge mit und wenn sie draußen sind, lernen sie auch besser, weil sie sind heim und können nicht heimfahren jeden Tag. Ja. Und in Wien war 4 Stunden Schule, Nachmittag frei. Oder die Ruhe. Ja. Aber hat er nichts gelernt dort. Aber jetzt sagt es mir, was braucht es, damit es wieder mehr gibt? Wohin muss sich der Beruf verändern? Ich würde sagen, der Lohn. Als erstes Mal brauchen wir der Lohn ist gar nicht so schlecht, aber wir brauchen zumindest mal Lehrlinge,
Und den muss man, sag einmal, in weiser Voraussicht alles schmackhaft machen, dass sie sich auch selbstständig machen. Aber es ist halt nicht einfach, weil es fährt kein Kunde mehr in einer Seitengasse rein, irgendwas zum Einkaufen. Ja, aber euch haben sie die Bude eintreten. Ja, aber wir sitzen ja auf einer Verkehrsader. Ja. Naja, meistens soll der Geschäft auf der Verkehrsader sitzen. Ja. Also das war jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo in 16. in der Randgasse. Irgendwo. Josef, aber brauchst du einen Metzger anschauen? Du, wenn du einen Namen hast und. Metzger hast natürlich. Naja, der hat aber auch, das ist anders gemeint. Aber das hilft dir natürlich in der Wahrnehmung als Marketing, ist das nicht blöd, nicht? Ja. Da redet man drüber, auch schon deswegen. Also ich sag, die Leute fahren schon extra hin, wenn sie wissen, dass es ein gutes Fleisch gibt. Zu euch sind sie auch. Ja. Durch die Gegend gefahren, um zu kommen. Aber wir haben schon viel Vorteile gehabt durch die öffentliche Anbindung schon. Weil alle, was fahren in die Stadt, die fahren alle öffentlich. Da fährt fast keiner mehr Auto. Das direkt bei der Station. Ich bin auch mit dem Heiligen Truthahn für den Heiligen Truthahntag in der S-Bahn am Schoss gefahren. Ja, aber noch einmal, was braucht es, um diesen Beruf wieder attraktiv zu machen? Attraktiv. Das ist die große Frage. Frage. Das ist die große Frage, wenn du darüber nachdenkst. Mir fällt ja auch nicht, gar nicht wirklich was ein, was man wirklich schmackhaft machen kann. Das ist ich sage, ein gutes Arbeitsklima, schwierig, dass man da. Wir haben das Programm jetzt mit so einer Art Matura-Abschluss laufen. Das läuft seit Herbst voriges Jahr. Das ist vielleicht eine Zukunft. Ja. Aber man weiß nicht, was rauskommt. Ne? Ja. Du findest ja trotzdem keine Lehrlinge. Ja, schwierig. Jetzt das ist das Problem. Dort muss ich einmal anfangen. Und du müsstest ja Lehrlinge ausbilden, die du mal nehmen kannst als Betriebsnachfolger. Danke, Überleitung. Das war Gutes, was? Ja, bitte. Ja, ja. So wie der Christian gesagt, er möchte 15 Jahre arbeiten. Also dann ist er 55 oder 56. Und er hofft, dass der Michi Nochi dort einmal nachhören. Sag ich, da musst du aber wird schon gut fördern, ne? Dass er Nochi dort einmal. Und der hat wirklich das Zeug dazu. Ja. Der ist wirklich gut, der Mann. Ne? Ja. Was ist dann jetzt der Grund, warum es in Gersthof die Fleischereibauer nicht mehr gibt? Ja. Ganz einfach, wir haben drei Fleischer da gehabt und keiner wollte sich die Arbeit antun. Also gleiches Thema. Ja, gleiches Thema. Wir haben wirklich. Den Scheiterer gehabt da. Der hat schon zugesagt. Der hat schon zugesagt gehabt. Wir waren schon draußen, wir haben schon gut beieinander gesessen. Ja. Und dann hat sein Vater gesagt: Wenn du das magst, dann rede ich mit dir nicht mehr. Der Vater hat das gesagt. Der Vater hat ihm nicht lassen dann. Was war denn sein hat ja das funktioniert nicht? Oder? Ich sag mal. Wenn es persönliches was ist, ist nicht so wichtig, aber oder war das irgendwie inhaltlich was mit dem Beruf selber? Na, zu viel. Sie zu war viel. Schon der Arbeit. Die war schon bei uns und hat mitgearbeitet. War das hier ein schlechtes Beispiel, weil ich habe ja wirklich viel gearbeitet. Ich glaube, das war, das kann auch ein Hintergrund sein, muss ich schon sagen. Weil sie da gemerkt haben, da muss dann irgendwer da sein. Und die Angestellten haben sie ja mitgenommen, aber es war zwang gewesen, nur die drei Leute. Den Kriegel haben wir noch da gehabt, der Fichtenbauer hat auch Interesse gehabt. Der Sohn mit zwei Söhne. Und ich habe sie schaffen das nicht. Zu viel. Das waren einige da, die es keiner machen wollen. Ist es zu viel? Es ist viel gewesen, wir sind einfach so drin gestanden. Wir sind eingewachsen in das Ganze. Wir sind da so, das war so es war nebenbei. Das war wie Karussell, du hast nicht aussteigen können. Also das Geschäft war wirklich der Mittelpunkt. Du warst drin und du warst im Rall, wenn du runtergegangen bist ins Rall eingestiegen, 14 Stunden bist du rausgekommen. Ja. Und durch euch haben aber alle gewusst, wie es ist, wenn du in dem Karussell drinsteckst wahrscheinlich, oder? Ein bisschen. Weil wenn du schaust, die Fleischer, die was alle da waren, die haben Mittwochnachmittag zugeschaut gehabt, das geht da einfach nicht. Weil zum Beispiel der Nachfolger, den haben wir angeboten, sage ich, Markus, bleib ein bisschen da, arbeite mit uns mit, dass du mal siehst, wie das alles abläuft und dass die Kunden kennenlernst, dass du es schon für dich gewinnst. Und er hat gemeint, nein, er hat ein neues Konzept und das passt dahin nicht hinein. Also für uns war es ja ein Wunschtraum gewesen, wenn er es so übernommen hat, wie es ist, einmal ein, zwei Jahre arbeiten und dann kann man immer noch umbauen. Aber das hätte sich keiner dann. Ich muss gestehen, ich hätte immer gerne ein bisschen zugesperrt. Das heißt am Mittwochnachmittag einmal oder also, ein bisschen, dass wir uns regenerieren können, dass wir nicht nur und die ganze Zeit nur im Geschäft stehen. Aber mein Mann hat immer gesagt, das geht sich nicht aus. Ja, sie haben im Hintergrund so viel Arbeit, wir schaffen das nicht und das bringt nichts. Somit haben wir das sozusagen
wieder weghängt. Tut euch nachträglich jetzt laut, dass die Entscheidung nie getroffen habt? Oder steht es jetzt nachträglich auch dazu? Oder dass euch ein bisschen während der Zeit schon rausgenommen habt. Ja, das tut mir ein bisschen laut, weil wir hätten gerne noch weitergemacht. Ja. Ja, ihr seid ja noch ich jung, hätte mich ne? gern. Ihr seid ja. Na, schon pensioniert. Danke fürs Kompliment. Danke, Schamann. Ich krieg dann noch ein Biskuitrolle. Ja. Aber dick geschnitten. Ja, danke. Nein, ich muss ehrlich sagen, wir hätten schon noch gern weitergemacht. Und ich hätte mir halt gerne ein bisschen, dass ich nicht nur im Geschäft stehe, hätte gerne ein bisschen mehr frei gehabt. Das war meine, weil ich war schon in der Pension und mein Verlangen. Ich habe gesagt, ich möchte mich ein bisschen zurückziehen. Ich möchte nicht, ja, so 40 Stunden, habe ich gesagt, arbeite gern. Aber nicht so 40 Stunden, also eh Vollzeit. Ja, von anderen ist Vollzeit. aber wir haben selber jahrelang Personal gesucht. Wir haben immer gesucht. Ja, ja. Das ist nie mehr gekommen. Du hast keine Chance, wenn alle Zeitungen die gehabt habe, waren so super. Ja. Die sind blim. Das sind, aber die findest du dann immer so. Ich hätte zwei Damen nur braucht, solche, dann hätte ich gesagt, hätte es mir nur lang Spaß gemacht. Warum habt ihr keine A? Die, was abgesagt haben, haben gesagt zu. Ja, du hast es gerade selber gesagt, die findest du dann immer. Ja. Warum? Wollen die Leute, ich sage es jetzt pauschal so provokant, wollen die Leute halt nicht mehr arbeiten? Oder hat sich da einfach gesellschaftlich was verändert? Würde sie ihnen dann einen Vorwurf machen? Versteht ihr das? Wie seht ihr das? Wir brauchen ja zum Beispiel Denise ansprechen. Ja, ist egal. Martin. Es wollen einfach die Verkäuferinnen. 40 Stunden ist okay. Muss ich nicht mehr arbeiten. Nur will keine Freitag, Samstag mehr arbeiten. Da fangen sie an. Das ist das Problem. Wochenende. Oder? Ja, Wochenende und auch, ich würde sagen, wenn sie jetzt sozial so gut versorgt sind, warum soll ich so viel arbeiten? Aber warum gerade das Wochenende? Warum Freitag, Samstag? Warum ist naja, schau, die sind meistens liiert oder haben einen Partner und der ist am Freitag zum Mittag mit der Arbeit fertig. Und sie müsste am Freitag, Nachmittag und Samstag arbeiten. Da fährt sie vielleicht Montag frei, wo aber er wieder nicht frei hat. Ja, ne? Ja. Und sie wollen eine Freizeit miteinander verbringen. Und das funktioniert dann einfach nicht. Ist das verständlich bis zu einem gewissen Grad? War das früher nicht so wichtig oder hat man. Das früher war das normal, dass du gearbeitet hast am Wochenende. Aber hätte man das früher nicht auch gern gehabt und nehmen sie die Leute das halt einfach? Ja, das ist es. Wir haben viel gehabt und gesagt, muss ich vielleicht auch damals sein. Heute sagen sie, ich habe es nicht notwendig, ich arbeite meine 40 Stunden oder Wochenende, möchte für die Familie Zeit haben und so. Also der Mensch selber nimmt sich schon die Zeit und sagt, ich will das so haben. Ja. Und der was. Halbwegs, der sagt, so einen Job will ich gar nicht erst nehmen, weil da bin ich zu viel eingesetzt. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung? Weil ich denke jetzt auf meine Kinder. Da sage ich wieder schön, dass sie es so leben können. Dass sie am Wochenende nicht arbeiten. Aber ich denke mir wieder, wenn sie in den drinnen wären, hätten sie es wahrscheinlich eher machen. Ja? Aber wenn sie die Möglichkeit haben, tun sie es nicht. Ja, aber die Logik vor dem Geschäft ist einfach. Am Wochenende Geschäft. Wir haben heute Freitag, am Samstag. Am Montag, Dienstag magst du weniger Geschäft, das ist überall so. Ach so, am Wochenende war auch euer Hauptgeschäft. Nein, da sind ja viele, die was am Wochenende gekocht haben. Ja, grillen etc. wahrscheinlich. Da muss viele Bestellungen. Aber du hast keine Leute. Am Montag, Dienstag, wenn du noch freigibst, hast du eh weniger Geschäft, weil du tust ja vorbereiten fürs Wochenende. Da bin ich. Aber ist es dann eigentlich, denke ich mal, wir sind jetzt auch mehr oder weniger selbstständig. Wir wissen, man ist mit voll viel Herzblut drinnen. Man arbeitet einfach wirklich viel. Aber sollte Unternehmertum nicht auch irgendwie, moderner Begriff Work-Life-Balance, muss Unternehmertum immer gleichzeitig, also zeitlich zumindest Selbstausbeutung sein? Geht das gar nicht anders? So kommt es mir jetzt ein bisschen vor, wenn du nicht bereit bist, dass du einfach rund um die Uhr hackelst, brauchst du gar nicht Unternehmer werden. Das heißt, als Unternehmer muss die Uhr weglegen. Das wirst du ja selber wissen. Die Uhr darfst du nicht im Kopf haben. Danke, dass du gesagt hast, deine Geschichte. Aber ich habe den Willi gerade gesagt, deine Geschichte, weil viel arbeiten ist das eine und wir merken das gerade selber, aber ich merke auch, also ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen sind und winke auch ganz oft, wenn sie vorbeiziehen. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr und also es muss ja jeder für sich sein Maß finden, wie viel er arbeiten kann und das ist, glaube ich, auch für jeden anders. Stichwort geht nicht mehr. Ist irgendwann bei euch einmal nicht mehr gegangen? Ja, bei mir. Bei dir? Zu Weihnachten. Ja. Zu Weihnachten. Da habe ich geglaubt. Da waren meine Nerven so blank, da war ich so kaputt. Einmal. Und dann einmal. Das war so ein
wie soll ich sagen, eine ungute Zeit auch vom Vorbereiten, weil wir haben ja wirklich bis Mitternacht hergekriegt und um 5 in der Früh schon wieder die Kunden und diese immer, wie soll ich sagen, aufmerksam sein. Ja, du musst mit ja auch freundlich sein, oder? Na, das war du redest doch, ja den ganzen Tag. Ja, den ganzen Tag. Ich war doch oft 10 Stunden im Geschäft und, und ich habe auch Kunden gehabt, Frau Bauer, konzentrieren Sie noch. Ja. Ich, weißt du, jetzt habe ich da zwei, drei Kunden, also eine Kundin und jetzt fragt mich aber die Kollegin was oder so. Ja. Jetzt habe ich mich dort da und so. Also es war schon manchmal so ausbeutend, muss ich schon sagen. Okay. Welche Konsequenzen hast du dann für dich gezogen? Naja, das ist dann bald verflogen. Das würde ich so sagen. Also, du weißt, du musst durch. Ja, da muss ich durch. Lebensmittel ist jetzt, sag ich mal, so verdammt schwierig. Weil Lebensmittel, wenn du nicht immer da bist, wird ja viel kaputt. Wenn du jetzt schaust, Autowerkstatt oder Spengler, der sagt am Freitag zum Mittag ist Schluss, am Montag geht weiter, dann wird nichts kaputt. Ja, der braucht sein Lager nicht einmal kühlen, gell? Ja, ja, nichts. Aber wenn du nicht jeden Tag dahinter bist, dann hast du keinen Gewinn, sagen wir so. Verdienst dann verdienst nichts mehr. Verderb. Und ja, und was wir sind halt, verderbst du, ne? Und wir sind noch vor der alten Schule, würde ich sagen. Ja. Und wir haben uns halt da so reingearbeitet, dass das normal war für uns, ja. Obwohl es, wenn man so schaut, eh nicht richtig war. Dass wir nur da waren. Aha. Würdet ihr halt noch einmal so machen? Ich würde sagen, naja, vielleicht, naja. Ich glaube, niemand in diesem Haus zum Arbeiten hat, könnte man es anders aufstellen. Aha, ja. Was würdet ihr anders machen? Dass von uns oder dass wir einmal weg sind oder nicht immer da sind. Sondern du brauchst wirklich eine fähige Person, die auch ein Geschäft führen kann. Und die haben wir einfach nicht zusammengebracht. Wir haben Lehrlinge ausgebildet und es war keiner fähig dazu. Obwohl wir es, Martin haben wir gehabt 6, 7 Jahre. Und der hat noch gesagt, nach 40 Stunden, er kann nicht mehr, er geht nach Hause. Ja, ja. Weißt, und den würde man es eigentlich geben, die Fleischerei. Ja. Aber der hat das nicht mehr geschafft. Ne? Ja. Und war immer da. Es ist nicht der Unterschied, ob es einem gehört, ne, ob es eins ist oder ob es einfach, nur, unter Anführungszeichen, Angestellter bist. Das macht, glaube ich, man misst vielleicht ein neuer Geschäftsführer machen, wo man schon eigentlich zum Schluss schon nachdenkt haben darüber. Ja. Die Personen Umsatz beteiligen. Beteiligung, also rein Verantwortung geben. Zum Beispiel, das wäre jetzt da nur auch. Das wäre, ich glaube, wenn man sagt, wenn ich mal morgen kann, darf ich sowas probieren. Umsatz beteiligen und wo jeder dann noch gern verantwortlich sein. Zum Mitunternehmer. Genau. Das ist vielleicht die Zukunft für Fleischer ist, weiß man nicht. Ja. Aber wenn so ein kleines Geschäft hast, ist das auch nicht drin. Ja, wissen dann mal die Zukunft erst, wenn es dann da ist. Also die Zukunft, das wird ja sozusagen, da wird der Kasten dann interessant. Der wird sich immer mehr. Der Automat. Der Automat, der wird sich immer mehr vervielfältigen. Der Kasten. Entschuldigung. Der Automat. Liebevoll der Kasten genannt. Ich glaube, dass das immer aktueller wird und sich nicht jeder so jetzt wieder mehr an die Front stellt, sondern das alles automatisiert wird. Aha. Genau. Also das sehe ich als Zukunft. Ja. Jetzt habt ihr 32 Jahre oder in der Filiale 21 Jahre lang Geschäft. Durchgehend gearbeitet. 80 Stunden die Woche. Ja. Und dann Knack. Ja. Nix. Aus. Nix aus, ja. Was tut man da am ersten Tag und in den ersten Wochen und Monate? Lädt in die Luft schon. Irgendwie. Ja, ja, wir haben schon Monate nachgearbeitet noch. Ja. Wir haben noch. Er war früher im Büro, er hat alles anmelden müssen, er war schon voll in Einsatz. Ja. Das alles wieder. Ja. Und der Büro tut man immer neben. Ja, ja. Bei und Kollegen. Dann haben wir arbeiten, das tut mir nach wie vor noch. Ich habe nie Zeit gehabt, alles ausgemistet, alles durchsortiert und solche Sachen. Das waren meine Aufgaben. Und das Haus, ich kann es nur für die Leute, wir haben ja einen Podcast, das Haus ist picobello, also es gibt nichts mehr zum Zusammenrahmen, nichts zum Streichen, nichts zum Reparieren, Rosen ist gemacht, Garten ist gemacht, also ich habe es jetzt eigentlich alles aufgearbeitet. Ja, was tun wir jetzt? Die Frage ist, was da passiert wahrscheinlich, oder? Na ja. Und wie geht es euch damit? Naja, es ist, was ich meine, also ich schaue, dass ich jeden Tag was zum Tun habe. Ja. Aber wenn sie der Frau aufsteht, sag ich mal, du kommst in eine Phase, was tue ich heute Vormittag? Ja. Aber dann ist es schon schlecht, muss ich sagen. Ja, ja. Jetzt gehe ich wieder früh Sport machen. Ja.
entweder Ralf von daheim oder ich gehe in Kiesertraining, ja. Mache ich das ein bisschen, ja. Dann komme ich heim. Um 9 Uhr, dann haben wir frühstücken. Um 9 Uhr kommst du heim schon vom Training. Vom Sport, Training, ja. Das Aufstehen ist der Blim. Ja, okay. Um 5 Uhr ist der Wecker drin. Das ist und ein bisschen dann, er hat sicher vor, dann wieder ein bisschen mitzuhelfen, wenn jetzt dann im Herbst dann die der Arbeit wieder beginnt. Gefragt, ja, komm, sag ich, ja. Lass ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen was machen. Die Innung, gell? Die Innung braucht ja auch noch einen Zurufer. Ja, ja, genau. Ja. Also, ich auch noch um heute, er kann sich engagieren. Also dieses Loch, in das man falsch, von dem man hört, das ist eigentlich dabei noch ausblieben oder ist es kurz einmal vorbeigeschrammt? Das ist nicht wirklich da. Das ist noch nicht, sagen wir, krankheitlich, also schauen wir nur, dass wir jetzt am Damm kommen, dass das alles passt. Wir sind jetzt froh, dass wir halbwegs gesund sind, sagen wir so. Und durch die Enkelkinder, ich bin sehr eingesetzt, Enkelkinder einmal, zweimal in der Woche. Und ja, also das macht auch sehr viel Spaß. Ja. Da bin ich auch dann irgendwie erschöpft. Ja. Also ich glaube, jetzt habe ich Zeit. Okay. Die Enkelkinder schützen vor dem Loch der Pension. Ja, 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 würde genau. Ich sagen. Ja. Aber sagt, es hat euch ja gesundheitlich ein bisschen erwischt. So, war das dann so nach dem Aufhören, dass der Körper gesagt hat, so, das, was ich mir jetzt aufgespart habe, das schneidet jetzt einmal schön durch. Ich haue das Board recht nieder und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja, oder ist das so? Vielleicht war es eh so, aber bewiesen ist gar nichts. Ja, bewiesen nicht, aber ich würde sagen, es ist so, wir haben wirklich keine Zeit gehabt zum Gangsee. Ja. Also ich bin, wenn das Knie so angeschwollen war, bin ich auch gegangen und bin gestanden und habe halt versucht, das irgendwie. Wir haben immer durchgearbeitet. Also da, es hat wirklich zweimal vielleicht eine Situation gegeben, wo er mit Fieberkling ist, aber sonst haben wir nur durchgearbeitet. Also krank sein war fast nicht möglich. Okay. Außer es waren halt irgendwie ein paar Tage da, das haben wir halt durchgelassen, aber sonst haben wir wirklich halt. Aber dann quasi nach der Pension oder nach dem Antritt hat es ein bisschen zugeschlagen. Bei dir die Pumpen, bei dir das Knie, oder glaube ich, gell? Die Schulter. Ich war Schulter operiert, genau. Aber ihr habt euch wieder da Wir haben uns da rausgebildet. Die schauen gut aus, schön, oder so? Ja. Wir haben wirklich ein Watschen gekriegt. Ich würde sagen, ich bin so froh, dass wir uns haben und dass wir wirklich versuchen, den jeden Tag zu genießen. Jetzt hat sie noch jung jetzt. Ja. Aber wir haben 48 Jahre durchgekackelt, ohne Pause. Und wie? Das würde reichen. Und das ist die Frage, wenn man so viel Arbeit und auch so viel Zeit wie ihr zusammen miteinander arbeitet, wie, warum? Warum sagt sie noch zusammen? Ja. Ja, das ist. Entschuldigung, ich habe mir gedacht, ich sage es gerade aus. Auf die Frage, ich bin noch gar nicht gekommen. Ja. Noch keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Ja. Das kommt jetzt erst. Ja. Ich würde sagen, wir haben uns so darauf gewählt am Aufbau. Wir haben viel gemeinsam auch miteinander. Ja, wir machen sehr viel gemeinsam. Also wirklich, wir sind wie Pick und Zwick. Aber die ersten zwei Jahre, haben wir wirklich im Geschäft versucht, da haben wir wirklich gezankt. Weil jeder wollte der Bessere sein. Ja? Er wollte wachsen. Oder irgendwie den anderen den Fehler irgendwie ein bisschen vor die Nasen halten. Aha. Und dann sind wir drauf gekommen, so können wir nicht weitermachen, weil die Kunden, die hören uns da und vor die Angestellten, das geht gar nicht. Und dann haben wir wirklich ein System gefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir sind Tag und Nacht zusammen, wir müssen schauen, dass wir da eine Lösung finden. Für 2 Millionen Menschen da draußen, die genau jetzt die gleiche Frage haben. Wie habt ihr dieses System gefunden? Und was ist das für ein System? Frage das die Frage ist. Jetzt werden wir zum Lebensratgeber-Podcast gegenseitig unterstützen, würde ich sagen. Mhm. Aha. Aufmerksam sein und der Respekt war sehr wichtig. Weil am Anfang wollte jeder der Stärkere sein. Ja, wie es gegangen ist. Er hat schon ab und zu manchmal, wenn es nicht so funktioniert hat und nicht, will ich sagen. Das waren aber dann schon gravierende Fehler. Das waren gravierende Fehler, ja. Aber sonst normal nicht. Aber sonst, ja. Also wirklich Respekt und versucht, weil ich gesagt, wir stehen einen ganzen Tag miteinander und da ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht uns ins Das klingt ja sehr super und ich habe jetzt quasi das Ergebnis beschrieben. Aber wie das Interessante ist, wie Satzen zu der Erkenntnis gelangt. Ja, Eva. Eva, für mich war es wichtig, ich brauche Harmonie. Ja. Und
ohne dem schaffe ich es nicht, kann ich gar nicht arbeiten. Ich glaube, wenn das, wenn wir das nicht geschafft hätten, ja, hätte ich gesagt, Josef, ich will nicht mehr, ich gehe. Ja. Ich glaube, ich hätte es Hand durchgeworfen. Ja. Und das war eigentlich der Auslöser. Ja. Also eine Mischung gesagt, zwischen müssen und ja, wollen. Ja, ja, genau. Also, weil ich habe eh immer funktioniert, ja, kann man sagen. Ja. Aber das war mir wichtig, dass die Harmonie da ist, dass man uns gegenseitig, dass es Spaß macht und ja, dass die Kunden fröhlich wieder rausgehen. Das war halt mir wichtig. Schön. Scheint funktioniert zu haben, Josef. Ja, es hat super funktioniert, würde ich sagen. Na, da gibt es keine Einwände. Keine Einwände. keine Einwände. Da kannst du dir da was abschauen. Ja, natürlich. Keine Einwände. Nein, alles gut. Ja. Alles na, wie wichtig ist einfach Respekt und sich nicht gegenseitig schimpfen. Das, ja, das haben wir vorher gesagt, wir werden uns nicht beschimpfen. Wirklich? Ja. Ja, wir haben eher ein Buch geschrieben, zwei Ziele haben wir nicht. Also das eine Ziel ist, die Menschen wieder zusammenzubringen ein bisschen. Ja, okay. Das zweite Ziel ist, uns gegenseitig nicht zu erwürgen. Auf diesem Wege. Beide Ziele sind nach wie vor erreichbar. Ja, genau. Also wir würden das gut. Keiner würde. Am Anfang hätten wir uns ab und zu gewürgt. Ja, wir auch. Ja. Immer noch. Ja. Kommst Man lernt, man wächst damit, sage ich da. Kommst du in Leberkäs? Apropos, Leberkäs. Ganz andere Frage, Ding, ich habe vergessen. Was kommt denn in einen Leberkäs rein, in einen guten Leberkäs rein? Das wollte ich die ganze Zeit schon wissen. Jetzt passt es natürlich thematisch gar nicht dazu, deswegen machen wir es jetzt. Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, welches Wasser, Fleisch? Salz, Rindfleisch. Nur eines. Rindfleisch wird kategorisch ausgeschnitten. Ja. Ansatz 2er, 3er. Ja. Früher hat es noch mehr Sorten gegeben, ist aber jetzt wurscht. Ja. Und da nimmst du mal ein 2er Fleisch, also eher mit ein bisschen Sehnen. Ja. Und Schweinefleisch und Speck dazu. Schweinefleisch, Speck. Also Fett. Ja. Fett, ja. Welcher Fett? Schwarte nicht. Schwarte nicht. Keine Schwarte, nur reines Fleisch. Reines Fleisch. Reines Fett. Ja. Hm. Okay. Also und Wasser. Und Wasser. Es hat halt Eis, eigentlich Eis. Salz, Böckelsalz und sowas. Okay. Es hat weder mit Leber noch mit Kasten. Woher kommt es dann, dass das Ding Leberkäs hat? Leberkäs kommt aus Volland. Und zwar haben sie dort gemacht einen Kas. Oder so ein Breda. Ja. Und das haben sie in so einen Kasten reingegeben. Ja. In Käseform oder was? Ja. Da haben sie Käse, wir haben so Leibchen gemacht. Käselab haben sie da gemacht und dann ist der Käse Leberkäse geworden. Käse in der Leber kommt keine rein. Nein, aber wo kommt dann, Käse haben wir jetzt geklärt, wo das Käse aus Leberkäse kommt. Also im Westen Leber? Von Österreich heißt es auch Fleischkäse. Fleischkäse heißt es. Genau. Bei uns heißt es Leberkäse, aber es war... Ui. Ich glaube, wir haben es schon mal gelesen, aber es ist uns so genau. Es ist ja wurscht, solange es schmeckt, oder? Ja, solange es schmeckt, ist gut. Aber ich muss sagen, ich habe einen Heißhunger gehabt. Wir waren vorige Woche, habe ich gesagt, ich will ein Leberkäse-Semmel. Ich habe gerade so Lust auf ein Leberkäse-Semmel. Aber wisst ihr was, Willi, ist grandios, wenn es um persönliche Themen geht, das Thema zu wechseln. Ja. Ja? Ja. Habe ich gemacht gerade. Hast du gemacht? Oder? Ja. Ja. Ah, sorry. Ja. Jetzt schauen wir nur ganz, die Zukunft haben wir eigentlich, oder? Ja, wir warten. Ich glaube, die Zukunft haben wir. Dann haben wir eigentlich nur noch die ganz arge Zukunftsfrage, die dir so wichtig ist, Bianca. Das ist gar keine Zukunftsfrage, es ist eher eine Frage. Ja, wo liegt die Dingsbums, ne? Meistens sind so. Ja, okay. Wurscht. Nein, Leberkäs. Ja. Leberkäs. Leberkäs. In einer utopischen Welt, wo ihr euch alles wünschen könnt, wo alles geht, wo alles möglich ist, wie würdet ihr unser Lebensmittelsystem verändern? Was würdet ihr ändern? Das ist eine gute Frage, gell? Danke. In einer utopischen Welt, da ist ja alles möglich, was du willst. Die Frage ist, was darf ich verändern? Ich muss ja zuerst einmal in die Welt eintauchen, dass ich sehe, was dort passiert. Ja, da. Ja, da bist du drin. Da bist du drin, ja. Es fällt mir nichts Gescheites ein, glaube ich. Utopisch. Ich sag was Lebensmittel verändern, ja. Ich weiß nicht. Oder generell in unserer Welt. Ja. Naja, man kann jetzt nicht sagen auf Tierschutz, weil das ist eh schon ein alter Hut alles. Nein, ich hätte erst vom Getreide her das Gen. Ja, den Gen, ja, den Genmeis und das ist aber, ja, das hast du jetzt eh nicht so. Ich würde eher auf Bio wieder umsteigen. Das ist ein großes Thema, dass die Natur sie wieder da fangen kann.
Weil wenn ich so zurückdenke, vor 1980 war bei uns der Kunstdünger das Wichtigste. Mhm. Wir haben nicht einmal zahlen können. Und du hast das ganze Jahr dafür gearbeitet, dass du dann wieder zahlen hast können und dass sowas überhaupt produziert haben. Dass, ja, aber ich würde sagen, vieles, zum Beispiel Plastik und solche Sachen, vieles wäre schön, wenn das alles gar nicht gäbe. Aber ohne den können wir halt nicht sehen. Ja, aber ist ja klar. Aber andererseits denke ich, wenn du jetzt in der utopischen Welt lebst und du sagst, du willst alles so zurückführen, wie es vor 40, 50 Jahren war. War auch nicht lustig, ist eh richtig. Dann können wir uns die Welt nicht mehr ernähren. Ja, ja. Weil die Weltbevölkerung ja so gestiegen ist. Ne? Okay. Also ich sage, Wien ist ja allein um 1 Million schwerer geworden. Ne? 1 Million schwerer, ja. Leid, ne? Ja. Ich darf das ein bisschen zusammenfassen. In einer utopischen Welt hätten wir eine Antwort auf die blöde Frage. Ja. Oder? Ja. Was? Aber ja. Du, Willi, ja, bitte. Du hast ja auch noch eine blöde Frage. Ja, ja, geradeaus, ah. Da geradeaus der Vierer, nehmen wir ja. Einen Ofen oder ja. Nehmen wir einen Ofen und nehmen, was ist das andere? Der Kühlschrank? Der Dampfgarer. Oberhalb. Oh, der Dampfgarer. Der Aber das andere ist der Kühlschrank, genau. Ja. Wenn ich den aufmachen darf, was finde ich da drinnen? Viel Joghurt, Obst, Gemüse, also eigentlich nur Gemüse, das Obst haben wir herausgelegt, ein paar Marmeladen, was findest du noch? Biskuitrouladen? Ja. Ja. Deswegen hat er gefragt, wo es liegt. Ja. Ich wollte nur wissen, wo die Rouladen ist. Es ist noch Spargel drinnen. Ja. Was habe ich noch drinnen? Ein paar Bier sind unten und ein paar drinnen. Aufstriche. Danke, das war jetzt mein Ding. Ich warte wart immer aufs Bier. Ich werde ja. Vollkommen verzweifelt, wenn Menschen kein Bier trinken. Nein, also, aber das hat sich halt so entwickelt. Ja. Irgendwie, ja. Ja. Und dann also, sind wir schon fertig. Oh ja, Rindsfilet haben wir drin. Ach, nur Fleisch. Fleisch, ja. Wir haben Fleisch drin. Ah, ja, Halleluja. Ja. Ein Fleisch. Und ich glaube 5 Blau Leberkäse. Leberkäse haben wir 5 Blau. Leberkäse, ja, so? 5 Blau Neuburger, oder? Nein, dann haben wir schon, zusammen gegessen. Aber da dürfen wir ja nicht, oder? Nicht mehr. Scheiße. Psst. Den haben wir gegessen. Den haben sie gegessen. So gut war es. Den habe aber ich nicht gegessen. Also, sonst hätte ich gerne. Wer hat den Neuburger gegessen? Na, wer hat den gegessen? Hast denn du gegessen? Nein, ich glaube, dann hast du gestern zusammen gegessen. Das war im Bötching. Ja. Nein. Nein, nichts da. Nein. Das sind unsere Abschlussfragen. Ja. Ja. Wer hat den Leberkäse gegessen? Ja, sonst? Aber. Das ist mal machen, ja. Ein Leberkäse. Ja, das macht es euch selber. Nein, ich darf das gerne machen. Also, ich darf gerne. Ja. Also, das war immer, machen? War immer mein Liebling Wurst erzeigen, sowas. So ja. Immer ja. Gern da brauchst du bestimmte, ja. Geräte, ja. Bestimmte Geräte und die. Und da müsst ihr den Keller ausbauen. Das darf ich nicht, weil es sind die Rosenmäher drin. Aber du hast ja ein Rosenmäher. Kannst du das nicht den Kutter, den du brauchst, den Rosenmäher umfunktionieren? 2-1. Ich habe gerade den Lüfter ausgebaut vom Rosenmäher. Ja. Ja. Der hat eh so einen Windflügel. Dann machst du halt einmal drüber über das. Das schaust du mal, aber ja. Du, Willi? Ja? Du hast noch eine Lieblingsfrage. Ich habe nur Lieblingsfragen, weil uns, ich liebe unsere Fragen. Aber die nächste Frage ist, wenn ihr euren eigenen Nachruf schreiben könntet, was würdet ihr denn da hineinschreiben? Weil ich einen Nachruf schreiben würde, ich würde einfach reinschreiben, es war so schön und ich glaube, ich darf es wieder so machen, mit ein bisschen Abänderungen vielleicht. Also ich würde es wieder so machen. Aber ich würde noch früher beginnen. Mit Selbstständigkeit, gleich nach der Lehre. Wenn man so gescheit ist dann, das weiß man nicht. Ja. Du würdest früher, also... Ja. 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 Aber genauso, aber mit halt ein bisschen Änderungen. Nicht? Wie gesagt, ein bisschen moderneres Geschäftssystem. Du würdest diesen Nachruf schreiben. Ja. Hätte gerne ein moderneres Geschäftssystem gehabt und früher damit begonnen. Genau so. Irgendwas mit Wachstum? Na, Wachstum ist da nicht dabei. Wachstum ist da dabei, weil der moderne Geschäft gehört. Und dann gehst du am Blut. Das kannst du jetzt skalieren, ein modernes Geschäftsmodell. Ja, Entschuldige. Aber sonst würde ich es so lassen, wie es war, glaube ich. Okay. Bin zufrieden. Ja. Okay. Zufrieden. Was würdest du in deinen Nachruf schreiben? Boah, das ist schreiben. Willi. Entschuldigung. Hat die Pfeifen. Na. Was würde ich schreiben? Ich würde sagen, schön, dass ich da war, dass ich so liebe Menschen kennengelernt habe und würde vielleicht in meinem nächsten Leben mehr lernen. Aber sonst bin ich sehr zufrieden gewesen.
War sehr zufrieden. War schön. Sehr zufrieden, ja. Schön. War sehr zufrieden. Das ist doch schön. Und vielleicht habt ihr jetzt noch, und jetzt haben wir wirklich am Ende, ein Sprüchel, ein Gedicht oder ein Zitat, mit dem ihr uns quasi nach Hause schicken Unsere möchtet. Zuhörer nach Hause schicken. Zumindest meine Zuhörer. Ja. Wir müssen noch Rouladen essen. Ja, was wollen wir für die Zuhörer hören? Dass uns ein Feedback geben. Ein Feedback? Ja. Da wir das vielleicht erfahren, was schreiben oder was lesen, schreiben die dann zurück auch was? Hin und wieder? Ja. Hin und wieder. Wie blöd, dass wir sie angeschaut haben. Zum Beispiel. Also, zum ja, das Beispiel, kann auch passieren. Das werden wir erfahren, was sie schreiben. Ja, genau, ja. Nein. Was würde ich jetzt eigentlich sagen? Zitat, Lieblingsspruch, Lieblingssprüchel. Ja, ich hätte zum Beispiel, das Leben möge euch mit vollen Händen nur Gutes für die Zukunft spenden. Na schau, das gleiche mir an. Das war. Na. In diesem Sinne bedanken wir uns. Mit einem vollen Händen, einem Handvoll Podcast oder ja. Wie sagt man da? Leberkosten. Gehen wir Rouladen essen. Gehen wir Rouladen essen und ein Bier trinken. Vierte. Also danke, Vierte. Dass du da warst. Danke. Danke. Bier und Roulade. Tschüss. Bier und Roulade, genau.